Ja, ihr seid alle schönen guten Metal, Leute. Wir versuchen jetzt das dritte Mal die Aufnahme zu starten. Jetzt geht einfach los. Ich begrüße hier in dieser kleinen Runde, begrüße ich erstmal den Trolli Nimmermann. Hallo. Ja, schönen guten Metal, Leute. Dann den einen von zwei Österreichern, es gibt ja nur zwei, den Fuddel. ich zuerst. Grüß Gott. Du hast beim Münzwurf gewonnen. Den zweiten Österreicher im Game. Ja, Mädel, Leute. Und ja, jetzt schon stinkig. Dankeschön, dass ich auch in meiner Begrüßung unterbrochen werde. Ja. Ja, gut. Das fängt schon gut an. Das ist der liebe Uti. Und dann, mir eine ganz besondere Freude, der liebe Ostfriesenhader. Leck mich doch in der Popperzeiter, was mache ich hier? Mach ich später. War ja so abgemacht, dass du hier bist, ne? Ja, ich wurde gezwungen, so sieht's aus. Ja. So, nach fast einem Jahr machen wir den zweiten Teil des Einsteiger-Podcasts. Eigentlich war ja offiziell schon der zweite Teil bei 1520. Aber machen wir jetzt nochmal den zweiten Teil. 2.5 machen wir jetzt. 2.5, Alter. Achso, dann müssen wir aber nicht noch mehr aufnehmen. Ich hätte den Part noch. Du kannst da einfach hochladen. Ah, also, okay, dann kann ich auch gehen. Ja, das ist gut. Wir laden einfach 15.20 nochmal hoch. Ja. Alles klar, dann schönen Abend euch noch. Ne? Ciao. Kann ich für eine gute Idee, mach's gut. So, wollt ihr alle mal kurz erzählen. In der Reihenfolge, wie wir auch gerade begrüßt haben, würde ich sagen, wie ihr ins Game gekommen seid. Was euch getrieben hat, auch aktiv was zu machen. Wer zuerst begrüßt, war der Troll. Ja, das war ich. Ja, das war circa aktiv geworden 2017 rum mit unserem Ramlord-Kanal. Ich weiß gar nicht mehr, was da gerade aktuell war. Der Lord war noch auf YouNow, war sehr aktiv. Und irgendwie, ich habe mit dem Fetzi gezockt und habe ihm irgendwann davon erzählt. Ich so, kennst du diesen komischen Typen da auf YouTube da, diesen komischen Metal-Kasper da irgendwie? Nee, kenne ich nicht. Ich habe dem dann Videos geschickt. Ja, dann haben wir uns den gegeben, da haben wir alles nochmal nachgeguckt so und so, ja, und zack, waren wir drin, ne? Und da wir halt, oder ich zumindest recht musikalisch bin und haben wir dann mal, wir wollten eigentlich nur einen Song machen, ne? Weil wir da irgendwie, also ich weiß, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wir haben Minecraft gezockt, bei mir lief Rammstein Mutter. Und ich fange dann an, bei dieser Melodie mitzusingen, Lügenlord, ja, zack, Text geschrieben, wollten nur diesen Song rausballern. Was daraus erwachsen ist, ist, kennt man ja. Mittlerweile haben wir über 70 Rammstein-Lieder umgeschrieben. Ja, ja, schön. Dann, ja, daraus ist dann auch irgendwann mal ein Reaction-Kanal noch gewachsen, weil wir gesagt haben, das kann ich mir so nicht angucken, ich muss da was zu sagen, nur die Musik reicht nicht. Ja, genau, long story short, das war der kurze Abriss, so bin ich im Game gelandet. Viertel, wie bist du im Game gelandet? Ja, irgendwo Ende 2016 habe ich einfach mal irgendwie funny Memes oder so mal gesehen und dann bisschen weiter reingeschaut, dann halt bemerkt, dass das alles gar nicht gestellt ist, weil am Anfang haben wir gedacht, das ist einfach eine Kunstfigur. Das war dann doch ein Schock für mich und habe dann immer mehr geschaut, irgendwelche Reactions meistens, so zum Einschlafen irgendwas. Und irgendwann ist halt rund um die Zeit, wo halt Rockstar und so weiter richtig Probleme gekriegt haben, habe ich halt dann gedacht, naja, vielleicht sollten wir einen Archivkanal anschauen, weil ich würde gerne das Zeug weitersehen, was die ganze Zeit wieder verschwindet, und habe dann die Heycloud gebaut und bin jetzt so irgendwie reingerutscht und so ein schwuppdiwupp bin ich heute hier. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich kann es nicht, aber ich würde es gern machen und in dieser Bar ist egal. Ich mache auch Lieder. Ja, du machst sehr schön Lieder auch. Ja, schön weiß nicht, aber ich bin stets bemüht. Ja. Und danke dem Troll, dass er mir da immer gehilft. Gerne. Das war absichtlich so gesagt. Puddel. Danke. Uti. Ja, es war so, ich habe das erste Mal von Rainer gehört. Da hat er, glaube ich, sein nordisches Mythologie-Video hochgeladen. Aber es war nicht da, wo es rausgekommen ist. Das habe ich dann Ende 2015 oder sowas gesehen. Und ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Das wurde mir irgendwann mal vom YouTube-Algorithmus vorgeschlagen. Und seit 2015... Verfluchter Algorithmus. Ja, es ist der verfluchte Algorithmus. Und seit 2015 oder sowas habe ich Rainer immer so passiv verfolgt. Also er ist schon ein längerer Teil meines Lebens, sagen wir so. So traurig es auch klingt.
Und dann 2. November 2020, wir wissen alle, was war, der Terroranschlag in Wien. Und als ich dann gehört habe, was Rainer darüber gesagt hat, dann habe ich gesagt, so, mein Lieber, jetzt wird die Linie im Sand gezogen und die ist jetzt übertreten worden. Jetzt wäre ich aktiv. Und dann hat es paar Monate gedauert. Und dann gab es hier Uti von Stillreich. Schön. Und aus Friesen, wie war das denn bei dir? Ich erspare euch die saulange Scheiße. Ich bin im Game seit, was weiß ich, 2015 oder sowas, damals Lasch und Kaspar gewesen, damit bei. Aktiv angefangen habe ich Corona-Pandemie. Mir war langweilig. Rainer hat Scheiße über Corona gelabert. Ich dachte mir, das kann ich so nicht stehen lassen. Mach da mal ein Video drüber. In dem ich mich sehr aufgeregt habe. Und auf einmal war ich dann mit Rockstar und Konsorten in einem Discord und dann war es um mich geschehen. Ja, da war vorbei, ne? Ja, oh. Mädel. Aber Arni, ja? Wie bist denn du überhaupt ins Game gekommen? Das will doch keiner wissen. Und die Schleimscheiße wieder. Das will doch wirklich niemand wissen. Nein, ich bin auch seit 2015 ungefähr im Game. Und irgendwann, letztes Jahr, mal ein Video hochgeladen. Also aus Friesen-Hater war mein erster Kommentator. Ah, halt's Maul. Da schämt er sich heute noch für. Größter Fehler meines Lebens. Da schämt er sich heute noch für. Und da habe ich mich gefreut und habe weitergemacht. Und irgendwann... Tut mir leid, dass ich das, obwohl ich zu laut losgelassen habe. Ey, das, hätte ich das gewusst. Ja, Leute, eigentlich ist ja aus Friesen-Hater schuld, dass ich hier bin. Danke dafür, aus Friesen-Hater. Ja, das hast du jetzt leid davon. Ich habe ja so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, über die wir reden wollen. Ja. Das erste wäre, oder mir wurden auch viele Stichpunkte geschickt, ne, unter den Kommentaren, oder in den Kommentaren. Ja, kommt, hallo Rainer. Ja. Dasselbe ausdenken ist nicht mein Ding. Ja, das ist so ein Ding wie, ich wollte eigentlich aufhören, aber so viele Leute haben mir geschrieben, sie ziehen durch meine Videos Stärke und Kraft, dann muss ich weitermachen, gell? Ich habe eigentlich keine Stichpunkte aufgeschrieben, aber eigentlich haben ja ganz viele Leute zugeschrieben, dass die Stichpunkte, ist schon klar. Die Leute haben die Stichpunkte wirklich selber ausgesucht. Ja. Und mit die Leute meinst du dich? Nee. Was für Stichpunkte? Nee, Stichpunkte. Zum Abstechen. Punkt abgestochen. Fokuspunkte sozusagen. Merkst du gerade, wie wir gleichzeitig denselben Joke gerade gebracht haben? So, der erste Punkt wäre, ja, ich weiß, aber ich wollte es jetzt. Das war irgendwie erschreckend gerade. Der erste Punkt wäre der Lat und seine Tiere. Was hat euch an den ganzen Stories von seinen Tieren am meisten matt gemacht? Welche Aussagen, welche Aktionen, welche Handlungen? Oder will jemand erklären, was mit seinen Tieren. Also seine Tiere sind alle über den Jordan gegangen, sagen wir es so. Kläglich verendet. Ja, so kann man es besser beschreiben, ja. Ja, um es jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen, wir haben ja in der Laufbahn von Rainers Internetpräsenz schon mehrere Tiere gesehen. Das bekannteste ist wohl Pferd Blue gewesen, ein Pferd, was sich angeblich Rita angeschafft hat, also vermutlich Rita angeschafft hat und was dann, nachdem es Rainer halt kläglich verenden hat lassen, währenddessen noch von Frau Popp gefüttert wurde. Auch eine ansässige alte Dame beim ASB, mit der Rainer immer zum Rewe gefahren ist, wo er kein Auto hatte. Und, von Frau Popp und Hatern gefüttert wurde. Hater haben auch viel Karotten vorbeigebracht und so. Ja. Und das Problem bei Pferd Blue war halt einerseits, Pferde sind halt Herdentiere und Pferd Blue war halt sehr alt und sehr einsam, gell? Daran ist halt verendet. Die nächsten, die es halt gäbe, wären halt dann die Hamster. Da könnten dann die anderen drüber sagen. Und dann gibt es auch noch diverse Katzen, die auch noch am ASB gewandert sind oder halt rumkreuchen und fleuchen, die dann, wo man dann auch bekannt wurde, dass ja der Kumpel von Imp eine mitgenommen hat, weil die halt super kränklich aussah. Und wenn man halt jetzt weiter das ganze Tierding halt noch spinnen, eigentlich ist die Schanze voller Tiere, also voller kleiner Krabbelfiecher, Ungeziefer, Mäuse. Ungeziefer, ja. Ja, so ein Ding halt. Und Rainer ist natürlich auch noch drin, gell? Also, oder war halt drin. Der Oger. Ja. Das Ogertier. Und also, um es jetzt abzuschließen, ich bin ja auch ein Tierfreund und das macht mich halt richtig mit. Wenn ich Rainer sehe, der Tiere verenden lässt, da geht mir auch richtig die Pumpe, sag ich dir. Ist er wirklich. Kommt der Max, der Hund? Wer? Ja, der ist immer weggenommen worden vom Tierschutz. Ja. Der hatte Glück. Ja, das war ja der noch zu Rudis Zeit, glaube ich, noch existiert hat. Der wurde ja entfernt, sag ich mal, von der Schanze,
weil, oder im Auftrag der Pflegerin der Oma, glaube ich, ne? Die hat den noch gefüttert. Mhm. Obwohl Rainer zu Hause war, der ist nachher aber nach Hause gekommen, hat sich umgezogen und ist dann Party hart machen gefahren. Also in seinem kleinen Kopf. Ja, und der Hund war die ganze Zeit 24/7 im Zwinger. Der Zwinger wurde nicht sauber gemacht. Der Hund wurde nicht gefüttert. Er wurde dann von der Pflegerin, die, ja, die Pflegerin, die die Oma gepflegt hat, die hat dem Hund halt wirklich Futter da in den Zwinger gelegt. Und ich glaube, die hat auch veranlasst, dass eben weggenommen wird, ne? Ja, man muss aber auch sagen, Rainer hatte wirklich keine Zeit. Weil er musste nämlich zu dem Zeitpunkt, das ist ja kurz nachdem der Vater gestorben ist, musste er jetzt erstmal die Sparbücher veruntreuen. Das musste natürlich das Geld raus. Also das wäre blöd, wenn das daheim rumliegen würde und irgendwann würde draufkommen, dass das gibt. Nee, das wäre schlecht, ne? Ja, dann musst du raus. Raus mit den Kohlen. Welche haben dich am meisten mitgemacht, Troll? Ich weiß nicht, am meisten mit. Also die Aussage, eine der bekanntesten Aussagen von ihm, was Tiere betrifft, ist, dass sein Hamster nur Winterschlaf hält. Das ist einfach, ja, man kann es nicht besser sagen als utopisch. Auch wenn es eine unpopuläre Meinung ist im Game, dass mit dem Pferd, auch wenn er sich nicht gekümmert hat, also man muss ja erstmal sagen, Rainer hat ja dieses Pferd instrumentalisiert, um damit Wurstfach zu ködern. Genau. Hier mein Pferd, der Blue und so, ne? Und immer wenn er darauf angesprochen wurde, hat er dann immer gesagt, das ist nicht mein Pferd und so. Weil als er gemerkt hat, okay, ich kann damit keine Frauen ködern, war das ratzfatz beendet das Thema für ihn, ne? Was ja an sich schon mal wieder eine ganz klassische Aktion vom Lat ist. Ja. Ja, zu der unpopulären Meinung noch. Ich habe mal mit einer Freundin gesprochen, die ist Reittherapeutin, und habe sie mal zu ihrer Meinung zu diesem Pferd befragt, wie das so für sie aussieht. Und sie sagte, das kann durchaus mit dem Alter einfach kommen, so dass es sieht dann so abgemagert aus, so, aber sie meint, das ist keine ungewöhnliche Erscheinung. War also, wirklich alt. Also, genau. Das ist wirklich Tatsache. Fat Blue war wirklich alt. Und die magern dann wirklich, die sehen dann wirklich so aus. Das stimmt schon. Genau. Aber gekümmert hat er sich definitiv auf jeden Fall nicht. So, kein Fall. Das war dann Frau Pop. Genau. Die Aussage dazu, hat er sein Futter auf der Weide. Ja, das war ja so ein bisschen Gras fressen, ne? Und da hat man ja gesehen, wie kärglich das ausgeschaut hat. Er kann Gras fressen, das Futter ist auf der Weide, genau. Das war die Aussage von Rainer dahinter. Der aus Friesen hätte gerne was zu den Hamstern gesagt. Also zu den Hamstern und zu den Kaninchen, hätte ich fast gesagt, zu den Katzen. Ja. Denn das sind so die beiden Themen, wo man zu 100% auch außerhalb von Aussagen von Rainer was zu sagen kann. Und zwar einmal zu den Hamstern, da habe ich mich mal befasst mit. Die Hamster, die Rainer gehalten hat, zudem muss man sagen, Rainer hat sich an die Mindestgröße eines Käfigs gehalten. Na, das sei ihm schon mal zugute gehalten. Wahrscheinlich versehentlich. Der hat halt in einem Zoohandel gefragt, was soll ich denn für einen Käfighamster holen? Hamsterkäfig holen? Käfighamster, ja. und die hat ihm dann gesagt, ja, Mindestgrundfläche ist das und das, der Käfig hat das, aber die Käfige waren halt komplett scheiße, weil die Hamster können nicht darin buddeln. Und buddeln ist so eins der wichtigsten Dinge für Hamster. Auch für irgendwas? Nix. Und ja, es war halt rundum nicht hamstergerecht gestaltet. Du hattest da wieder Plastikscheiß drin, du hattest irgendwelche viel zu kleinen Laufräder drin, die zu Rückenschäden führen und so der ganze Bums. Da könnt ihr manchmal in einem Hamsterforum reinlesen. Das ist eine Arbeit von 10 Minuten, die man hat, damit man Hamster ordentlich halten kann. Seht euch da mal an, was so ein Beispielkäfig für ein Hamster wäre, und Rainers Hamsterkäfig wirklich das Gegenteil davon. So. Ich habe das und mal versucht, ich habe extra eingegeben, X-Hamster, aber Junge, da wurde ich ja überrascht. Ja, die Käfige, die man da sieht, die sind auch einer anderen Natur, da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Ja. und bei den Katzen, da erinnere ich mich immer sehr gerne zurück an damals, wo ich auf dem Discord war. Grüße reden raus an Schrabber und Demon und auch Grüße an Gubi. Wo wir dann auch das Thema Katzen hatten, denn damals war ganz aktuell Rainers Grillstreams, wo er auch eine kleine Katze auf dem Hof hatte. Oh ja. Yeah. Und dieser Katze hat er ein Stück mariniertes Schweinefleisch entgegengehalten, was nicht ganz durchgegart war. Und jeder
sollte eigentlich wissen, rohes Schweinefleisch, genauso wie rohes Geflügelfleisch, sind Parasiten sein Vater und können auch gefährliche Hirnerkrankungen bei Katzen hervorrufen. Und das haben wir Rainer gesagt. Auf neutraler Ebene. Alles nett. Wir haben es wirklich gut gemeint. Ne? Nicht vorwurfsvoll und sowas. Und Rainer eskaliert, wie wir es denn wagen können, ihm irgendwelche Tipps, was Katzen angeht, zu geben. Dass er schon, seitdem er klein ist, Katzen hält und so eine Scheiße. Und ihm das egal ist, was wir sagen, er wird der Katze hundertprozentig weiterhin genau so einen Kram zu essen geben. Und da saßen wir dann nur und dachten uns, ja, dir sollte wirklich jedes Tier entzogen werden. Ja, nur viel zu Rainer und Tierschutz. Ja, das hat mich auch wirklich hart Matt gemacht. Dieses, hör mal hier, Rainer, ich sag dir was. Und Rainer macht mit Absicht das Gegenteil. Nur weil er sich nichts sagen lässt, muss halt das Tier darunter leiden. Ja. Nur damit er dann, nö, ich bin jetzt hier, ich Arme verschränken, auf dem Boden auftreten. Nö, ich mach das so, wie ich das will. Ich hab schon mit 4 mit meinem Vater im Wald Katzen gehabt. Ja, unfassbar. Ey, unfassbar. Aber wirklich ein Ekel. Kannst du nicht anders sagen. Meine Meinung. Jeder von den Menschen, die nach der Gerichtsverhandlung Rainer verurteilt, Rainer für so einen armen Menschen gehalten haben, die sollten sich einfach mal solche Aussagen zu Gemüte führen und dann, ja. Wer dann noch denkt, Rainer ist ein guter Mensch, der, bei dem ist Hoffnung mal verloren. Stimmt. Nee, also Rainer und Tiere ist halt wirklich so ein Ding. Ah, oh, nee. Ganz im Ernst, das macht er, glaube ich, auch zu matt. Vielleicht sollten wir, hätten wir das ans Ende des Podcasts verlegen sollen. Das macht auch wirklich sauer, ne? Also, nee, dass er mit Absicht halt wirklich Lebewesen quält. Anders kann man es ja nicht sagen. Ja. Ich würde sagen, schließen wir das lieber schnell ab, dieses Thema, und widmen uns den nächsten, ja, bevor ich noch eine Wutlatte kriege und dann was sage, was mir nicht leid tun würde, aber die dann vielleicht nicht veröffentlicht werden darf. Weiter geht's dann auf Arnie Decker 2. Dann nächstes wäre der Lat und seine Autos. Er hat ja im Laufe der Zeit verschiedene Autos gehabt. Ich habe auch mal nachgerechnet. Ich habe Rainers Aussagen ja mal, also mein Bruder hat das gemacht, auf seinem Kanal. Rainer müsste, glaube ich, jetzt seit 22 Jahren den Führerschein haben. So wie Rainer erzählt hat, er hatte mal einen Ford Fiesta für 6 Jahre, dann hat er Ford Mondeo gehabt für 9 Jahre, dann hatte er noch einen Ford Mondeo für 6 Jahre und so weiter. Also er müsste irgendwie seit 22 Jahren müsste er den Führerschein haben, knapp. Ja, das kann ich dir leicht erklären, wie er auf die Jahre kommt. Also erstens mal, zählen ist überhaupt sein Ding. Und zweitens, er hat diesen Mondeo ja auch vielleicht 9 Jahre gehabt. Er hat nur davon nicht fahren können. Gefahren, hat er gesagt. Er hat den gefahren immer. Ach so. Er hat immer gesagt, ich habe die Autos so lange gefahren. Ja, wissen tun wir halt von 2 Mondeos, oder? Einmal schwarz, einmal so grün und... Ja, und da gab es natürlich den Rudi A4. Den silbernen und den Rudi, genau, jetzt den Ford Raptor, Ranger. Genau, nee, silbernen, genau. Ja, Ding. Und jetzt den letzten, ja. Sein erstes war ja... auch nicht hat. Sein erstes war ein Ford Fiesta. Ja, das letzte Auto jetzt hat ja auch... Ich glaube, der hat am kürzesten gehalten, jetzt von allen, glaube ich. Ja, ich muss dir vorstellen, das war ja fast ein Neuwagen, ne? Mein Jahreswagen. Gut, wir wissen jetzt hier nicht genau, wurde der Wagen vom Hotelbesitzer entfernt, weil sie Rainer vielleicht in Abwesenheit rausgeworfen haben. Und Rainer war irgendwo mit dem Mietwagen unterwegs. Mein lieber Arnold Decker, es wäre ganz schön für die Leute zu erklären, die diesen Podcast vielleicht später hören, was überhaupt aktuelle Situation ist. Aktuelle Situation ist, der Ranger wurde mit einem Abschleppwagen, oder was ist Abschleppwagen? Ja, doch, mit einem Abschleppwagen, LKW, abgeschleppt. Wurde auf den LKW gehoben und oder auf den LKW gezogen und mitgenommen. Da muss der man Ranger, auch zu sagen, der sah schon recht malträtiert aus. Das kannst du dir, das war, Rainer hat ja gesagt, das war eine Wertanlage, ne? Über 40.000 Euro. Davon abgesehen, dass wenn man jetzt, ja, du musst halt so denken, ein Auto, sobald es die Straße berührt, ist erstmal nur mal die Hälfte wert. So, das ja, ist, schon mal, ist sofort, ist, 20% des Geldes ist weg. Sofort. Ja. Hat noch einen neuen Vorbesitzer, wieder Geld weg. Er wird weitergefahren. So, und dann kommt natürlich dieses Jahr, glaube ich, auch noch der Ford Ranger
das neue Modell raus für das Jahr 2022. Das heißt, das alte Modell wird nochmal im Wert verfallen. Und ja, es sind auch diverse Macken, Kratzer, Dellen bereits in den Ranger gefahren. Natürlich. Er hat ja, ne, also für die, die es ja nicht wissen, in den letzten Wochen, also die, die es halt später hören, in den letzten Wochen gab es ja ziemlich viel Turn-up, was Rainers Auto anging. Davon abgesehen, dass er schon noch, als er bei der Schanze noch gewohnt hat, oder in der Schanze gewohnt hat, hat er ja auch über eine Wiese darüber gebrettert und hat irgendwelche Leute umfahren wollen. Und dann gab es die eine Situation, wo er an die Parkbank da rangefahren ist, oder auch jemanden erschrecken wollte wahrscheinlich. Dann diverse Parkschäden und jetzt ganz aktuell, ihm fehlt die Rückspiegelabdeckung vorne, fehlt ihm. Die Seitenspiegelabdeckung auf der Fahrerseite. Die Seitenspiegelabdeckung. Und hinten links der Kotflügel. Ja, und wahrscheinlich sind seine Parksensoren auch im Arsch. Das vorne links der Kotflügel, hinten der Parksensor, auf der Fahrerseite ist auf jeden Fall hinüber. Da ist genau da ist ja die Delle in der Stoßstange. Was ist noch alles kaputt? Ja, die Kratzer, die er in seinem ersten Hotelbesuch reingefahren hat, in der Tiefgarage. Ja, der Wagen ist nach ein paar Monaten reiner, ist der Wagen fertig. Wir haben uns jetzt nur mal aufs Äußere beschränkt. So, drin wird es ja nicht besser ausschauen. Ihr müsst es ja so vorstellen. Rainer hat ja da 2 Wochen drin gelebt. Ja, das ist halt auch so dieses Ding. Rainer wäscht sich nicht, das wissen wir auch. Da kommen wir später noch zu. Und da liegen auch Dosen drin, da liegt Dreck drin bis zum geht nicht mehr. Die Sitze werden halt richtig voll geschwitzt, voll gepinkelt oder keine Ahnung, wird halt stinken wie Sau da drin. Ja? Rainers Gewicht drückt auch auf die Federung von den Dingern drauf, das kann ich auch nochmal ausleiern. Kommt noch angeblich dazu, genau. Fährt er ja auch die ganze Zeit auf der Autobahn mit Allradantrieb, das scheint ja auch nicht ganz so gut fürs Auto zu sein, angeblich. Nee, das ist überhaupt nicht gut fürs Auto. Also, doch, Allrad darfst du schon nur im Gelände fahren, glaube ich. Also, oder solltest du, glaube ich, nur im Gelände fahren. Aber gerade im Gelände, was glaubst du, wie es da durchbeutelt? Das ist halb so wild, wenn man geradeaus fährt mit Allrad. Das Problem ist ja, dieses Wummern kommt ja, weil schon irgendwas unrund ist. Das heißt, er hat vorher schon irgendwo ein bisschen einen Blödsinn gemacht mit dem Auto, was wahrscheinlich nicht hätte sollen. Da hat er mal ein bisschen was ausprobiert, was nicht so gut war für das Auto. Und dann halt Allrad fahren ist natürlich schlecht, ja. Rainer denkt ja auch, das Ding ist ein Monster-Truck. Es ist ein Mudracer, ein Monster-Truck, ein Geländefahrzeug. Es ist auch größer als er, weil er ist ja 1,96 und das ist gefühlt 2 Meter groß, das Auto. Ja, hat er ja gesagt, 2,10 Meter, 2,20 Meter ist der hoch. Ja, ein richtiges Monster ist es. Ich sage euch, das habe ich ja schon öfter gesagt, ne? Ich bin genau 2 Meter groß. Das ist bei mir ganz praktisch. Und ich stand letztens neben einem Ford Ranger und der geht mir, was weiß ich, bis zum Kinn oder so? Bis zum Mund? Also Rainer ist 1,86. Vielleicht bist du 2,20. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich gehe aber eher davon aus, dass Rainer die 1,86 von seinem Perso ist. Ich glaube, du musst dann ja um die 2,40 sein, ne? Wenn der Ranger 2,20 hoch ist. Es war ja auch sehr schön, muss man dazu sagen, in dieser Anfangsphase, wo es im Raum stand, dass Rainer diesen Ranger kauft, gab es ja auch Leute im Stream, die ihn gesagt haben, er hat ja auch gesagt, ey, der ist größer als ich, das ist ein richtiges Monster. Und da hat es wirklich Leute gegeben, erstmal die geistig verwirrten Seelen, die ihm tatsächlich in seinen Stream-Chat reinschreiben, gell, macht das nicht, Leute, wir wissen es. Die haben ihn ja auch mit der Anleitung oder halt mit dem Spezifikation des Wagens konfrontiert. Da kam irgendeine Kommazahl vor, ich glaube 1,74 oder sowas, irgendwie sowas. Ja. Und Rainer hat gesagt, nee, das gibt's nicht. Die müssen immer gerade aufgerundet werden, die Zahlen. Ja. Aha, ist okay, Autos Rainer, sind ist immer okay. 1,60, 1,70, ja. 2 Meter. Autos sind immer nur gerade Zahlen hoch, genau. Ja, es gibt keine, davon abgesehen, dass 70 auch keine gerade, ist ja wurscht, gell? Aber so, es ist ja das Ding, Rainer Auto ist Monster, ist riesig. Und das, was mich halt so aufregt, das sind 2 Sachen. Erstmal, wie können es die Leute nur wagen, dass man mich die ganze Zeit sucht? Ich bin doch super unauffällig, gell? Und dann hat man ein Auto, was erstmal nicht so typisch ist. Das ist jetzt nicht so ein Ford Fiesta, wie er damals hatte. So. Das ist ein Ford Raptor in Performance Blue. Das ist schon mal Ranger. Eine seltene Farbe. Ford Ranger in Performance Blue. Das ist schon mal eine seltene Farbe. Und auch vor Gericht wurde gesagt, es ist Babyblau. Babyblau, ja. Grüße gehen raus an die Staatsanwälte an dieser Stelle. Ganz genügend. Und, dann kommt ja auch noch, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Das ist ja toll. Ja, typisch du. Jetzt habt ihr mich schon wieder rausgebracht. Ah, ja, muss ich was anderes weitermachen, hilft nichts. Was war euer Lieblingsauto? Ist es gleich ein, also vorher fand ich den Mondeo, ne, wie er den geschrubbt hat, wie er den hingerichtet hat.
Dann, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass der Rudi A4 so lange hält, weil er ja schon gesagt hat, der hat... Das war mein Liebling, vorwiegend, weil er nicht mehr so schön hochtourig gefahren ist. Ja. Und immer schön die Kupplung schleifen hat lassen, immer, bei jeder Gelegenheit. Das habe ich richtig gut gefunden. Der Rudi A4 war schon nice. Das macht mir ein bisschen sad beim Ranger, weil der ist ja natürlich Automatik und man kann ihn nicht hinmachen, so, aber beim A4 ist das richtig geil gelaufen. Richtig geil. Ich finde den A4 auch am ikonischsten irgendwie. Das ist das Auto, was Rainer hatte, währenddessen er halt bekannter geworden ist. Mhm. Und es gibt so viele schöne Szenen, wie Rainer unter dieser Scheißkarre liegt, um das Ding irgendwie wieder flott zu kriegen. Stimmt, Dann haben wir so mächtige Tage gehabt, wo Rainer einfach Ersatzteile auf seine Amazon-Wunschliste damals auch geschmissen hat. Und ich glaube auch, die Karre hat ihn irgendwann richtig aufgeregt, dass er es einfach nicht mehr gerichtet gekriegt hat. Es ist ja auch so, der rasende Rudi ist ja auch das einzige Auto, was von Rainer einen Song spendiert bekommen hat. Stimmt auch. Und ihr müsst euch auch überlegen, dass eigentlich das Ding, also der Rudi A4, den Untergang der Schanze eingeläutet hat. Das war ja das Erste, was vom Grundstück runter ist. Das war der erste Stein, der ins Rollen kam. War der Rudi A4 das Erste, das runter musste? Ich meine, das ist das Erste, was gekommen ist, dass sie die Autos aus der Garage rausgeholt haben und dann kam erst die Aufräumcrew, die dann angefangen hat, den ganzen Schrupp reinzubringen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weiß ich nicht. Ja, der Rudi A4 war halt schon wirklich der rasende Rudi, weil er jedes Mal den Motor hochgerissen hat, wie so ein Volldepp. Was er beim Ranger jetzt auch machen würde, aber der Ranger hat halt nicht genug Beschleunigung dafür. Er ist auch ein Automatiker. Ist ein Automatiker. Mhm. Er hat versucht, aber die Kavalierstart hinzulegen und so weiter. Es war utopisch. Auch wie er da auf dem Rewe-Parkplatz hin und her gemeddelt ist. Das hat er mit dem Mondeo auch schon versucht. Hat aber nicht so gut funktioniert. Das ging mit dem Audi besser, der hatte mehr Horsepower. Und selbst dafür war er meist zu dumm. Fand ich auch. Also ich muss sagen, der Rudi A4, aber der Ranger ist halt, der zieht die Sachen einfach schneller durch. Ne? Der Ranger zieht die Sachen schneller durch. Man erinnere sich an dieses Meme oder an dieses GIF, wie jemand ein Ei auf den Ranger geschmissen hat. Wo Rainer mit großem Mund, mit großem offenen Mund auf jemanden zukommt, da siehst du das Ei auf den Ranger fliegen und kleiner Mund. Weg ist der Mund. Ja, weg war der Mund. War der Mund einfach weg. Also der Ranger hat schon viele Sachen sehr schnell durchgezogen. Ja, ich glaube, er ist auf gutem Weg, den rasenden Rudi zu überholen. Meiner Meinung nach. Ja, was halt eine schöne Erwähnung wäre noch, weil es immer heißt, 2% seines Lebens, wie er wirklich mal einen Unfall baut hat, das hat sofort ein Bild gegeben, ich glaube 3 Minuten später. Stimmt, oh, das war Bild, auch herrlich. Wo er die Hände über den Kopf zusammenschlägt, wo er im BMW reingefahren ist. In Nürnberg, ja, wo er hinten drauf gefahren ist. Das war auch so schön, wo er dann im Stream behauptet, ja, auf welcher Unfall? Bilder. Welcher Unfall? Tut der viele Bilder? Ja, Ahnung, welcher Unfall denn? Weiß gar nicht, welchen Unfall ihr meint. Alles die bösen Haters. Ja, wie er da ahnungslos getan hat, war auch utopisch, ne? Es gibt die Bilder, jeder hat diese Bilder und er sagt, nee, das ist nie passiert. Kannst du dir halt auch nicht ausdenken. Und dann am Ende sagt er, nee, ich habe nie gesagt, dass es nicht passiert ist, ich habe nur gefragt, welcher Unfall. Ist halt. Er hatte schon 5 an dem Tag. Also welchen? Nee, das ist wirklich. Und dann, was schon gesagt wurde, diese Amazon-Wunschliste. Was Rainer da alles drauf hatte. Dass Rainer meint. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Oder wir können ja fließend in dieses Thema übergehen. Wenn wir den Troll noch gefragt haben, was war denn sein Lieblingsauto? Ja, ich hab da gar keinen Mist. Ich finde das gerade absolut spannend mit dem Ranger. Ich finde das einfach, das ist das Dümmste, was man hätte tun können in seiner Situation, sich so eine Karre anzuschaffen. Erstens vom Kaufpreis her und von der Auffälligkeit her. Es ist einfach, aber das ist auch wieder ganz klassisch. Der Verbrauch, alles ist jetzt komplett bescheuert. Aber klar, warum nicht in scheiß Blau einen fetten Ranger anstatt einen unauffälligen VW in Weiß oder so, ne? Und man darf nicht vergessen, er hat die Schanze gegen dieses Auto im Endeffekt, also Schanze mit Grundstück, mit allen Gebäuden drauf, im Endeffekt gegen dieses Auto getauscht, ne? Ja, genau. Und die Kohle hätte er weitaus besser investieren können, gerade in seiner jetzigen Situation. Ja. Ich hätte noch besser als einen Ford Ranger im Babyblau hätte ich es gefunden, wenn er seinen Traum verwirklicht hätte und sich einen Dodge Grover gekauft hätte. Das wär super gewesen. Ne? Und am besten kommt er da nicht mehr rein. Die Dodge Cobra ist halt auch unglaublich dumm. Ja. Kannst du dir nicht ausdenken. Also, ich habe noch keine gesehen. Ja, ich wüsste nicht mal, wie sie aussieht. Ich wüsste selber nicht. Es gibt keine Dodge Cobra.
Es gibt einfach keine Dodge Cobra. Aber ich kenne mich zu wenig mit Autos aus. Ist halt, du kannst ja mal googeln. Ich kenne Dodge Ram, den kenne ich. Das ist bekannt, das Dodge Auto, den kenne ich vom Namen. Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Der Ram ist ja auch so dieser Pickup. Ah, ja, das sind dann die richtigen Monster, ne? Es gibt eine Dodge Viper, ja. Dodge Viper gibt's genau, aber keine Dodge Cobra. Shelby Cobra gibt's. Ja. Yeah. Ja, verstehe. Alles klar. Ne? Rainer halt. Und Rainer gestern in seinem Marvel-Video auch Thor The Dark Knight. War auch so ein. Bei Film kriegt er mich ja auch. Ich habe das Marvel-Video extra noch nicht gesehen, weil ich dazu was sagen kann, nämlich. Aber ich habe schon dir, ich habe dir gesehen, dass du ein Video darüber gemacht hast. Ich will es mir extra noch aufsprechen. Ich möchte das genießen. Es gibt unglaublich gute Sachen da drin. Schön. Also, wie er die Szene beschreibt, wo Quicksilver die Leute rettet. Ja. Yeah. Also, es ist herrlich. Da kommt der Typ, der so super schnell ist, und rennt in die Dingen. Und nimmt die alle mit Dingen und geht in die Dingen. Ohne Spaß, also, das war sein Satz. Kannst du dir nicht ausdenken. Manche wissen es ja, aber Troll und ich, also, Entschuldigung, ich und Troll, gell, wir sind ja ein bisschen filmaffin, gell. Aber ich glaube, da hätten wir Spaß bei so einem Video. Das stimmt. Ja. Hat mir auch viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, für Marvel-Filme muss man nicht filmaffin sein. Nee, stimmt. Ja, stimmt. Trotzdem, aber du bist, egal, wenn du schon diese Szene beschreiben kannst, bist du, glaube ich, schon filmaffiner als Rainer. Das stimmt allerdings. Ja. Er wusste nicht, dass er Quicksilver heißt. Also das ist, er wusste wirklich nicht, dass er Quicksilver heißt. Ist aber der große Marvel-Fan. Nicht Fast Gold? Fast Gold. Fast, super fast. Fast, super fast. Unglaublich fast Gold. Richtiges Monster. Richtiges Monster, ey. Nee, also, du wolltest gerade was sagen, ja. Wenn wir die so drüber gefahren sind. Welchen Anblick ich super schön gefunden hätte, welches Auto auch wirklich gut zu Rainer gepasst hätte. Was denn? Rainer in einem verdammten Multipler. Jo. Junge. Der ist genauso hässlich. Und den dann auch in Performance Blue. Das fände ich richtig geil. Ja. Nee, dass er sich nicht einfach wirklich. Ein Golf 5 für schmales Geld oder so. Ja, fertig. Weißt du, fertig. Er hätte sich wieder ein Ford Mondeo kaufen können. Einen gebrauchten. Ja, von mir aus auch das. Einfach irgendwas Günstiges so. Du hättest halt 1000 Sachen machen können mit dem Geld und hättest besser anlegen können. Aus ein Auto zu kaufen. Ja, ein Auto braucht er ja schon. Er braucht ja was zum drinnen wohnen. Aber, aber wie gesagt, so ein Golf 5, da hat er auch jeden Furz und Feuerstein drin an Luxus, sag ich mal. Ja, du hast eine Sitzheizung, wenn du diese Ausstattung hast und so weiter. Und den kriegst du halt für schmales Geld schon. Also den. Da kriegst du wirklich ein gutes Auto für schmales Geld. Aber es musste der Ranger sein. Wie man auch draufkommt, den als Neuwagen auch zu kaufen, ist ja auch so dumm. Es war ja kein Neuwagen, es war ein Jahreswagen. Ja, oder ein Jahreswagen. Aber ich finde, ne, ich finde dieses, ich muss ja drin leben, ist so ein dummer Vorwand, der wollte einfach einen fucking Ranger haben, der wollte einen Pickup haben. Wenn es nach Leben geht, hätte sich Bulli kaufen sollen. Können und dir ein Bulli, ein gebrauchter Sprinter, wobei Sprinter sind auch arschteuer, aber du kriegst so viele bessere Autos fürs drin Leben als einen verdammten Ford Pickup. So ist es. Du hast halt die meiste Fläche dieses Autos, also das meiste Volumen dieses Autos ist halt diese Ladefläche, die ja hier in Deutschland im Endeffekt nicht nutzbar ist, für keinen. Ja, du kannst da, ey, warum brauche ich eine Ladefläche? Für was denn? Für was braucht Rainer eine Ladefläche? Ja, ein großer Kofferraum tut's da auch. Einfach eine Ladefläche, die komplett sinnfrei ist. Aber dass das dumm ist, da müssen wir, glaube ich, nicht mehr drüber unterhalten. Nee. Das weiß eh jeder. Es musste halt der Ranger sein. Aber Arni, du wolltest doch einen fließenden Übergang ins nächste Thema planen. Fließenden Übergang, genau, wollte ich dem rasenden Rudi. Und zwar, wie viele Sachen er auf seiner Bettliste hatte, auf der Amazon-Wishliste. Ja. Weil er ja den rasenden Rudi wieder in Form bringen wollte. Ja. Und da kommen wir auf eine von Rainers vielen Behauptungen. Seine unglaublichen Fähigkeiten im Autoschrauben. Er kann hat ja unglaubliche Fähigkeiten in allem. Das hast du ja vergessen jetzt zu sagen. Er kann ja mit verbundenen Augen einen V6 und einen V8 auseinandernehmen und wieder zusammenschrauben. Mit verbundenen Augen. V6, V8, V12, oder? Karl, alles. Mach einfach so. Alles. Es gibt ja ein Dokumentarlied darüber, das könnten wir eigentlich googeln, aber wollen wir nicht. Das ist mir jetzt zu voll. Also, ich sage es ja so, wie es ist, ne? Ich habe ja
wirklich keinen hohen IQ in Automobilen. Aber was selbst ich weiß, ist, du lässt deine verdammten Griffeln von deinen Bremsen. Ja, wenn man das nicht kann, dann ja. Wenn du kein Profi bist, lässt du die verdammten Griffel von den Bremsen, weil die Bremsen sind das, was dich und von der Leitplanke trennt. Jo. Wenn du als Privatschrauber da rangehst, bist du dumm in meinen Augen. Na ja, gut, ich sag so, Bremspläge wechseln ist jetzt nicht das große Ding. Aber Rainer wollte jetzt zum Beispiel auch andere Schläuche ranbauen. Genau, das ist so ein Ding. Du musst halt die Bremse entlüften und so weiter. Dann wollte er auch die Stoßdämpfer wechseln. Du kannst die Stoßdämpfer nicht einfach wechseln. Das geht nicht. Du hast da Federn, da brauchst du ein spezielles Werkzeug für, damit diese Federspanner oder wie heißen die, keine Ahnung, der diese Federn zusammendrücken, damit sie dir nicht um die Ohren fliegen. Das wird irgendwann, wird das mal Rainer jemand erzählt haben, auch seine Fertigkeit, seine hohe IQ im Auto, ist auch, dass sein Ford Ranger ja 5500 Newtonmeter hat. Ja, ich habe das mal, ich glaube, es war sogar am Dirty Tuesday, mein Bruder war das, hat er ja mal eine Seite gezeigt von einem Leopard 2 Kampfpanzer, der 4500 Newtonmeter hat, bei voller Umdrehung. Aber der Ford Ranger ist Monster. Nee, der Ford Ranger hat 5000, er hat einfach 1000 mehr. Ja, Rainers Fertigkeiten im Schrauben, was die Leute da an Geld ausgegeben haben, ich möchte es nicht zusammenzählen, wenn ich ehrlich bin. Da werden garantiert einige Euronen Richtung Amazon geflossen sein. Für Öl, für Leuchten, für Leuchtmittel, für jeden Furz und Feuerstein. Ja, dann wollte er den Ölfilter wechseln. Erzählt dann, der Ölfilter von dem Auto muss alles halbe Jahr gewechselt werden. Da hast du dir auch nur gedacht, Junge, du hast überhaupt keine Ahnung. Aber wirklich überhaupt keine Ahnung. War das Öl? Ich dachte, das wäre Essig und Rotkohl gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengt, aber wir können ja doch generell mal über Rainers Battle-Liste reden. Klar, können wir auch. Können wir gleich mit reinschmeißen hier. Ja, eine Frage an euch. Was glaubt ihr, wie viele Unterputzdeckel wurden Rainer im Laufe dieser Zeit geschickt? Puh, schwer zu sagen. Ich meine, die Dinger wurden auf Amazon original teurer. Ich glaube, das Drachengame hat den Markt der Unterputzdecke auf Amazon hochgetrieben. Ihr müsst euch mal so. Jetzt stell dir mal vor, es gibt so Mafia-Kriege wegen Unterputzdeckel. So, weißt du, wenn dann geheim gespult. Ich meine, die sind von. Verknappung. Ja. Ich meine, die sind von 20 Cent das Stück oder 19 Cent auf 60 Cent oder so hochgegangen. Du musst dir überlegen, dass sie dreimal teurer wurden als normal. Ja. Es ist so wie die Prohibition damals, da hat es ja auch so Moonshine und sowas gegeben, die den ganzen Scheiß geschmuggelt haben. Jetzt sind es halt die Unterputzdeckel, sowas. Ja. So ein Ding ist das. Ja, nee, aber jetzt mal, um das Ganze mal anzureißen, Rainer hat ja schon seit ewigen Zeiten, hat er eine Battle-Liste gehabt und auch davor hat er sich schon Fanpakete und sowas zuschicken lassen. Und auf dem Scheiß, das war halt seine Einkaufsliste, seine Bestellliste, kann man ganz nüchtern so sagen. Das war so eine Einkaufsliste, ja, genau. Ja. Rainer hat jeden Scheiß drauf gebraucht. Man hat auch gemerkt, so, er ist einfach auf Amazon gegangen, hat irgendwas mit Dragon eingegeben, irgendwas mit Drache, Hauptsache irgendwas. Ich kann mich noch an dieses eine Besteckset oder dieses Tellerset erinnern, was so ähnlich aussah wie so Schuppen von einem Drachen oder sowas, was mega unpraktisch zum Essen ist, was mega unpraktisch zum Abwaschen ist. Aber Hauptsache Drache ist drauf. Und dann ja, diese Drachen-Shisha hat er noch unbedingt haben wollen. Ja, die Leute haben sie mir da auch gekauft. Das ist das Problem an dem Ganzen. Aber ich muss dazu sagen, da ist eine Sternstunde des Games für mich entstanden, und zwar, wo er seine scheiß Nebelschwimmmaschine bekommen hat. Da reibe ich mir heute noch die Nippel für. Wer auch immer ihm das gekauft hat, wenn du ein Hater warst, du bist ein verdammter Vollidiot, aber danke für die Nachricht, die du ihm geschickt hast. Ach, der möge der aus Friesen-Hater im Küstennebel. Ja, ich bin eskaliert, ich habe so gelacht, deswegen. Ja, das war schön, das war schön. Kann ich mir vorstellen, da ist er aus Riesenheder erstmal hinten rüber gekippt. Nee, aber auf dieser Wunschliste war ja nicht. Ich meine, viele Streamer haben ja so eine Wunschliste. Auf Twitch, auf YouTube und so weiter. Große Streamer auch. Wo halt. Ja, Kabel oder so gekauft werden können für den Stream. Aber Rainer hat ja einfach mal eine Familienpackung Chivapchichi draufgelegt. Oder seine Monster Energies. Hier diese ganzen Fertiggerichte. Ja, Sexspielzeug. Also wenn er sich wieder mal vegetarisch ernährt, nur 20 Würste gestern.
ja, es ist ja auch dieses Ding so, Rainer hat jeden Scheiß darauf gepackt, nicht mal was er für Videos war. Rainer ist ja der einzige Mensch, den ich kenne, der Sublisten bei Amazon angegeben hat, der mehrere Wunschlisten hat, in der Wunschliste zusammen, das brauche ich fürs Video, das sind meine Anime-Hentas, auf die mache ich dann hier Wixi Wixi am Abend, dann gibt's noch hier Zeug, was ich so für den Hof brauche, da hat er Stacheldraht mal drauf gehabt und irgendwie so anderen Scheiß, Schweißgerät, so viel Werkzeug, ja, alles so Zeugs. Ja, das ist das ganze Dewald-Werkzeug. Ja, meinst du nicht, dass er das verscheuert hat? Ja, ich denke auch. Dass er da vertickt. Ja, das Beste ist ja die Liste, die man erst bekommen hat, wenn man ihm schon monatlich richtig viel Geld bezahlt hat. Hm. Dann ist man in diese Elite-Liste reinkommen, wo man dann die richtig teuren Sachen schenken kommt. Man ist wirklich, man hat erst richtig mit dem 50-Euro-Rang, den man bei ihm kaufen konnte, glaube ich, ist man auf seine private Liste draufgekommen. Ne? Genau. Ja, und da war ja halt auch sehr viel Sexspielzeug drauf. Die auch instant geleakt wurde. Die wurde ja instant geleakt und sofort. Man hat sofort gesehen, was er sich für einen ekelhaften Scheiß da wieder bestellt. Und da war auch alles voll mit Sexspielzeug. Ja. Aber natürlich. Bei einem von den Artikeln hat man auch so richtig gesehen, dass Rainer irgendwo innen drin auch einfach nur noch ein Kind ist. Und zwar bei dem Hochdruckreiniger. Muss man überlegen, Rainer hat sich einen Hochdruckreiniger auf die Liste gesetzt. Er sieht, die kommt bald. Und was war? Er hat 2 Wochen lang nur den scheiß Hochdruckreiniger-Simulator gespielt. Ich glaube, es war andersrum. Also ich bin mir recht sicher sogar, dass es andersrum war. Rainer ist halt so ein Impulskäufer, ein Impulskind. So, das will ich, das habe ich jetzt gesehen, das will ich jetzt haben, und zwar sofort. Und Rainer hat halt dieses Hochdruckreiniger-Spiel gespielt und hat gesagt, oh, guck mal, wenn das im Spiel so einfach geht, das geht im Real Life auch so einfach, dann mache ich jetzt alles sauber. Ja, einfach so. In einer halben Stunde habe ich das ganze Grundstück sauber. Das geht ja im Spiel auch so. Stimmt, so rum war das. Ja, okay. Ich habe scheiße gelabert, ich habe Rainer aushängen lassen. Also. Und da ist Rainer jemand, der sagt, okay, das spiele ich jetzt gerade, jetzt will ich auch einen. Jetzt will ich sofort einen haben. Und da war ja wirklich in jedem Stream, wurde dieser Hochdruckreiniger erwähnt, ne? Ja, wenn der Hochdruckreiniger mal kommen würde, wenn ich den mal bekommen würde, wenn ich den mal kriegen würde, dann wäre ja auch alles schon sauber. So, Ende vom Lied, wie so ein Impulskäufer halt ist. Kennen wir bestimmt alle mal von uns. Ja, wir kaufen irgendwas aus Impuls, weil wir denken, oh, das können wir jetzt für immer gut gebrauchen. Und am Ende benutzt es 2 Mal und wirfst es in die Ecke. So, und genauso war es bei Rainer und seinem Kercher auch. Ja, der hat den Hof einmal gekerchert, hat seine Fassade zerstört mit dem Ding. Das war auch so schlimm, wo du das gesehen hast, dieses Bild. Du denkst ja, du kannst es dir nicht ausdenken. Hat den Putz darunter gekerchert und dann wirklich mit diesem kleinen Ministrahl, ne? Weil der Wasserdruck einfach, er musste den langen Schlauch nehmen, da war der Wasserdruck einfach nicht mehr stark genug. Da hat er wirklich stundenlang an dieser Wand gesessen. Ey, da muss ich doch sehen, in den ersten 2 Sekunden, wenn ich das Ding da dran halte, wenn ich schon so dumm bin und hau das Ding an Putz, dann sehe ich aber, das sieht jetzt aber doof aus. Das ist jetzt schlecht. Da höre ich lieber auf. Rainer denkt sich, aufdrehen, nochmal, weiter. Man muss ja auch dazu sagen, Rainer hat ja auch den Hochdruckreiniger als Multifunktionswerkzeug benutzt. Einmal für Putz wegmelden und dann auch noch für Hader im Sommer mit dem Strahler ansprühen, gell, mit dem Nebelstrahl. Richtig. Das war auch so ein Ding wieder. Ja, er hat auch damit Leute bespritzt und nass gemacht. Ja. Mit dem Hochdruckreiniger. Ich glaube aber auch, dass Rainer sich bei der Aktion mit seiner Wand gedacht hat, ja, dann verputze ich die halt neu. Ja, das hat Rainer... Das ist ja, glaube ich, generell so ein Ding bei Rainer, wenn er irgendwas sich denkt, ich muss jetzt was umbauen und dann sagt er, ja, ich habe jetzt angefangen, aber jetzt die Arbeit machen und das jetzt richten, da sehe ich mich jetzt nicht so drin. Das hast du schon gesehen bei diesem, er wollte in der Schanze ja einen Durchbruch machen. Er wollte da eine Tür reinhauen. Er wollte eine Tür einbauen. Rainer wollte eine Tür. Ja, ich wollte gerade sagen, wäre der erste und einzige Durchbruch gewesen, den Rainer je gehabt hätte. Der denkt einfach nicht für 2 Pfennig nach. Ne? Einfach, ja, ist es vielleicht eine tragende Wand? Ach, wird schon passen. Dann meddle ich jetzt ein Loch rein. Als wenn er da jemals einen Rahmen, eine Zarge oder so reingekommen hätte. Dann musst du ja auch so einen Sturz drüber machen. Wie heißt das nochmal, dass du das verstärkst über der Tür? Ich meine aber, die Stelle, wo er einen Durchbruch machen wollte, da war doch schon mal eine Tür und das wurde wieder zugemauert, oder nicht? Hat er da nicht mal irgendwie was zugesagt? Hat er was zugesagt? War ja Tapete, glaube ich, drüber, ne? Ich glaube, das konnte man nicht erkennen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bin mir da gar nicht mehr ganz sicher. Bin mir auch nicht sicher. Nee. Aber wenn Rainer das sagt, wird es ja stimmen wahrscheinlich. Lel. Ja, ganz sicher. Ja. Wenn Rainer mir was erzählt, stelle ich es nie in Frage. Eben, ja, genau. Rainers Aussagen an sich, also die Battle-Liste ist eine so eine Sache, das Schrauben halt,
wo wir auf die Battle-Liste von gekommen sind. Die Battle-Liste sowieso utopisch, ne? Also wirklich utopisch, was da alles drauf war. Yeah. Wahnsinn. Ja, alles. Gefrorene Erbsen. Junge, kannst du dir nicht ausdenken. Kannst du dir nicht ausdenken. Eine einzelne Dose Nüsschen. Darauf wurden dann ganz viele Dosen Nüsschen. Danke dafür, Sven. Das war auch großartig. Und dann alle gegessen. Ja. Das ist auch so ein Ding. Ich hab's verschenkt. Ja, wollte ich gerade sagen, jetzt, er verschenkt das Ganze ja. Die ganze Süßigkeit, die geschickt bekommt. Natürlich verschenkt, das ist ganz klar, Rainer. Deshalb siehst du auch so aus, wie du aussiehst, gell? Ja, er mag also auch keine Schokolade. Den Nüsschen, vielleicht hat er wirklich der Marion was geschickt gegeben. Das kann schon sein. Ja, da kannst du davon ausgehen, aber trotzdem, allein von meinem Bekanntenkreis hat er mindestens 30 Dosen bekommen. Ich würde gern wissen, wie viele Dosen der Typ gekriegt hat. Ja, der hat nochmal 30 von Sven bekommen, glaube ich. Ja, ich würde sagen, der Bekanntenkreis ist wohl nur Sven. Da hat er auch nochmal 30 Dosen davon bekommen. Und auch von den scheiß Rotkohl. Anstatt einfach die Klappe zu halten. Als Wurfmittel genommen, nichts mehr essen. Ja. Und das wäre wirklich ein gescheites Lebensmittel gewesen, das er hätte benutzen können, ne? Der halt, aber das war ja immer ein Weg. Ich glaube, das wurde dann wirklich immer von der Tafel abgeholt oder sowas. Nee, also Rotkohl stand noch bei ihm auf dem Mülleimer. Ja, stand genau. Noch Rotkohl. Dann hat er damit Hater beschmissen mit den Rotkohlgläsern. Ist und noch einmal hat gar nicht so lange her. Ich weiß nicht, ob er da wirklich Junge, die diesen Rotkohl dazu gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Weißt du noch, wo wir das Video gemacht haben, Fuddel? Ey, ja, das 4-Minuten-Video, also 45 Minuten gebraucht haben. Die Weihnachts... Ja, wir haben für 4 Minuten 45 Minuten gebraucht. Die Weihnachtsente war das, ne? Junge, wie gesagt, er hat eine Ente gemacht. Dieses Ding, das ist aus dem Reh, wie diese Tiefkühlente. Wie scheiße war das? Diese Ententeile, es waren ja nur so zwei halbe Enten oder gefittelte Ente. Was war diese Ententeile schon vorgebacken oder was das da ist? Stellt euch jetzt mal Weihnachten im Hause Winkler vor. Wenn Rainer jetzt nochmal, er hat eine Lebensgefährtin, sagen wir es einfach mal so, geben wir uns den Spaß. Und dann sagt Rainer, ach du, heute koche ich T-Shirt. Dann nimmt er sich so ein Handtuch, nimmt er sich wieder sein Handtuch, schmeißt das über die Schulter. Und dann das hat er ja auch dabei. Ja. Das Handtuch, das war so gut. Weißt du, jeder andere hätte ein Geschirrtuch genommen. Nein, in dem Badehandtuch. Okay, Rainer. Okay. Hat er mehr Fläche, so nach dem Motto. Das Handtuch. Apropos Lebensgefährtin. Glaubt ihr, da ist Schluss zwischen Rainer und Mona? Ja. Ich glaube schon. Und wenn ja, glaubt ihr, Rainer hat seinen Travel-Vlog absichtlich mit Mona noch mal hochgeladen? Ja, oder war klar. Das dann geplant? Das natürlich. Also, das natürlich. Nee, das war ganz das muss man ihm ja auch geben. Jetzt hat er ja mal, jetzt kann er mal ein Jahr lang lügen, dass er eine Alte hat. Ich habe ja das schon mal. Eine Freundin meinst du? Ja, ich habe dir schon mal ein paar Videos erzählt. Rainer ist jetzt in einer ziemlich geilen Position, weil Rainer kann jetzt so lange behaupten, ja, meine Freundin, und der wir haben ja den Beweis, dass es mal jemanden gab, und das kann jetzt behaupten, bis es ein Gegenstatement von Mona gibt. Der Satz war ja, am Anfang schon falsch. Rainer in einer geilen Position, schwierig. Ja, für aber ihn ist es eine geile Position jetzt, ne? Das ist das Ding. Aber du musst mir überlegen, ich weiß, wir reden hier über Rainer, aber Gesetz des Falles, dass das Schluss ist, dass Rainer dann noch mal ein Video hochlädt mit Monas Gesicht drin, obwohl er eigentlich alles der löschen sollte. Das wäre schon wieder ganz schön hart, selbst für Rainer Verhältnisse. Ist frech. Das ist Pech, der sie vorher dreimal zeigt selber, ist doch egal. Das ist schon gelaufen. Ja, ist halt super frech von ihm. Wenn das wirklich so ist, ist es halt super frech. Er sagt ja auch immer doch, sei Freundin. Ja, es ist halt das Ding, wir haben ihn auch seit langem mal wieder im Discord gesehen, wir haben ihn seit langem, wurde wir wieder der Hamster aktiviert. So, gell? Genau, ich wollte gerade sagen, auf Y-Meerschweinchen war ja wieder aktiv, ne? Wir hatten Heuli-Heuli-Stream, das ist für mich der Hauptindikator. Natürlich. Die Heuli-Heuli-Streams kommen nur, wenn er niemanden hat, bei dem er sich ausheulen kann. Auch dieses, ich habe Fehler gemacht, die ich vielleicht nicht wieder umkehren kann, so ein Ding, weißt du? Heuli-Heuli-Streams sind prinzipiell dann, wenn die Kohle knapp wird. Heuli-Heuli-Streams sind meine Lieblingsstreams von Rainer. Ich erinnere mich. Ja, leider sind es die geilsten, aber es sind auch die ihm halt wieder das Geld bringen. Ja, sie sind die seltensten, aber auch die witzigsten. Aber die Sache ist halt, Rainer macht eigentlich nur Heuli-Heuli-Streams, wenn er halt nicht irgendwie in einer Beziehung ist oder sowas, wo er seine Emotionen in die Richtung steuert. Darum hat er die letzten 32 Jahre durchgehend Heuli-Heuli-Streams gemacht. Genau, das ist richtig. Deswegen macht er ja noch YouTube, weil er die ganze Zeit seine Emotionen auf YouTube abgewetzt hat. Aber man muss ja auch jetzt mal ganz kurz klarstellen für jeden, der das jetzt nicht so, der nur an der Oberfläche kratzt. Gell? Rainer hat ja diverse Heuli-Heuli-Streams in den letzten Jahren gehabt. Das bekannteste, der auch immer in allen Reportagen über ihn propagiert wird, ist ja der Mittwoch. Gell? Das ist ja der absolute Ding. Und da muss man auch wissen, es wird natürlich immer schön gezeigt, die Szene, ja, du bist der fetteste, dümmste, wissen wir alle, kennen wir alle. Gell? Was aber nicht gezeigt wird,
ist, dass Rainer schon Tage vorher in seinem TS damals gewarnt wurde, ey Rainer, pass mal auf, du, dieses Erdbärchen, die verarscht dich nur. Dann wurde ihm sogar noch im Juno-Stream, im Chat, wurde ihm gesagt, ey Rainer, mach das ja nicht, die verarscht dich nur. Und Rainer hat sogar noch das Geräusch seines brechenden Herzens vorbereitet gehabt, gell? Ja. Und hat das dann abgespielt. Davon abgesehen, dass Rainer am nächsten Tag wieder gestreamt hat, als wenn nichts gewesen wäre, gell? So, und Rainer, muss man halt dazu sagen, Rainer plant seine Meltdowns und seine Heuli-Heuli-Dinger immer genau. Das war auch im Heuli-Heuli-Stream bei seinem Meltdown 2018 so. Da hat er auch gesagt, Leute, pass auf, jetzt wird ein bisschen laut werden, ich würde mal leiser machen für euch. Das sagt keiner, der gerade emotional fertig ist, das sagt jemand, der das kalkuliert. Und es hat leider immer wieder Bahne, Bahne und nochmals Bahne gebracht. Und das ist scheiße traurig. Die Mitleidsdullis halt, ne? Ja. Oh, aber da muss man zu sagen, ne? Da kann ich mir auch wieder den Nippel beireiben, dass wenn Rainer auf einmal Slime Ranger spielt, Rancher spielt, jetzt nachdem der ganze Kasper-Scheiß abgejuckelt ist mit den ganzen Leuten, dass da trotzdem nur 300 Leute bei seinem Stream zu gucken, ne? Obwohl der so viele Abos gemacht hat, es ist so geil und es war es so geil. Es war aber ein Mitgliederstream, ne? Ich meine, es war ein Mitgliederstream, war Members das Only. Das ist bitter. Das ist bitter für uns eigentlich. Das heißt, es gibt mindestens 300 Leute, die ihm da Bezahlabonnements geschmacht haben. 298, die unironisch mitschauen, ja. Hm, kannst du dir ja nicht ausdenken. Man muss ja auch dazu sagen, das Schöne ist ja, was man immer bei Rainer Stream sieht, er hat ungefähr ein Drittel so viel Zuschauer wie die beiden Restreamer Ranger und Anti-Mobbingers zusammen. Ja. So. Es gibt, sie hat doppelt so viele Zuschauer, die bei den Restreamern gucken, als bei ihm. Was auch richtig und wichtig ist, aber es ist trotzdem schön, irgendwie das immer zu sehen. Absolut. Da habe ich mir, wie der aus Friesen sagen würde, die Nippel gerubbelt, als ich das erste Mal über 2000 Leute im Chat hatte. Ja. Und ich weiß, dass Rainer das nicht erreicht. Das ist einfach schön. Schön war 15, 20, wie wir so viele Leute hatten und der Rainer hatte, keine Ahnung, 10 oder was. Ja, und wir hatten die da ja hatten nicht auf YouTube. Da hatten Restreamer viele Leute. Und wir hatten ja, wir haben die auf eine andere Plattform gekriegt. Da haben wir auch nichts erreicht. Da haben wir nichts erreicht. Die Hater haben ja noch nie was erreicht. Und die ganzen Spendengelder haben wir nicht erreicht. Original Rainer-Sätze halt. Ne? Die Hater machen gar nichts. Wir haben die Leute von YouTube runterbekommen auf eine andere Plattform. Ja, zu das Tausenden. Das geht nie. Ja. Normalerweise geht das gar nicht. Das ist ja auch das Ding, was auch immer in Erinnerung bleiben wird. Dass wir 1510 Euro für todkranke Kinder gesammelt haben oder halt für so Spendenaktionen, für den ASB-Wünschewagen. Absolut. Und das ist halt das, was übrig bleibt. Nicht, dass wir 5000 Leute oder sowas auf eine andere Plattform gezogen haben. Das ist natürlich nice, darauf können wir uns gegenseitig einen keulen, so, aber gut, bringt am Ende nichts, ist nur eine Zahl. Das ist halt, was wichtig ist, dass da wirklich Geld geflossen ist. Ja, 1510 Euro. Für dich selber, für mich war das wichtigste Senfmann und Ketchupmann. Oh Mann. Ja, Adi, weiter, war, nächstes Thema. Wo waren wir jetzt gerade? Bei seiner Freundin? Wollen wir bei der Freundin. Ja, wir springen einfach so hin und her. Wo er bei seiner Freundin, seinen vorigen Freundin, wollen wir da noch ein bisschen bleiben? Oder? Du meinst, ich meine, die Aussagen jetzt, wir sind schon seit einem Jahr zusammen und drei Wochen vorher kommt halt die Aussage, ich würde schon mal gerne eine Frau kennenlernen, die ja dann mit mir mitfährt und die sich auch ein bisschen an den Kosten beteiligt und so. Diese Aussage war halt drei Wochen vorher oder zwei Wochen vorher, bevor er dann sagt, wir sind schon seit einem Jahr zusammen. Vielleicht. Den Kissenwurf, der noch nicht mal ein Jahr her ist, der zweite. Der zweite. Oder sein utopischer Blog, wo er erzählt hat. Die im Hotel abgeschleppt hat, genau, er eine Frau im Hotel klargemacht hat, die er dann, wo die beiden dann miteinander geschlafen haben, angeblich. Dann ist sie kurz weg gewesen. Er hat dann bei denen am Zimmer geklopft und sie war nicht mehr da. Ja. Und die Nummer war falsch. Das ist und die Nummer war auch falsch, ja, genau. Also er konnte nichts, es war nichts da an Beweisen und so weiter. Er hat wahrscheinlich mit einer Haterin geschlafen, hat erzählt. Kannst du dir nicht ausdenken. Also was für Lügenfeuerwerke er da abgebrannt hat in den letzten Wochen. Und dann ist er schon ein Jahr. Provozieren, ne? Nee, überhaupt nicht. Und dann ist er schon ein Jahr angeblich mit der Mona zusammen.
Davon abgesehen, dass wir im vergangenen Jahr ja auch diese Freundin hatten, die mir auch angeblich, eigentlich war es von Amazon, aber eigentlich hat sie mir eine Kette geschenkt, eine ganz persönliche. Yo. Mit ist auch schon zwei, dreimal wieder Schluss. Reiners Liebesbeziehungen sind wie Lichtschalter. Das ist immer so eine On-Off-Geschichte, wie es ihm halt gerade passt. Reines Sachen sind immer, wie es ihm gerade passt. Wie es ihm gerade passt. Entweder hat er gerade, er guckt gerade seinen Lieblingsfilm, in 10 Minuten hat er aber keine Lieblingssachen mehr. So, weißt du, immer, wie es ihm gerade eben in Kram passt. Immer. Ja, bei genau. Freundin auf Amazon denke ich immer an die Gummibubbe. Die wilde Lisa. Oh, Flashbacks. Wilde Lisa. Das war so geil, wo die auf einmal aufgeblasen in dem im fucking Container aufgetaucht ist. Oh, das war das Schöne. Ich habe erst gedacht, das wäre Photoshop gewesen. Das war nicht die Lisa. Ich dachte erst, es wäre Photoshop gewesen. Das war diese Antonio Banderas Buch oder was? die mir auf Store gehängt wurde. Ja, genau. Oh, die wilde Lisa, die haben wir, glaube ich, sogar noch gesehen, als Rainer ausgezogen ist. Die lag da ja irgendwo rum, wo er seine letzte Roomtour gemacht hat. Stimmt, die war im Hintergrund in seinem Ich glaube. Rainer hat ja sehr viele Schlafzimmer in den letzten 10 Jahren, weil er einfach, ja, wie es ihm gerade passt, hat er gerade sein Schlafzimmer aufgeschlagen. Gab es ja Freisbeck-Sattelzimmer und das hat sich halt über Jahre hinweg verändert. Für euch die cringeste Szene in Sachen Frauen und Rainer, die absolute Cringe-Szene von Frauen und Rainer. Oh, ja, das könnte ich dir sagen. Was mich immer wieder schockiert, wie peinlich und wie erbärmlich das eigentlich ist. Ihr müsst euch vorstellen, also ihr jetzt nicht, aber die Zuschauer da draußen, die es vielleicht nicht so verfolgt haben, es hat mehrere Streams gegeben, mehrere Juno-Streams damals, wo Rainer alleine in seinem Zimmer gesessen ist und so getan hat, als wenn er eine Freundin wäre. Ist noch Wurst im Kühlschrank? Haben wir doch Melonen da? Ja, du musst dir vorstellen, also YouTube, Rainer sitzt dort alleine in seinem Zimmer und schaut in eine Ecke und tut so, als wenn er eine Freundin wäre. Er spricht wirklich mit der Ecke, ne? Er spricht einfach in den leeren Raum rein. In den leeren Raum und das, wo er dann auch gesagt hat, oh nein, oh, die macht mich hier ganz wild. Oh nee, nicht das kleine Schwarze. Junge, da habe ich gedacht, Junge, jetzt ist hier Schluss. Was war für dich das der größte Cringe-Moment? Ey, das ist so ziemlich der größte Cringe-Moment, wo er allein, also tatsächlich, mir fällt gerade kein Schlimmeres ein, wo er allein mit sich saß und mit sich selbst gesprochen hat. Ja, das war absoluter Hammer. Also wie verzweifelt kann man sein? Also, ja. Wahnsinn. Ich stelle es mir immer so vor, der redet dort und der kriegt keine Antwort. Was geht in seinem Kopf gerade vor? Ja. Das stelle ich mir dann immer so vor. Ja, das kann ich verstehen, aber irgendwie passt das mehr für mich zu Rainer. Ich finde die Sachen mit Baby Crazy und mit der einen Blondine da, mit der da im Tiergarten war, das fand ich viel schlimmer. Die Zoomulle, ja. Mit der Zoomulle, genau. Wo du einfach merkst, wie unangenehm den beiden Mädels die ganze Situation war und Rainer krampfhaft versucht, sich an die ranzumachen. Mm. Da hat sich in mir alles zusammengezogen. Die WhatsApp-Leaks mit Babykrise sind auch hart, ne? Oh. Stimmt schon, ja. Das ist wie er da geträumt hat. Er hat geträumt. So schön wie die Cola-Leaks. Er darf bei ihr duschen und so. Ja, die Cola-Leaks mit den ganzen Dickpics und so. Junge. Wo dieser verdammte, respektable Dreckskerl versucht hat, Baby Chrissy ihren Freund auszuspannen. Ja. Also andersrum. Für mich der größte Cringe-Moment zum Verlobten Fremdschämen war für mich, als Bianca da war. Ah, Bianca, wollte ich sagen. Und wo er sie küssen wollte. Weil sie küssen wollte. Also, selbst diese Ja. Für die es jetzt nicht so ganz wissen, Bianca, das war ein NPC, der war mal da, so wie Emala ungefähr in dem Stream mal, gell? Und das war eine richtig verbrauchte alte Schachtel, gell? Die war halt da mal im Stream und die haben sich, glaube ich, über irgendein Datingportal kennengelernt, die war in seiner Nähe. Das war wirklich eine geile Frau in seiner Nähe, man kennt es von der Werbung. Das kommt dann dabei raus. Und Rainer hat der richtig gefühlt, weil er mit ihrem Stream war und da hat er ihren Arm um sie gelegen und dann wollte er sie küssen und sie ist dann weggegangen. Die war auch richtig drauf, die war so auf Sendung, Leute. Ich sag's euch, die war sau stockbesoffen, sag ich dir. Wie Arnie, wenn er mal streamt. Ja. So ungefähr war das. So, und ja, aber die war ja nett. Mit Arnie. Die war ja nett, der habe ich das, oh, das fand ich ein bisschen schade, dass ihr da reingeraten ist. Das habe ich... Im Endeffekt war die so die normalste Person im Game, bloß dass die in dem Moment halt besoffen war. Und let's face it, die meisten Haterinnen, wenn die auf einmal bei einem Rainer Winkler aufwachen würden, die würden sich auch einen reinkippen, um das zu vergessen. Ja, aber erstmal zu Rainer hinzufahren, da musst du ja schon. Junge, also ganz normal war die, glaube ich, nicht. Ich glaube auch, was wir auch oft vergessen, was auch immer sehr charmant war, die Drachenlady. Was jetzt auch kein Bärchen an sich war, oder auch keine Liebesbeziehung.
Ein Auto, der wo fährt? Lieblingsland Barcelona? Wir kennen's. Ja, die Drachenlady in Barcelona. Die Drachenlady? Die Drachenlady? Die waren auch. Das habe ich bis heute nicht kapiert. Was war das? Ich glaube, Rainer hatte eine Mulle angemacht oder mit ihr geschrieben. Die wohnten da in der Nähe und die wollte mal vorbeikommen, irgendwie auf einen Kaffee einfach nur. Ja. Sie kannte Rainer aber schon so vom Charakter her, glaube ich. Und deswegen hat sie gleich ihren Bruder mitgebracht, damit Rainer nicht denkt, da würde irgendwas passieren. Ich weiß es jetzt. Und dann denkt die sich, ja, okay, mit dem mache ich jetzt ein Video. Nee, es war irgendwie so, die hatten auch schon Kontakt und dieser Name Drachenlady, der war auch schon, bevor dieses Video entstanden ist, glaube ich, irgendwie etabliert zwischen den beiden. Ich weiß nicht, was die machen wollten, irgendeine Kooperation, die ist auch nie irgendwie auf YouTube gewesen oder irgendwie gestreamt oder sowas. Und auf jeden Fall haben die dieses utopische Interview geführt, was eigentlich mit allen Leuten führt, dieses Interview, man kennt's. Und da ist richtig gutes Bett bei rausgekommen, weil es einfach so dumm war. Weil du hast gemerkt, die ist ja auch so durch gewesen. Die kann ja auch nicht bis 13 gefühlt. Hauptsache ein Auto, der wo fährt. Ja, italienisch. Ja, ich bin auch italienischer Abstammung. Leider. Nur zu 45%. Man kennt das italienische Blut, was eigentlich der Zucker ist, der schon kocht. Ja, ja. Man erkennt Muster bei Rainer und seinen Mädels. Richtig schlimm finde ich immer, wenn Rainer versucht zu lachen, wenn er mit einer Frau redet. Dieses oh, nee, das ist ekelhaft. Du meinst dieses gespielte Lachen, dieses ekelhafte. Dieses ekelhafte. Nee, das ist so. Fudel, was ist denn dein größter Cringe-Moment jetzt? Entschuldigung, dass ich dir Bianca weggenommen habe. Ja, das war's. Aber du kannst ihn ja auch nehmen. Es ist, was, wenn Bianca nicht passiert wäre, dann würde ich sagen, der Aufbau von Cola-Bärchen. Und ich muss sagen, er ist auf beide Seiten peinlich gewesen. 3000. Für sie und für ihn, weil sie hat sich so lange mit ihm abgegeben und ihm so viel schöne Momente und das darf man jetzt alles nicht sagen. Was ja gut, aber weg. dafür hat sie uns ja auch schöne Momente beschert. Ja, das schon, natürlich, aber halt für diesen in Wahrheit kurzen Moment. Dieser Abschluss, dieses Mehl und Cola Panieren. Finale. Einmal die Drachenpanade bitte zum Mitnehmen. Ist halt die Frage, ob das wirklich wert war, sich monatelang mit ihm abzugeben. Aber ist ja so die Frage, ist der Cringe-Moment des Games nicht eigentlich das Video, wo Rainer sich eine Sexpuppe gekauft hat, dachte, das ist so ein 1.200 € japanisches Silikonding mit Metallskelett und so einem Kram. Und auf einmal da nackt mit so einem billigen Plastik-Sexpuppending steht und die in dem Video versucht zu vögeln und du siehst, der kommt da nicht rein. Nee, er ist ja anatomisch gar nicht mehr in der Lage dafür. Der ist jetzt anatomisch gar nicht mehr in der Lage. Cringigsten Sachen. Was Rainer jemals gemacht hat? Nee, im. Nicht. Ich meinte jetzt wirklich extra Frauen. Also ich meinte wirklich reale Frauen, Ossi, aus Riesenäder. Vielleicht hat sich die Puppe als Frau identifiziert? In Rainer? Ich glaube, das Fass machen wir nicht aus, wie sich irgendjemand identifiziert. Nee, lieber nicht. Check eure Privileges. Ja, okay. Aber jetzt, ich muss es einfach nur kurz erwähnen. Ich fand das immer noch so schön, wie Rainer das Nirvana-Cover im Pool nachgestellt hat. Pool ist das Beste. Ja, der Pool war einfach so kostbar. Dieses hier, klein und rosa, groß und schwarz und hier das ganze andere Zeug, das war einfach ekelhaft. Aber das Pool-Ding, das war schon irgendwie witzig. Das war irgendwie dumm und witzig. Ja, dieser versiffte Hepatitis-C-Pool, das ist das Beste. Hätte er das mit Absicht gemacht, dieses Cover nachzustellen mit Absicht? Das war ja aus Versehen. Ja, er wollte sich ja sportlich zeigen, er ist ja der Taucherdracher gewesen. Das Oder dieses Ding so, weißt du, wenn du Rainers PH-Videos schaust, wir kennen alle die Plattform, wir wissen alle, was da für Videos sind. Du hast noch nie irgendwie so ein Video gesehen, wo gesagt hat, ey Leute, hier mal kurz Stimme aus dem Off, ich erzähl doch mal kurz, was hier passiert gerade, so was so ein Voice-Over, ich habe was dazu sagen, was dem gerade passiert. Dann liegt er da auf der Seite vom Pool und du siehst den kleinen Maulwurf, dann bombst er den Poolboden, dann kannst du dir alles nicht ausdenken, sag ich dir. Und dann lädt er das hoch, der sieht das und lädt das hoch. Und der finisht das nicht mal, weißt du, beim Pool, er sagt dann auch immer bei jedem Video so, ja, das war jetzt zwar nett, aber irgendwie bin ich halt nicht zum Ende gekommen. Also immer so, schon so richtige, räudige Sache. Und dann so, oh, komm schon, und dann nicht mal finishen. Ja, er zieht dich mal durch. Er zieht nicht durch. Er zieht dich durch, er zieht auch nicht raus. Der Weg ist das Ziel, ja.
Dieses Tantra und diese höhere, ja, genau. Bei Rainers Porno-Videos denke ich mir vieles, aber nicht, ach komm schon, noch nicht mal finishen. Weißt du, das Ding ist so, wenn ich so Frauenkontakt habe, werde ich auch sagen, ja, pass mal auf, Schatzi, der Weg ist das Ziel, so weißt du. Für einen von uns beiden ist nämlich der Weg hier auch zu Ende. Lass uns mal von dem Thema, von seinem PH-Thema lieber wegkommen, ey. Das ist richtig. Ja. Oder wir haben Angst um seinen Account. Nö, einfach nur, es ist einfach ekelhaft, finde ich. Und die Leute werden es vielleicht zum Einschlafen hören. Okay. Ali, wir wissen ja, was. Ich möchte nicht, dass sie davon träumen. Es geht um Barne und nicht deine Kaum zu verlieren. Wer wissen Barne, das? Barne und nochmal den Cashflow, meinst du? Darf ich nur mal ganz kurz anmerken? Ich fand das übrigens sehr köstlich, dass du den Podcast hochgeladen hast und gesagt hast, und halt damals gesagt hast, das war zum 3000 Abo-Special und auf dem Kanal noch nicht mal 3000 Abos hattest. Es kam aber irgendwie 10 Minuten später oder so. Ja. Mir ist damals auch nicht mehr eingefallen, dass es ein 3000 Abo-Special war, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich hab's auch gehört. Ich habe gedacht, so Podcast. Und ich habe gedacht, okay. Und dann habe ich auf einmal mich gehört. Dann habe ich gedacht, ach so. Ich dachte nur, was die Leute kennen, weißt du, zum Wiederfinden. So. Also, weil der Podcast, ich fand ihn auch gut. War ja nicht ich, das war mein Bruder. Ja, aber Arnie, du dachtest, das war der erste Fehler. Ja, das ist so. Leider ja. Ich verhindere das aber auch nicht. Wo wir gerade bei Rainer sind. Lel. Was haltet ihr von Rainers Immunsystem? Rainer. Die durftu die Abwehrkräfte? Die durftu die Abwehrkräfte. Vom höchsten Wesen. Genau. Rainer erzählt ja immer, ich laufe rum im tiefsten Schnee, im Regen, Sturm, Winter, Eis, Hagel. Immer im Barfuß, immer in T-Shirt da und ich werde aber nie krank. Und jeden Stream, den er abbricht, ich habe Kopfschmerzen. Mir geht's heute nicht so gut. Mein Hals fühlt sich nicht an. Ich habe Halsweh. Ich habe und auch immer Meditonsin. Meditonsin ist fast ein Running Gag. Weil es wirkt, natürlich. So. Das absolute Placebo-Effekt überhaupt. Aber Hauptsache Meditonsin wird reingekickt. Er hat immer, wenn er nichts auf seinem Schreibtisch stehen hat, ne? Aber eine Flasche Meditonsin, die ist da. Aber er wird nie krank, weil er nämlich Abwehrkräfte hat, weil er vom Land kommt. Ja, also man muss jetzt mal eins klarstellen. Es ist schon so, das ist jetzt auch nicht so weit hergeholt, dass man sagt, Leute, die auf dem Land aufwachsen, die halt mit Dreck und auch generell mit also halt nicht jetzt so behütet irgendwie aufwachsen, so, die haben auch normalerweise ein besseres Immunsystem, weil sie halt viel mehr halt dem Ganzen ausgesetzt sind. Ausgesetzt klingt auch wieder so schlimm, aber trotzdem. Rainer missbraucht das Ganze halt wieder mal und sagt, yo, ich kann gar nicht krank werden, weil ich habe hier die krassen Abwehrkräfte, ich laufe barfuß im Schnee rum, bin aber auch der Gleiche, der sagt, oh, ich muss ja hier Indoor radeln, mir ist zu kalt draußen, ich möchte ja heute nicht Indoor radeln. Auch der einzige Indoor-Sportler, der aufs Wetter achtet, ne? Also wirklich. Ja, das ist auch das Ding. Und das geht halt dann noch weiter in diese ekelhafte Schiene, wo man sagt, ey Leute, passt auf, ich sehe das nicht ein, eine Maske im Supermarkt zu tragen, weil ich sehe das nicht ein, irgendwie andere Leute zu schützen. Und hier, mein Schal ist doch eigentlich viel dicker als meine Maske. Ja, da geht halt dann auch wieder mit ein. Und ich kann hier gar nicht krank werden. Ja, weil ich bin ja mit guten Abwehrkräften. Ich krieg kein Corona, Corona kriegt mich. Ja. War seine Aussage, glaube ich. Das Schöne ist ja nur, so ein Virus macht weder Halt davor, ob du jetzt reich bist, arm bist, ob du dumm bist oder schlau bist. Das ist das Schöne dran. So ist es. Ja. Bei dem ganzen Kram mit von wegen Dorfbevölkerung hat bessere Abwehrkräfte. Dafür müsstest du natürlich auch der Norm der Dorfbevölkerung angehören. AKA Leute, die auch wirklich im Garten arbeiten, zum Beispiel in so einem Kram. Ne? Rainer passt da besser zu irgendwelchen Knastbrüdern. Knastbrüdern. Weil Rainer ist ja nur in der Schanze eingesperrt, wo auch wirklich der Schimmel herrscht. Das haben wir des Öfteren gesehen. Und kein Wunder, dass ihm auch ständig schlecht ist, dass er ständig Kopfweh hat, dass er ständig Halsweh hat. Wenn du in so einer Schimmelzuchtfarm lebst und nicht lüftest. Nicht freiwillig, sag mal. Dann wirst du halt des Öfteren mal krank. Jetzt, wo du das sagst mit Schimmel und so weiter, da kommt mir das Bild wieder in den Kopf, wo Rainer über seinen, war das über die Dusche, die Tür an die Decke geklebt hat? Jo. Ah, oh, da Junge, hab ich ganz vergessen, ey. Hat er einfach die Tür an die Decke, das kannst du nicht ausdenken. Kannst du dir nicht ausdenken. Von oben durchgesipscht ist, ne? Oder was war das nochmal? Ja. Eine Tür dran, dann ist es dicht. Das passt schon, ja. Ich sag gar. Das ist aber Panzertape 2.0 dann. Mhm.
Was war denn noch sehr witzig, auch in seinen Streams, damals, also Juno. Ich fand, die goldene Zeit, fand ich, war die Juno-Zeit. Ich fand, das war so die goldene Zeit im Game. Ja. Oder was war eure Lieblingszeit im Game? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, so die ganze Zeit 2020 war interessant irgendwie. Weil es mir wieder so eine neue Dynamik reingebracht hat. So. Aber ich muss schon sagen, Juno-Streams waren schon, das war so ein reiner Signature-Move irgendwie. Mhm. Troll? Ja. Nee, ich finde, die Juno-Zeit war ziemlich gut. Im Gegensatz zur YouTube-Zeit. Da war der einfach noch viel krasser. Er hat halt frei Schnauze geredet damals. Ja. Er hat halt nicht drauf geachtet, was er sagt. So, das war halt das Wilde. Auf Juno auf Streams gemacht und so. Oder dann komplett ausgestiegen ist. Auf Juno Deutschland war er ja auch, glaube ich, der größte Geldeintreiber. Ne? Also da war ja er. Die wollten den ja auch nicht gehen lassen. Die wollten den ja drin behalten. So die Cash Cow. Aber sie genau, wollten die nicht dabei haben bei diesem Come Together, wo sie so ein Video gemacht haben. Bei dem YouNow Song. Ja, da wollten die Leute, die den Song gemacht haben, das waren ja hier, da haben wir ja letztes Mal drüber gequatscht, ne? Da war ja hier die ganzen YouNow Streamer, die haben ja einen Song gemacht und die wollten ihn nicht dabei haben. Das war ja rein als Kriegserklärung. Maxim Neuss genau. Mit dabei und so? Maxim Neuss, genau. Maxim Neuss und wie die alle heißen. Habe ich letztens erst ein Video drüber gemacht, ist auf diesem Kanal hier zu finden. Reiners Kriegserklärung heißt sie, glaube ich. Weil er gesagt hat, das ist schon, wenn man es genau nimmt, ist das schon eine Kriegserklärung. Ja, genau so hat er es gesagt. Kannst du dir nicht ausdenken. Er ist halt wieder auch so ein Ding, du musst dich halt nicht wundern, wenn du bei Kram, den Juno macht, nicht mitmachen darfst, wenn du die ganze Zeit Juno abfuckst. Wenn du mal überlegst, wie der auf Juno rumgeschrien hat, dass die ihre Seite unter Kontrolle kriegen sollen, die blöden Hurensöhne. Wen von den Moderatoren soll ich einen blubbern hier? Oh, ja, stimmt. Alter, ist ja auf die Steine gegangen. Geht mal zu eurer Arbeit, geht zu eurem Chef und schreibt den so an, wie Rainer damals Juno angeschrien hat. Ja. Mal gucken, wie raus. Der reagiert. Oder die. Was Rainers schönste Juno Streams, was fällt euch da so ein? Bei mir wär's so eins der Dinger wäre so mit Lachflat, wo er diese Roundhouse-Kicks versucht hat, übers Sofa und so. Oh, jetzt habe ich mir voll die Ferse angehaut, als ich hochgesaugt habe. Mit Bibelboy war das Beste, finde ich. Bibel beim Benedikt, ja. Oh, weil der ihn halt super getrollt hat, deshalb. Das war super. Ja, genau, dass nämlich dann rauskommen ist. Ja, es war, also ich muss ja sagen, ich habe einen Lieblingsstream von Rainer. Eigentlich habe ich keinen Lieblings, aber das ist mein Lieblingsstream, Geburtstagsmeltdown. Hast du einen Lieblingsstream? Ja, Geburtstagsmeltdown. Ganz klar. Schau ich mir so gerne an. Ich würde mir den immer und immer wieder anschauen. Der 30. ist wirklich ein Klassiker. Absoluter Klassiker. Was ich auch großartig fand, wo er mit seinen musikalischen Skills flexen wollte und da mit diesem Typ Geige gespielt hat, in dem Stream war und er da Bass zu spielen wollte. Und Rechteck ohne Ecken war das, glaube ich, ne? Er hat aber zugegeben, dass es nicht kann, aber er würde es gerne lernen. Er kann die Basics oder so, er hat ja gar nichts. Er sagte dann schon, den kann ich aber schon, wo er die Gitarre, den kann ich schon, ne? Da muss man aber auch sagen, gell? Das Schöne war ja der Zwingle. Der Zwingle-Offizier hat ja da so eine schöne Musik-Compilation zusammengestellt. Ja. Das ist ja auch so viral gegangen, dieses Video. Das war super, wo du Rainer diese Gegenüberstellung hattest. Und auch eben mit diesem Geigentyp, wo hier der Geigentyp muss ihm erstmal ein paar Handgriffe am Bass beibringen. Das kannst du ihm nicht ausdrücken. Das war auch wirklich wunderschön. Da haben Annette und ich letztens drüber geredet. Ich glaube, es war sogar in dem Kriegserklärungsvideo. Haben wir darüber geredet. Das war dieser Rechteck ohne Ecken. Ja, ich bin Annette. Ja, alter Maul. Ich meine, das war der. Ja, das war wirklich toll. Wie er sagte irgendwie, mach mal das und das. Und Rainer sagte, wie soll ich das, was? Ja. Rainer zupft einfach eine Seite am Ende. So nach 5 Minuten, wie er Rainer da vorgeführt hat, halt einfach fest. Halt einfach nur festhalten und eine Seite zupfen. War auch sehr schön, ja. Fuddel, was ist bei dir? Ich habe gesagt, das ist mit dem Bibelboy. Ah, mit dem Bibelboy, ja. Und aus Wiesenhader? Ja, ich glaube, ich schließe mich da Bibelbäder an.
Das war so war gut. Wirklich gut, ne? Das war einfach viel zu gut. Ich bin auch richtig großer Fan von Bibi Bene, dass er der damaligen Hinterschaft echt auf der Nase rumgetanzt ist und dass ihm das wirklich viele Leute abgekauft haben, dass er echt so drauf war. Der war einfach großartig. Ja. Aber meinst du wirklich, dass man ihn ankauft? Ja, ich hab das lang, viele der abgekauft. Super lang, der hat das kein super lang Meter. Ja, aber kein Meter habe ich ihm das geglaubt, ey. Keine Sekunde. Ja, nicht, aber es gibt genug, die ihm das geglaubt haben. Ja, Und dann kommt Rainer, der Mobbing-Jesus, und will seinen Jünger in seinem Spezialgebiet briefen. Och, das war großartig. Wo er eben auch seine Geschichtslektion da gegeben hat. Du weißt schon, wer die und die ist. Und, oh ja, da kann ich sie ja gar nicht segnen, weil das gilt ja dann nicht, diese Toten. Ja, genau, wenn die böse ist, dann Gott, hilft das gar nichts. Dann kann ich sie segnen, aber es hilft nicht. Der hat das super durchgezogen, sag ich dir. Hat er wirklich gut durchgezogen. Was aber auch schön war das, dieser eine Fan von ihm, der ihn immer unterstützt hat und dann so viel Hate kassiert hat. Ich weiß nicht mehr, wie geheißen hat. Wo er dann mit zu ihm meinst im Stream. Meinst du Baby Dave? Wie? Meinst du Baby Dave? War das Baby Dave? Ich habe die ganzen nicht. Namen nicht gemerkt. Ich weiß nicht, Baby Dave war ja super cool. Und dann hat der so ein reiner Fan war und den so verteidigt hat. Und dann hat er richtig Hate kassiert und dann hat er den Rainer in den Stream reinzogen, der so, bitte komm und hilf mir. Und der Rainer so, ja, so ist es halt. Da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Es war doch auch so einer, der dann irgendwie eine Juno-Challenge gewinnen wollte, wisst ihr das noch? Wo Rainer ihm geholfen hat, diese Juno-Challenge zu gewinnen, und einen Tag später haben die Leute ihm immer aufgeklärt, wer Rainer wirklich ist. Und dann hat er den geblockt. Und Rainer, wie, der hat mich geblockt? Nee, das kann doch gar nicht sein. Auf keinen Fall. Genau so hieß der Calibri. Da war Fetzi mit ihm im Talk und hat ihn darüber aufgeklärt. Das waren wir. Ihr war das, ihr Schlingel. Und wir waren das. Da hat er ja Rainer geblockt und dann ging es ja am nächsten Tag, hat Rainer dann ja, nee, der hat mich nicht, warum sollte der mich blocken? Nee, dem habe ich doch geholfen. Und dann guckt Rainer, warum sehe ich denn nicht, dass der online ist? Hat der mich wirklich geblockt? Da kannst du sehen, die ganze Welt ist wieder gemein zu mir. Ich helfe den Leuten und ich werde wieder in den Arsch getreten. Jetzt guck mal hier, da spielt der böse Onkels bei sich. Das ist ja lächerlich. Hier, jetzt mache ich mal richtigen Metal an und so. Ey, das war auch super cringe. Ja. Aber wenn ich so an damals zurückdenke, finde ich es ein bisschen schade, dass es vor ein paar Monaten Kopfnuss-Kalli nicht geschafft hat, zum Rainer zu kommen. Das hätte ich so gern gesehen, den Pep-Zwerg beim Dicken. Oh, wäre das großartig gewesen. Ja, der hätte sich rüberschmeißen lassen über den Zaun. Waren eh zwei gestandene Mannsbilder dabei. Die hätten den schon rüberwerfen können. Zack, ab über den Zaun hier. Und dann noch in Stock nachwerfen, dass er auch was hat zum Wehren. Ja. Das letzte Video, das ich von Kalli gesehen habe, da war er irgendwo am Bahnhof. Und hatte dann zu einem irgendwie gesagt, ja, jetzt vorher hast du dicke Fresse und jetzt kommt nichts. Ja, komm her. Und dann hat der eine geschmiert gekriegt. Ja, oh, dann ist er umgefallen. Ja, aber wie er sich da flach gelegt hat, du mein lieber Schwamm. War das nicht da, wo man hier gesagt hat, der Kopfnuss-Kalli dreht die Flugpotenzial? Weiß ich das? Wo richtig ja, genau. Ja. Flugpotenzial. Der hat ja richtig eine geschmiert gekriegt. Ja, der dachte sich auch, ne, ich bin halt kleinwüchsig, mich haut schon keiner. War aber am richtigen gelandet. Das sah auch gut aus, ey. Patschlager da. Weißt du, was schön war? Ich war gerade ein bisschen gemutet. Mir ist gerade mein Mikrofonarm abgefallen. Das war sehr schön. Mach schnell einen auf die Amazon-Wishlist. Mir ist gerade mein Mikrofonarm aus der Verankerung rausgefallen. Jetzt habe ich gerade hier richtig Turn-up gehabt bei mir. Wie hast du das denn geschafft? Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen rumgedreht und das auf einmal am Boden gelegen. Junge, einmal mit Profis, ehrlich. Ja, einmal mit Profis. Gott sei Dank mache ich nicht 4 Probeaufnahmen, bevor wir einen Podcast anfangen. Was hat denn zu Rainers Fitness, auch dieses legendäre Fitnessvideo? Ich würde gerne gleich mal den ersten Spruch bringen, den wichtigsten. Bitte. Es sagen ihm alle, ich bin ein sehr fetter, aber ich bin auch ein sehr fitter Mensch. Und da ist an meinen Waden, da ist kein Gramm Fett. Vielleicht 25 Liter Wasser, aber kein Gramm Fett. Ich würde jetzt gerne einfach die Wade hier einblenden. Retuschiert. Aber ich, nee. Na, lieber dich. Nee, lieber nicht. Das überleg mal, einer ist gerade am Essen oder so. Ja, eben. Ja, toll, und dann sollen wir drüber reden, das ist aber schon egal. Wir können ja natürlich die Fitness, wie fit er ist, das haben wir da mitbekommen, wenn er irgendwelchen Hatern nachschnauft. Wenn er die Stiege runtergeht. Wenn er sich erholen muss vom Aufstehen. Wenn er sich erholen muss vom Hinsetzen. Wenn er sich erholen muss vom Atmen.
Wenn er sich, wenn er nicht headbangen kann, weil er sich anlehnen muss an der Wand. Also ich kann mich noch erinnern, sehr gut erinnern, an einen meiner Lieblings-Dully Tuesdays, war einer unserer ersten Uti. Das war der zack, zack, zack rein in den Habit. Mit den Kartons war das, ne? Mit den Kartons, wo er halt wirklich 5 Kartons aufgeschnitten hat und dann hat gesagt, guck mal hier, so geht das nämlich, zack, 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 wusch, kawutz, watsch, und dann hat er irgendwie 5 Kartons aufgeschnitten und da ist ihm einfach der Schweiß literweise aus dem Gesicht gelaufen. Als oder er mit dem Hula Hoop. Junge, ich muss ja sagen, das war bisher unser bester Stream. Ja. Das war der witzigste Stream. Das war wirklich ein toller Stream, ehrlich. Die Zuschauer haben vielleicht irgendwann mal gesagt, ey Leute, pass mal auf, jetzt schiebt ihr mal nicht so einen Film ab. Wir haben es halt komplett weggespielt. Wir sind halt gelegen, seid ihr. Ja, es war wirklich nichts Gespieltes, ne? Es war wirklich, ey, ich habe Tränen gelacht. Tränen gelacht. Aber ich muss dazu sagen, bei Rainer hat ja auch so ein paar Fitness-Videos hochgeladen, ne? Die waren halt utopisch. Das war natürlich, es war utopisch und es war auch alles affig und Rainer hat mit geringster Schwierigkeit in sein Rad da getreten. Nichtsdestotrotz habe ich mich in meinen Videos da hingesetzt und habe gesagt, yo, ist geil, dass er das macht. Finde ich gut. Weil ich denke mir bei dem ganzen Kram immer so, stell dir mal vor, Rainer hätte, er hätte es niemals durchgezogen, aber stell dir mal vor, Rainer hätte das durchgezogen und wäre wirklich dünner geworden. Dann hätte das bei so manch einem Hater dazu führen können, dass die dann auch abnehmen, wenn die sehen, oh shit, selbst Rainer kriegt das hin. Weil ich kenne nämlich auch nicht wenig Hater, die durch dieses Thema Drachenlord dazu kamen, holy shit, so ein Mensch will ich nicht sein. Und die haben dann ihren Shit zusammengekriegt. Ja, und die zum Beispiel hat vorher 1,5 Zentner gewogen, jetzt noch 40 Kilo. Ich muss das gerade ausnutzen, wo er gemutet ist. Du bist ein richtig fieser Mobber. Ja, richtig Mobber, Alter. Ja, Übergewicht ist aber auch so ein Thema, egal was für ein Arschloch du bist. Niemand hasst Rainer, weil er dick ist. Niemand. Ja, richtig. Auf dieses Thema wollte ich dann eigentlich dann am Ende dieses kleinen Blocks dabei dann raus. Niemand hasst ihn, weil er dick ist. Aber es wird jedes Mal erzählt, er wird gemobbt, weil er dick ist und so weiter. Aber das stimmt ja einfach nicht. Das ist ja einfach nicht wahr. Es ist einfach ein Trigger. Es ist ein Trigger, genau. Genauso wie er auch zu anderen Leuten sagt. Da steht einer vor der Schanze, der wiegt 100 Kilo weniger als er. Und Rainer sagt, du dicker Sack. So, kannst du nicht aus. Da kommt einer mit einer Brille vorbei und Rainer sagt, hat die Flaschenböden in den Augen, die Brillenschlange. Er will das Gleiche, er will auch einen Trigger haben. Den meisten Leuten ist es halt egal. Ja. Die meisten Leute interessiert das halt nicht. Aber auf dieses Fitness-Ding, da gab es ja auch dieses, dass er ein sehr fitter Mensch ist. Er läuft halt die. Wie weit ist er denn gelaufen? Er läuft ja mit 30 km/h, 30 oder 60 km/h. Achso, das meinst du, ja, eine halbe Stunde bis Nürnberg, oder? Hast du gesagt? Ja, irgendwie so weit war das. Das wurde ihm ja dann vorgerechnet. Ja, ist aber so. Mach ich aber so. Dann ist das mit Usain Bolt losgegangen, wenn man sich genug anstrengt. Ja, das kam ja viele, viele Jahre später. Oder? Das kam ja viele Jahre später. Ich weiß ja, nicht. Also dass er mit 60 km/h läuft, das ist ja schon ziemlich alt. Und das mit Usain Bolt. Okay, naja, ich habe das falsch. Das mit Usain Bolt kam ja später auch. Ihr habt ja einen sehr wichtigen Fakt vergessen. Und zwar nur, wenn Rainer die richtige Musik auf den Ohren hat, dann läuft er 60 km/h. Stimmt. Es kommt auf die Musik drauf. Und dann geht's aber nicht nach Nürnberg, da geht's direkt nach Mühlen in 20 Minuten. Rosenstolz muss sein. Es war schon die Zeit, wo er über 200 Kilo gewogen hat, dass er gesagt hat, er läuft da irgendwie in 10 Minuten mal eben hin. Und wo ihm dann vorgerechnet wird, Rainer, guck mal hier, wenn du das jetzt so und so sagst, dann läufst du halt mit 30 Kilometern die Stunde oder 60 Kilometer die Stunde. Ja, kann ich ja nicht ändern. Ja und? Ja, Rainer, das machst du aber nicht. Nee, aber ich brauche nur die Zeit. Ja, Rainer, dann würdest du aber 60 km/h laufen. Ja, nee, dann hast du falsch gerechnet. Weißt du, die Mathematik lügt, aber Rainer nicht. In Rainers Augen. Aber Rainer ist ja auch der Ansicht, dass wenn ein Mensch sich nur stark genug reinhängt, wenn Rainer sich wirklich reinhängen würde, würde er auch schneller werden als Usain Bolt. Ja. Mindestens natürlich. Genauso schnell. Also wenn er sich wirklich anstrengt, ja. Wenn er alles gibt, was er hat. Erstmal ist es schon schwierig, das soll jetzt auch überhaupt nicht rassistisch sein, aber es ist erstmal schwierig, einen Dunkelhäutigen im Rennen zu besiegen. Weil die einfach einen anderen Schwerpunkt haben als Hellhäutige.
war gar nicht rassistisch. Keine Ahnung. Ist es auch nicht. Da sitzt der Bauchnabel irgendwie, ich glaube, 2 Zentimeter weiter höher im Durchschnitt. Und die haben halt einen anderen Schwerpunkt. Die können sich halt besser nach vorne lehnen oder was, keine Ahnung. Irgendwas habe ich da mal gelesen. Und dann wäre es natürlich noch schwieriger, gleich den schnellsten Mann der Welt herauszufordern. Und das Utopische ist es dann, dass Rainer es tun würde. Das ist halt... Ja. Ja, der Rainer läuft mit 100 Sachen 80, Alter. 100 Sachen 80. Läuft einfach Usain Bolt davon. Aber Arnie, dir ist schon bewusst, dass mein Kampf keine wissenschaftliche Quelle ist, ne? Alter, muss ich jetzt echt hier anfangen zu schneiden? Ich habe extra nur reingeschrieben, damit es nicht... Boah. Ich habe es extra reingeschrieben, damit ich es nicht sagen muss. Aber es ist mir jetzt so auf der Zunge gelegen. Ja, ich glaube, sagen darf man das ja. Mein Kampf wird doch nicht rausgeschnitten von YouTube. Nö, normalerweise nicht. Deswegen, aber du. Das immer. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war das Fitnessvideo, wo er versucht hat, Liegestütze zu machen. Wo er versucht hat, mit diesem Stretchgummi ein paar Übungen zu machen. Wo er sich wo er das so Ding geboxt hat. Mit dem Stretchgummi, genau, ein bisschen oben rüberzogen hat. Und wo er sich dann in den Nacken geschlagen hat. Ja, genau, das meine ich. Ja, klar, das war auch im Zuge der Schönwetter-Radtour indoors. War das nicht ein herrliches Video? War das nicht eins der schönsten Videos, die Rainer je gemacht hat? Wo er Liegestütze macht, indem er sich gegen die Wand lehnt oder gegen den Schrank lehnt und macht Liegestütze irgendwie in 90 Grad Winkel. Ich habe gerade überlegt, welches du meinst mit Liegestützen. Ja, ja. Ja, Liegestütze ist halt schwierig. Ja. Ne? Aber wie soll ich es anders nennen? Er wollte ja welche machen. Kann man aber das überhaupt Liegestütze nennen, wenn du nicht liegst dabei? Nee, es ist schwierig. Dazu muss man sagen, wenn du so schwer übergewichtig bist, da kannst du ja auch keine normalen Liegestütze machen, dann lehnst du dich halt an Sachen an. Aber das war halt schon ein Winkel, wo du sagen kannst, da kannst du dich auch einfach an den Schrank anlehnen, das bringt genauso viel. War das ein Winkel? Bann. Geiler Winkel? Ein geiler Winkel. Ja. Also da hat er sich ja wirklich im Stehen an diesen Schrank oder Stuhl mehr oder weniger gelehnt und hat sich nach hinten und vorne gedrückt. Das waren ja seine Liegestütze. Dann, wie gesagt, dieses Stretchband, das er sich in den Nacken geklatscht hat, das könnte ich mir 100.000 Mal angucken. Wie das Stretchband da hinten so patsch, wie es hinten auf den Nacken knallt. Aber er hat wenigstens irgendwas gemacht, muss man sagen. Er hat es versucht. Geendet ist es nämlich, das müssen wir sagen. Geendet ist das Ganze dann, weil er gesagt hat, als Indoor-Sportler, das Wetter ist zu schlecht. Ja. Ist halt wirklich so. Und das dann auch im Frühling und frühen Sommer. Bei Rainer muss ja auch sofort eine Änderung auftreten. Ne? Rainer will ja dann mit dem Kopf durch die Wand, egal für was. Wie auch Impulskäufer, er handelt ja auch sehr, sehr impulsiv. Und Rainer hat sich gedacht, ey, jetzt habe ich 10 Minuten Sport gemacht und bin immer noch dick. Ja, das funktioniert nicht. Da müssen meine Geräte kaputt sein. Nee, das ist ja wirklich so. Rainer macht 10 Minuten Sport und sagt, nee, ich bin immer noch dick. Nö, dann höre ich halt auf. Auch beim Thema Fitnesslord würde ich ganz gerne nochmal an den Roundhouse-Kick bei Lachflat erinnern. Der war halt wirklich schön. Wo er sich da auf diesen angekündigten Kampf vorbereitet hat, hier mit dem, wie hieß er? Hans Entertainment, genau. Wo er dann angefangen hat, er hat seine Süßigkeiten weggeschmissen und fing dann an, Gemüse zu futtern und so. Und ich so, Alter, wirklich, das ist so eine Kasperei, das war der Oberknaller. Hat er nicht angefangen, Gurken zu essen, als ja. Das so ein Stück irgendwie und so. Einfach mit Pelle rein in den Hals. Das war so gut. Ja, Gott, ich spinne hier, ey, ohne Witz. Wo er einfach seinen blauen Futtertrog, seinen Pommes-Trog so umgetauft hat in den Gemüsetrog. Das hat auch dann irgendwie knapp einen Tag oder 2 Tage gehalten. Danach war wieder Kroketten mit Pommes. Ja, bis er dann den Schwanz eingezogen hat und den Kampf abgesagt hat. Ja, genau. Und das hat er gesagt, er würde niemals den Kampf absagen. Niemals. Er wird garantiert wissen, dass Hans Entertainment absagen wird. Und irgendwann sagt er, ja, mach ich nicht. Ich mag keine Gewalt. Kannst du dich nicht aus? Der vorbestrafte Gewalttäter mag auf einmal keine Gewalt mehr. Aber ja, das ist recht toll. Ehrlich, ohne Spaß, wenn ich daran denke, seine Diät, Bruder. Ja. Ich
Meine Leute, ich habe es vorangekündigt, ich muss mich jetzt leider von euch trennen. Ja, genau, der Gut aus Friese muss nämlich nur Wäsche machen. Ja, richtig. Ne? Kannst du meine mitnehmen? Meine Waschmaschine ist im Arsch, deswegen ja. Ja, schade, schade. Ich wünsche euch dann noch viel Spaß. Es war mir eine Wonne und ich freue mich schon aufs Video. Auf den zweiten. Ja, dann vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Jo. Das war mir eine Wonne. Metal off. Metal off, bis später. Ciao, ciao. Sorry Leute, wir haben gerade kurze Pause gemacht und der Ostfriesenhelder hat sich in eine wunderschöne Frau verwandelt und nennt sich ab jetzt Annette Mulle. Grüß dich. Guten Abend oder hallo, je nachdem, wann ihr hört. So schnell kann's gehen. So schnell hört man sich. Diese einfach meine Intros. Ich hab die nicht. Nee, du hast sie von mir geklaut. Kann ich wahr. So nämlich. Also, reden wir mal über wichtige Dinge. Ich esse gerade hier Beef Jerky, Sweet Brie. And Hot. Ach, schade. Und das ist sehr scharf, muss ich sagen. Finde ich aber gut. Du bist aber auch eine Memme. Das kenne ich sogar. Das hast du von Amazon, oder? Nee, das ist das von Jack Links. Das kriegst du bei uns in jedem Spar. Ja, okay. Kriegst du ja auch in Deutschland. Ich dachte, ich wurde zum Einsteiger-Podcast im Drachengame eingeladen und nicht zum Beef-Jerky. Nee, wir haben einen Kochs-Podcast jetzt gerade. Ja. Ach so. Oh. Darum haben wir jetzt die Frauen angemeldet hier. Da hast du uns falsch verstanden. Ja, aber ich kann nicht kochen. Da bist du in die falsche Tür jetzt reingegangen. Du bist ja auch zum Abwaschen da. Oh, dieser Mann. Ja, nie wieder. Wieder immer die Fresse. Bruder. Weißt du, und da sagt er, oh, jetzt muss ich aber schneiden. Das darfst du aber drehen. Ich meinte ja auch Annette persönlich und nicht das komplette weibliche Geschlecht. Macht's wenig besser. Nicht für dich. lass uns das nächste Thema einfach angreifen. Da habe ich mir gedacht, wir reden mal über... Ich möchte mal hier... der Super hat mir viele super Sachen geschickt, ja. Da nehme ich sehr viel gerade raus. Sag mal, möchtest du nicht aus dem Kommentar auch die Frage stellen, die du uns allen gestellt hast am Anfang dieses Podcasts, damit die Leute auch hier Annette, ja, weiß ich, Continuity haben oder so ein Scheiß? Wie bist du eigentlich ins Drachengame gekommen? Wie viele Leute wissen, die mich verfolgt haben, wohne ich halt so in Mittelfranken. Und da kriegt man auf Dauer halt trotzdem was vom Drachengame mit. Ich habe vor einigen Jahren viel mit einer Freundin zu tun gehabt, die auch mehr im Drachengame involviert hat. Das war so um den legendären Mittwoch mit Erdbeerchen rum. Das habe ich damals auch mitbekommen. Klassischer Weg. Ich hatte damals Mitleid, weil ich gesagt habe, auch wenn er kein netter Mensch anscheinend ist, ne, sowas wie Gefühle vorspielen und bloßstellen, das macht man nicht. Ich wusste zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so außenrum, was da noch alles davor währenddessen abgegangen ist. Und habe das Ganze halt immer so on- und off-mäßig ein bisschen über die Jahre verfolgt, halt wenn ein neuer Zeitungsartikel rauskam. Und wirklich eingestiegen bin ich dann letztes Jahr im März, als ja wieder diese Gerichtsverhandlung war, wo ihm ja die Richterin noch vom Amtsgericht Neustadt ihm ja quasi noch diese goldene Brücke gebaut und gesagt hat, hier, YouTube-Kanal stilllegen und dann können wir über eine Bewährung sprechen. Ach Gott, waren das noch Zeiten damals. Schöne Zeit. Schöne Zeiten, was er dann abgelehnt hat. Und da bin ich dann richtig eingestiegen, habe dann Stani Move, den ASA, gelesen. Das Archiv, von vorne bis hinten. Ehre. Und ja, irgendwann kam ich dann mit 15:10 so in Discord-Gruppen rein, habe mich dann auch mit mehreren Leuten dann halt unterhalten im Game, also respektive mit euch dann. Und irgendwann war es dann soweit, dass ich ja meine eigenen Videos gemacht habe. Danke nochmal, Anni, für den Anstoß dazu. Ja, ja, gerne, gerne. Ich war bei Annette sowas wieder bitte aus Friesen, bei mir. Bitte was? Annette hat ihr erstes Video gemacht und hat mir das mal zum Durchschauen gegeben und so. Also. Und dann hast du trotzdem weitergemacht, wo du gesagt hast, na, ich. Okay, diese Geschichte habe ich etwas anders in Erinnerung, aber okay. Gut. Okay, okay. Ist in Ordnung? Das habe ich ja auch schon öfters erzählt gehabt. Das Video, worauf ich ja als erstes reacted hatte, war das Drachenlord auf dem Berg. Und das habe ich als allererstes gesehen. Ich wusste nicht, dass es existiert. Als allererstes gesehen auf Anis Kanal, die Reaction damals aus November. Von dem, wo mein Bruder meinst du? Ja, von deinem Bruder. Ja. Und da dachte ich mir, als Berginger, kennst du dich ja da ein bisschen aus und kannst vielleicht den Leuten, die halt nicht aus Mittelfranken sind, die noch nie auf dem Berg waren, mal so ein bisschen Hintergrundinfo geben und auch sagen, dass es absoluter Bullshit ist, mit einem Methorn auf eine Nussecken-Veranstaltung zu gehen. So. Ja. Ja. Und dann weiß ich noch, wie du mich angeschrieben hast. Entschuldige bitte, Arni, wenn du kurz Zeit hättest, wärst du so lieb
Und heute höre ich nur so, weißt du, ah, die bewegt deinen Arsch hier rein, du dummer Dulli. Die Zeiten sind einfach vorbei. Ja, nee, weil keiner Respekt davor dir hat, weil du nee, weil keiner. Du hier, keiner. Ja, überhaupt das sinkt eben hart über die Zeit, ja. Ja, ja. Wenn man nämlich kennt. Arbeit, dass keiner Respekt davor dir hat. Ja, gut. Ah, jetzt weiß ich noch, worauf Uti raus wollte. Und natürlich wurde mir natürlich im Rahmen dieser Gruppe hier gesagt, dass ich angeblich eine sehr angenehme Stimme habe und es sich lohnen würde, meine Videos zu gucken. Na gut, da wollte aber Uti noch ans Wurstfach ran, ne? Gleich, dabei hier Adi, gleich, bin ich weg, also gleich bin ich weg, Adi. Gleich gibt's Ansagevideo, gell? Verbrannte Erde, verbrannte Erde einfach. Krieg. Gut. Dann haben wir das geklärt. Später gibt's dann ein Ansagevideo. Ja, oh, hoffentlich komm, machen wir jetzt hier. Hoffentlich kriege ich auch einen Song von Fuddel. Ich dachte, das wir reden als nächstes wird. Mal über Rainers Power. Über Rainers Körperkraft, über seine. Ja. Ja, welche denn? Stärke. Okay, dann haben wir mal mit dem Thema fertig. Zwischen Reich und mir, da liegen Weltne! Weltne! Ich weiß noch. Wiesne. Also, meine Lieblingsbesuchervideos, da gibt es ja zwei Akteure, die für mich die besten Besuchervideos gemacht haben. Das ist einmal Drachenshow. Und Kinski. Das ist der ZDK. Kinski war auch super Video, ja. Aber ZDK hat halt für mich. ZDK ist halt, ey, der kann auf alles kontern, gefühlt, ne? Der kann gefühlt auf alles kontern. Egal, was du sagst, er kann kontern. Und wenn man nicht, geht halt man zu weit. Das wissen wir ja auch. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Nee, ich auch nicht mehr. Oh, Entschuldigung, ist mir gerade meine Kreditkarte runtergefallen. Ich muss sie kurz aufnehmen. Okay, okay. Das ist oder er macht gegebenenfalls einfach Liegestütze. Genau. Ja, klar. Sven hat Rainer richtig schön vorgeführt und da hat Rainer einen Schrank getragen. Das war herrlich. Reden wir einfach über Lieblingsbesuche, ne? Oh, das können wir auch machen. Annette, was ist denn dein Lieblingsbesuch? Oder dein Lieblingsbesuchsvideo? Ah, da teile ich meine Meinung mit dir tatsächlich. Ja? Laberhäder. Ja? Ja. Kurzer Kontext, es gab damals zur Corona-Krise, als das ausgebrochen ist, da gab es dann, wo ganz, ganz viele Leute bei Rainer waren, gab es einen Besucher, das war glaube ich im April oder sowas, der hat Rainer richtig Stoff gegeben. Der hat Rainer einfach mal super die Meinung gesagt und Rainer hat nicht gewusst, auf was er antworten soll, weil er nicht damit gerechnet hat. Das war ein super Talker. Er ist nicht zu Wort gekommen. Er ist nicht zu Wort gekommen, das war ein super Talker. Mit dem, das haben wir auch mit Troller, wird er schon mal gesagt, das ist auch dein Lieblingsbesuchsvideo, glaube ich. Ja, genau, der ist so super. Ist es. Ja. Der ist der Hammer. Das ist auch ein Schwabe gewesen. Ehre. Ganz viel Liebe und Ehre. Ja. Die Schwaben, die können es, ne? Ach, shit, toll, was war dein Lieblingsbesuchervideo? Ja, sagte der Uti ja gerade. Ich gehe da voll d'accord mit. Der hat den so in Grund und Boden geredet und nicht zu Wort kommen lassen. Und es war herrlich, dem zuzusehen. Es ging, glaube ich, gut 20 Minuten oder so. Mhm. Und es länger. War wunder. Ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall echt lange und Wahnsinn. Pures Gold. Ja. Fuddel, bei dir? Herr Winkler, ich bin arbeitslos, deswegen komme ich am Samstag. Drachenshow. Ja. Ja, Drachenshow. Aber ich muss sagen, Kinski hat richtig Stoff gegeben auch. Also, ja. Es war natürlich ein bisschen schade für die Nachbarschaft, aber richtig Gas geben. Ich habe noch ein drittes super gutes Besuchervideo. Also deins? Nee, da stand ein gewisser Herr vor der Schanze und zwar mit einem Dudelsack. Wer könnte das nur gewesen sein? Ja. Als du dich da wirklich hingestellt hast mit dem Dudelsack und hast ihm da. Ach, auch sehr schön. Manowar habe ich gespielt. Warriors of the World, ja. Habe ich mal beim Durchswipen cool. gefunden. Habe ich wirklich beim Durchswipen auf den YouTube-Shorts und so weiter. Ehrenhater bringt Rainer ein Ständchen und so. Das war schon. Kann aber was dazu sagen, warum das so kurz war. Ich hatte nämlich ein. Richtig mieses Gefühl den Nachbarn gegenüber, weil es da war Totenstille. Und so ein Sack, ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat, der ist verdammt laut. Ja. Und da habe ich gedacht, ich mache das kurz und knapp. Rainer hat ja auch nicht reagiert und nix. Und ich sag, gut, komm, was soll's. Bevor ich jetzt hier richtig Terror schiebe. War aber sehr schön. Es ist, wenn du nicht wüsstest, dass außenrum halt Leute wohnen, ne? Ja. Ja. War wirklich sehr, sehr schön. Also Leute, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, auf YouTube. Ehrenhater gibt Rainer ein Ständchen oder so heißt das mit Dudelsack. Findet ihr bestimmt. Herrlich. Absolut herrlich. Wie er da steht, auch einfach. War sehr schön. War wirklich wunderschön. Hat der Ramlord einfach, also 50% von Ramlord, hat ihm da einfach Live-Ständchen gegeben.
Wenn man Drachen oder Dudelsack sucht, kommt das sofort. Dudelsack-Spieler vor dem Haus des Winklers 2021 heißt das Video. Ja. Auf dem Rainer Archiv. Wir können es aber auch hier verlinken. Gleich unterm, ja. unterm Video. Wenn ihr das VOD gerade schaut. Ja, natürlich schaut ihr das VOD. Es, wir machen es ja nicht live. War mal überlegt, ob wir es live machen. Ja, haben wir doch schon. Wir haben ja in Einsteiger-Podcast 2 live gemacht. Den 15.20, genau. Für uns ist es alle live. Weil wahrscheinlich habe ich auch vorhin auf Stream starten gedrückt, anstatt auf Aufnahme aufnehmen. Ich lese doch gerade irgendeinen Streaming-Chat, nur nicht unseren halt. Ne? Was ist hier los? Ich reagiere die ganze Zeit drauf. ja, Lieblingsbesuchervideo, ja. War, also es waren aber auch wirklich viele, viele gute Besuchervideos dabei. Wirklich viele gute Besuchervideos. Ich glaube, was man auch immer wieder erwähnen sollte, was jetzt, was selbst Rainer jetzt mittlerweile schon mal zugegeben hat, ist, dass, was ja auch immer sehr schön in Stern-TV-Beiträgen postuliert wird, Rainer hat sein Traut euch kommt zu mir Video gemacht und in der nächsten Sekunde standen 1000 Leute vor seiner Haustür. Alles klar. So hat er jetzt selber korrigiert. Hat er selber zwar korrigiert, aber das ist so die Geschichte, die gefühlt immer rübergebracht wird, was nicht stimmt. Erstmal davon abgesehen, gell, was wir auch schon aufgeklärt haben, Rainer hat seine Adresse schon vor dem Traut euch kommt zu mir Video veröffentlicht gehabt, und zwar damals in seinem Forum. Das hat er laut, das hat er auf seinem, was denn? Das ist nicht ganz richtig, nicht seine komplette Adresse, ja, sondern das Dorf, wobei ich sagen muss, ein Dorf mit 20 Häusern. Ja, er hat eine Forumsseite über sich selber gehabt, da stand halt drin Wohnort Altschauerberg. So. Und als Beschäftigung Doppelpunkt D. Ja, merkst du schon selber. Und das Ding ist ja, Rainer hat sein Traut euch kommt zu mir Video, glaube ich, irgendwann mal im September, Oktober 2013 hochgeladen gehabt. Und bis der erste Besuch kam, war Mitte 2014. Ja, das war dann der Norweger, der kam dann irgendwann mal vorbei. Genau. So. Das war einer der ersten dokumentierten Besuche, die es überhaupt gab. Ja. Niemand ist zu Rainer gekommen, nachdem das Traut euch kommt zu Video gekommen ist. Niemand. Absolut niemand. Das Traut euch kommt zu mir nicht in dem Februar? Das weiß ist, jetzt auch nicht, so genau. Ist also nicht so wichtig. Was ich hier noch als nächstes hätte, auch wieder von Suba, der Lat und seine Hygiene. Er hat ja auch gleich mehrere Sachen aufgeschrieben, zum Beispiel das, worüber wir zuerst reden könnten, das Kackduschen. Genau, ja, natürlich, der Klassiker. Die Frage ist Team Hacke oder Team C? Hacke. Nee, C. Doch, weiß ich nicht. C. Hacke. C. Team C. Hacke. Fuddel? Gesichtsbart. Oh Gott. Bitte, was? Fuddel ist schon wieder völlig betrunken. Ja, nein, ich bin sogar Windy betrunken. Will nicht den Hacke oder C ist ja langweilig. Das ist beides abwaschbar, easy. Es ist eigentlich alles abwaschbar in deinem Körper. Easy. Ohne dass du vorher noch ziemlich Troubles kriegst. Das ist schon sehr weit weg von deinem Geruchszinken. Es sei denn, du bist Rainer und kommst halt nicht mehr an manche Stellen ran zum Abwaschen, ne? Was kann man über Rainer deswegen sagen? Duschen. Was kann man über Rainer so Hygiene sagen? Er ist halt sau ungepflegt, man sieht es ihm ja auch an. Er rasiert sich komplett utopisch, er kann sich erstmal generell nicht rasieren. Er kann sich, hat Rudi, er war doch alt genug, als Rudi weggemeddelt ist. Da war doch ja, wirklich alt genug und mit 21 muss man sich rasieren 21, können. 22, sowas, ja, natürlich. Ja, da muss man sich rasieren können. Und man sieht ja jetzt noch, ne? Also entweder nimmt er Klingen aus der Zeit noch, ja, wo er 21, 22 war. Was aber auch nicht schlecht ist. Ich nutze ja auch einen Nassrasierer mit so einer klassischen Rasierklinge. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Du musst ja, aber können. Die wird ja... Ach, du meinst ein Rasiermesser? Nee, kein Rasiermesser. Schon eine mit normaler Rasierklinge. So ja, aber die kannst du auch nicht 10 Jahre benutzen. Nee, ich hab gedacht, okay, du weißt, eine super stumpfe Klinge. Ja, ich meine immer noch das Original so, von Rudi. Genau, so. Das meinte ich damit. Okay, nee, ich hab gedacht, du hast die Art und Weise vom Rasierer hast jetzt gemeint. Okay, nein, ja, einfach nur die Originalklinge noch. Also er benutzt ja, das Originalwerkzeug. Nee, ja, das ist klar. Das ist klar, dass die... Das, nee, also wahrscheinlich schon, ja. So wie er es rasiert. So wie er aussieht, ist schwierig halt, ne? Schwierig, nennen wir es schwierig. Er rasiert jetzt seinen Bart die ganze Zeit schief. Das ist halt das Erste. Ja, der Schnäuzer, der ist schief rasiert, ja. Das Nächste, was ist, er hat super krasse Behaarung auf Schultern und Rücken, die er sich gut, nie abnimmt. Kann keiner was für, aber... Ja, ist wobei halt das schön. Ist... Ja, aber... Ist halt nicht schön. Das würde ich jetzt nicht unter ungepflegt feilen, sondern nee, das ja ist halt, wie es ist und du musst es nicht rasieren. So. Weißt du, das ist ja klar. Ja. Wenn du was anhörst, ja. Also ich rasiere mir auch die Brust nur, wenn ich bei meiner Freundin bin oder wenn sie hier ist. Also jetzt, wo ich natürlich ganz auswandere, da lasse ich mir lasern dann jetzt, weil ich dann einfach keinen Bock mehr habe.
Aber jetzt, wenn ich hier in Deutschland bin, irgendwie 3 Monate oder so, rasiere ich mir auch nicht die Brust. Also würde ich auch nicht unter ungepflegt laufen lassen. Ja. Aber die Bastelscheren sind ja geil. Man muss halt dazu sagen, dass er den Bart verhunzt sich selber. Ja. Okay, das kann man können oder nicht. Aber er schneidet sich ja auch die Haare seit jeher selber, seit wir das mitverfolgen. Und seien wir mal ganz ehrlich, sich den Bart schneiden zu lassen, wenn du zu einem Barbier gehst, zu so einem Osmanen-Friseur. Die können das ja. Die können das nun mal, die haben das irgendwie im Blut, keine Ahnung. Da bezahlst du für eine vernünftige Rasur einen Zehner. Für eine Nassrasur. Zahlst du 10 Euro. Das einmal die Woche, dann wäre er immer halbwegs gepflegt. Weil Rainers Bartwuchs ist ja nun mal nicht so stark. Einmal die Woche einen Zehner in der Hand zu nehmen und dann irgendwie einmal im Monat noch, vielleicht nochmal einen 20er für einen vernünftigen Haarschnitt. Und er wäre dann halt wirklich mit 60 Euro im Monat wäre er durch. Und würde wenigstens auf dem Kopf und im Gesicht halbwegs gepflegt aussehen. Ja. Naja, ab und zu macht er sich ja das Babyface reiner. Das finde ich schon super nice. Der rasierte Rainer ist der Schlimmste, finde ich. Das ist der Beste. Ganz ehrlich, was ich eigentlich, ich meine, Bart ist auch so eine Geschichte, okay? Ne? Wie rasierst du deinen Bart denn? Was ich fast noch viel schlimmer finde, sind die Zähne. Da wollte ich danach drauf kommen. Da waren wir noch gar nicht. Auf die Zähne kommen wir gleich noch. Gut. Ja, aber das finde ich schlimmer, weißt du? Ach, ja, das wäre mir noch gar nicht aufgefallen. Es ist ja auch sowas, Rainer hat ja auch in seinen letzten 10 Jahren sehr viele Haarstyles gehabt, gell? Beste Frisur war nur immer die Prinzessin Lea Gedächtnisfrisur, gell? Beste Frisur. Die hat komplett verfilzen lassen. Meint, dass sie dann auch irgendwie so zu diesem ungepflegten Dasein. Habt ihr hohen IQ in Haare? Du hast ja einen recht hohen IQ in Haare. Ich wollte gerade sagen, du hast ja sehr lange Haare. Ich glaube. Ja. Hätte man diese Haare nochmal retten können? Oder wäre wär durch Kahlschlag die einzige Möglichkeit gewesen? Nee, das nicht. Nee, du hättest sie natürlich retten können, aber es wäre super schmerzhaft gewesen. Du hättest sau viele davon ausgerissen und wäre super schmerzhaft gewesen, aber du hättest sie noch retten können. Du hättest also sie jeden Tag, genau. Man hätte sie nicht, jeden Tag durchfrisieren müssen. Man hätte die nicht mehr gescheit pflegen können mit irgendeiner Kur oder so, dass sie wieder normal aussehen. Ja, was heißt normal? Haarstruktur ist halt. Du kannst es jetzt schlecht mit Uttis Haaren vergleichen. Uttis Haare sind ja einfach nur ziemlich glatt. Ja, aber seine sind ja komplett verfilzt gewesen. Ich meine, kriegt man das nochmal irgendwie raus? Er hat sehr dicke Haare und er hat sehr krausige Haare, weil du siehst ja auch die Naturlocken, die er hat, sobald er ein paar bisschen längere Haare hat. Prinzessin Lea Frisur, ne? Sprich Bände. Das ist eine Geschichte, da kannst du auch tatsächlich gar nicht großartig viel machen. Er ist leider nun mal mit einer Haarstruktur gesegnet. Aber die kann man sich ja glätten lassen. Die hat er auch gemacht. Du glättest deine Haare nicht. Also, es gibt in den letzten Livestreams von Reini haben wir Reini mit geglätteten Haaren gesehen. Ja aber sah super scheiße aus. Naja gut, das andere sah auch super scheiße aus. Ja, er ist halt wie gesagt mit keiner guten Haarstruktur gesegnet. Das kommt halt noch erschwerend dazu. Da und er ist halt sehr stolz auf seine Haarstruktur. Eigentlich wäre da halt eine kurze Frisur besser gewesen. Eine ordentliche, ne, mit einem Schnitt drin und so weiter. Ja, ein vernünftiger Schnitt, vernünftige Rasur, das macht halt viel aus. Ja, mit Schneiden hat das nicht so. Macht wirklich sehr viel aus. Mit Rändern schon. Mit Schneiden hat das nicht so. Ja, genau. Wirklich geschnitten, ja. Kannst du schwer vergleichen einfach. So. Ich weiß nicht, ob er eine vernünftige Langhaarfrisur wäre halt wirklich aufwendig für ihn, ne? Und wir wissen alle, dass er nicht der gepflegteste Mensch ist, der im ASB rumrannte. Der jetzt Deutschlands Autobahn unsicher macht. Oder unsicher machte, ja. Ganz ehrlich, wenn er jeden Morgen aufsteht, wenn er nach dem Aufstehen einfach mit einer ordentlichen Bürste da einmal durchgehen würde, 3 Minuten so. Und dann einfach. Dass du immer vom Bürsten reden musst, verstehe ich nicht, Annette, ehrlich. Ja, der muss die mal ordentlich durchbürsten und dann Pferdeschwanz rein und dann ist Abend Gucci und so. So einfach ist es. Dann wäre auch eine Langhaarfrisur kein Problem. Okay. Aber da ist er halt viel zu faul für. Ja. Man kennt das von Uti. Uti hat sehr gepflegte Haare. Dankeschön, mein Lieber. Ja, ich bin ein bisschen neidisch auf deine Haare, muss ich sagen. Dankeschön. Hast du die schon mal anfassen dürfen? Nee. Ja, du warst. Wir haben uns noch nie gesehen. Wir haben es noch nie live gesehen. Das werden wir jetzt im Sommer nachholen. Ja, Entschuldigung, habe ich nicht dran gedacht, ja. Dann darfst du mich mal angreifen. Ich fasse dich überall an. Ich zeig dir auch die Haare, die du sonst nie. Gut, wir gehen jetzt auf die Zähne. Quickly. Es eskaliert quickly, ja. Wir gehen mal auf die Zähne. Ich hab's ja schon damals angesprochen.
Ich finde es auch schön, dass es so einen schönen Einzug ins Game gehalten hat. Die Bugs Bunny Staffel, ja. Ja. Ich bin ein bisschen, also alles, was ich sage, egal ob Nussecke oder Bugs Bunny Staffel, alles, was ich sage, hält irgendwie Einzug ins Game. Ich bin ein bisschen stolz. Aber die Bugs Bunny Staffel, die wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ihr habt ja bestimmt das letzte auf Reisevideo gesehen. Muss aber auch sagen, das sagst du auch schon seit einem halben Jahr ungefähr, gell? Ja gut, wenn ein Zahn abfault, sind anderthalb, zwei Jahre keine lange Zeit. Ne, das gut Ding will Weile haben, sag ich mal. In einer lebenslangen Haftstrafe sind anderthalb, zwei Jahre auch keine lange Zeit. Das stimmt. Es wäre ja auch zu kurz gewesen. Ja. Der Verweis auf das Relativitätstheorie-Video. Aber wir haben ja im letzten Reisevideo gesehen, da hat auch mein lieber Freund, oder unser lieber Freund, der heilige Ofenkäse, hat da ja auch schön die Großaufnahme reingemeldet. Ich hab's auch getan. Wie sehr sich der Karies durch diesen nächsten Zahn frisst. Es ist der Hammer. Und ich sag euch, den rettet man nicht mehr. Den kannst du nicht mehr retten. Der Zahn ist durch. Der Zahn liegt tot. Der hat sich schon verfärbt. Du kannst diesen Zahn nicht mehr retten. Aber ich stelle mir das halt auch eigentlich recht schmerzhaft vor. Ich habe letztes Jahr... Nee, der ist tot. Der ist der Zahn. Könntest du jetzt abbrechen? Ja, natürlich. Aber der Weg dahin. Der wird des Öfteren Zahnschmerzen gehabt haben. Ich habe letztes Jahr meine Weisheitszähne rausbekommen, weil die angefangen haben, Stress zu machen. Und das waren Schmerzen, ich sage dir. Was haben sie gemacht? Haben sie am Tor gerüttelt? Sie haben Scheiße gebaut. Haben sie die ganze Nachbarschaft belästigt? Aber das waren wirklich Schmerzen, bis ich dann endlich die OP hatte und so weiter. Das wünsche ich keinem. Ich bin normalerweise nicht so zimperlich, aber du hast halt bei Zähnen auch keine Wahl, weißt du? Du musst ja essen. Ja. Du musst was trinken und sobald da irgendwas drankommt, es tut weh. Und ich stelle mir den Weg dahin, ne, bis es dann mal so weit ist, dass der Zahn tot ist. Ich stelle mir das schmerzhaft vor. Ja, er wird viel Zahnschmerzen gehabt haben. Er putzt sich die Zähne auch nur, wenn er Zahnschmerzen hat, hat er das öfteren mal gesagt. Und jetzt, den Zahn könnte er einfach mit der Zange abbrechen, er wird es nicht mehr merken. Der Zahn ist halt tot. Da liegen keine Nerven mehr drin, keine lebendigen Nerven mehr drin. Den Zahn ist nicht mehr zu retten. Es geht einfach nicht mehr. Also die Bugs Bunny Staffel wird kommen. Es ist keine Frage von ob, sondern von wann. Und Zeit arbeitet für uns. Genau. Und wenn sich jemand... Ich habe dieses Loch ja vor über einem halben Jahr schon gesehen. Da habe ich schon angekündigt. Und wie groß dieses Loch mittlerweile geworden ist, ne? Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Er war letztens erst beim Zahnarzt. Ja, hat er gesagt. Quelle. Ja. Ja, und ist nicht krankenversichert. Müsste das natürlich also dementsprechend alles sowieso zahlen. Also ich glaube schon, dass er krankenversichert ist. Du musst ja krankenversichert sein. Ja, sonst wirst du halt von der Krankenkasse, wirst du zwangskrankenversichert. Und dann wahrscheinlich auf privater Basis und... die Rechnung kommen dir ins Haus. Ja, bei Rainer ist das halt schwierig mit diesem Müssen und machen. Aber war nicht sogar im Raum gestanden, dass die Pfändungen, es war doch letztes Jahr Oktober, wo dann vor Gericht gesagt worden ist, es ist wieder ein neuer Pfänder, neuer Gläubiger aufgetaucht. Ja, das war ja die Krankenkasse. War da nicht im Raum gestanden, genau, wollte gerade sagen, war dann nicht im Raum gestanden, dass die Krankenkasse war? Das liegt daran, dass du krankenversichert sein musst in Deutschland. Kann gut sein, ja. Also wenn du dich nicht selber krankenversicherst, versichert dich die Krankenkasse einfach. Die letzte Krankenkasse, bei der du warst, die versichert dich dann und wahrscheinlich zu einem Tarif, der dir nicht schmecken wird. Ja, ich habe im Kopf, das schwirrt mir jetzt halt nur rum, ich habe im Kopf irgendwas mit 860 Euro, was da irgendwie dieser Standardsatz reinversichern oder so. Das ist zu teuer. Weiß es nicht, die Zahl habe ich gemeint. Ich bin auch privat krankenversichert, ich bin sehr viel älter als er. Aber ich bin älter als er und ich bezahle nicht so viel. Sag doch einfach, dass du 60 bist, das ist ja okay. Okay, ich bin alt. Ja. Du bist alt. Ich bin das alt. Ist in der Tat wahr. So alt. Also selbst so viel zahle selbst ich nicht. Jetzt in Spanien muss ich sagen, da ist die Krankenversicherung super billig. Ey, da zahlst du wirklich nur ein Zehntel, was du hier in Deutschland bezahlst. Aber dafür ist auch ist der Zahnarzt nicht mehr drin. Zahnarzt ist halt sehr teuer. Jo. Und, Aber in Deutschland ist Krankenkasse mit Zahnarzt, sobald du einen Ersatz brauchst oder so, bist du auch schon dran. So. Klar, natürlich. Ja. Aber in Spanien musst du halt auch, wenn du ein Loch hast, selber zahlen. Ist halt so.
Und Rainer. Ich kann da keine Löcher reinmachen. Rainer, nee, ich habe eigentlich ganz gute Zähne. Da bin ich immer noch stolz drauf. Alles schön. Wenn ich aber ein Gebiss wie Rainer hätte, Bruder. Diese Zahnlücke, die er von der er immer selber erzählt, dass sie mit dem Schlagstock eingeschlagen wurde. Wie, das Video ist auf YouTube, ja. Zur Not, wir werden es vielleicht mal auf die Hate Cloud legen. Oder? Wudel, dürfen wir das? Aber wir müssen ja immer den, du willst ja immer nur von Leuten, die selber den Content gemacht haben, ne? Aber vielleicht können wir es ja. Wieso? Das ist ja ein. Das ist ja einfach ein Besuchervideo. Besuchervideos sind eh drauf. Das ist okay. Oben übrigens. Okay. Im Ordner Katalea wird man fündig. Okay, ja, Katalea auch Ehrenmulle. Leute, jetzt sehe ich gerade, was für Bilder ihr ins Discord schickt. Ihr. Oh, Junge. Da werden wir mal dieses Video reinladen, in dem Rainer seinen Zahn verloren hat. Da sieht man, dass Rainer mit einem Stock rauskommt. Auf den Besucher, ja, den Besucher mit dem Stock bedroht, der Besucher an den Stock fasst und im Handgemenge fliegt der Rainer halt ins Gesicht. Ne? Und so hat Rainer seinen Zahn verloren. Noch irgendjemand was da hinzuzufügen? Weiteren Fragen? Leider nur einen. Was? Wer hat das gesagt? Satire. Ui. Und es werden noch nicht die letzten Szene sein, seien wir ganz ehrlich. Wir haben die Zahn dahinter gesehen. Könnte ja, halt. Hat er mittlerweile gesagt, das ist selber gerade einen rausgerissen, einen Backenzahn. Ja, da war gut. Wieder beim Zahnarzt und war wieder den gleichen Backenzahn rausholen. Also irgendwie passt da was nicht zusammen. Ja, ist halt Quelle. Ja, den Rest ne? Wahrscheinlich, weil er hat sie oben vielleicht irgendwas rausgepult. Ganz ehrlich, hätte Rainer den Backen. War noch drin. Hätte Rainer sich wirklich selber einen Backenzahn rausgezogen, kannst du davon ausgehen, dass Rainer den noch in die Kamera gehalten hätte. Allein um zu sagen, guck mal, was für ein harter Metal-Drecksack ich bin hier. Ja, das hätte er schon gemacht, glaube ich. Egal, wie der Backenzahn ausgesehen hätte. Ja, wenn er da so ein, also nicht so ein Stück grüne Wolle hinlegt und sagt, das ist mein Backenzahn, das hätte er trotzdem getan. Grüne Wolle. Schön aufbereitet. Und ja, also viel anders wird er nicht mehr aussehen. Ja, überleg mal, der schrubbt sich die Hachel doch nicht. Der putzt doch einfach keine Zähne. Und das ist ja was dir zwischen 6 und 9 Minuten am Tag, was dich zwischen 6 und 9 Minuten am Tag kostet, was dir aber dein ganzes Leben verschönert. Was dein ganzes Aussehen. Du kannst so schön sein, wie du willst. Ich habe damals in der Berufsschule, kann ich mal einen Schwank erzählen, da habe ich so eine Russin kennengelernt. Eine bildschöne Frau. Wirklich bildschön. Und dann fing sie das erste Mal an zu lachen, alle Zähne schwarz. Der ist halt, sie hatte durch einen Autounfall, ist sie auf den Oberkiefer geknallt irgendwie, mit dem, aufs Lenkrad, mit dem Oberkiefer aufs Lenkrad, und da sind halt alle Zähne abgestorben. Ja, und, ja, ey, wirklich bildschöne Frau, aber wenn sie den Mund aufmacht, musst du halt weggucken. Super schade. Und, ja, es kostet dich halt, wenn du so einen Unfall nicht hast, zwischen 6 und 9 Minuten am Tag, da hast du dein ganzes Leben was von, ne? Es ist ja jetzt nichts, was dich irgendwie 3-4 Stunden am Tag kostet. Also ich verstehe nicht, wie Leute sich einfach nicht die Zähne putzen können. Finde ich schwierig. Ja, gut, aber wir wissen ja alle, wenn du dir vorm zu Bett gehen die Zähne putzt, hast du einfach die Kontrolle über dein Leben verloren. Wenn du was? Wenn du dir vorm zu Bett gehen die Zähne putzt, hast du einfach die Kontrolle über dein Leben verloren. Ja, würde ich sagen. Das ist ein Insider, den keiner kennt. Entschuldigung. Okay. Du kennst ihn. Trotzdem, aber die Zuschauer kennen das nicht. Entschuldigung. Sehr gut, Annette, sehr gut. Annette hat einfach die Insider raus, die keiner kennt. Ja. Muss auch sein. Ja. Wollen wir noch einer was über die Zähne zu sagen? Oder? Außer, dass es ein bisschen bah ist? Gut. Ja, ich freue mich auf die Bugs Bunny Staffel, das muss ich schon sagen. Das ich auch, wird ich sehr auch. Witzig aussehen. Du hast mir ein sehr schönes Bild gebastelt, ne? Ja. Indem ich das schon simuliert habe. Ja, das werde ich als nächstes. Wir müssen noch die Schrift und so ein bisschen verändern. Aber dann hat er gezeichnet. Ja, es ist sehr schön. Vielleicht werde ich es mal als Thumbnail benutzen, wenn ich darf. Ja, sicherlich. Es ist wirklich wunderschön. Dann könnt ihr das auch mal sehen, Leute. Das ist wirklich sehr herrlich. Es wird ja auch dahingehend ganz interessant, wenn man sich mal zurückerinnert an die Zeit, wo ihm da der Zahn, als er sich den Zahn selber ausgemeldet hat, seien wir ehrlich, ne? Wo er doch das Video dann danach gemacht hat und den Vorfall ja erklärt hat, obwohl er ja eigentlich nicht drüber sprechen wollte, man kennt's. Wollte Hate?
Genau, Wallhead. Und er meinte, ja, das ist jetzt voll blöd und er lispelt ja jetzt und so weiter. Man muss sich das ja mal mit zwei fehlenden Zähnen da vorne vorstellen. Ach, hör auf. Ich werde ein bisschen geil. Ich werde ein bisschen horny, wenn du sowas erzählst. Na, dann macht euch auf den nächsten Stream gespannt so. Was haben wir dieses T-Shirt da? Wie oft wechselt er seine T-Shirter? Kann er sie noch waschen? Wir wissen, er hat keine Waschmaschine gehabt, ne? Ja. Die ist ihm abgeraucht. Was hat er mit seinen T-Shirtern die ganze Zeit gemacht? Er hat sie einfach durchgewechselt. Also er hat eins 10 Tage angehabt, hat es ausgezogen, irgendwo hingelegt und hat dabei ein anderes angezogen. Dann hat er wieder das eine angezogen, weil das wird von selber wieder gut. Ja, man hat ja auch gesehen, wenn er einen Monat später das gleiche T-Shirt wieder anhat, sind die Flecken auch noch weiterhin drin, die gleichen Flecken. Klar, ja, die Dreckflecken und auch die Salzflecken. Ja, die Schweißflecken, die Dreckflecken, es waren einfach, er hat die Sachen einfach nicht mehr gewaschen. Er hat die zum Lüften vielleicht noch rausgehängt oder so. Aber mehr doch nicht mehr. Ja, auf der Wäscheleine im Hof hingen doch mal zeitweilig auch Klamotten, bilde ich mir doch ein, so im Sommer. Ja. Damals. Da, wo die Hose aussah wie eine zu groß geratene Piratenflagge. Das kannst du dir auch nicht ausdenken, ne? Junge, war das ein Ding. Und die, da hast du auch damals hier zum, ich glaube, das Boss-T-Shirt oder so war das doch, ne? Was denn? Was dich so horny gemacht hat. Reiners Boss-T-Shirt? Like a Boss? Beim Interview? Nee, vorher doch schon. Als er gesagt hat, der Boss trägt Boss. Ach so, der Boss trägt Boss. Ja, das ist ja eine super dumme Aussage gewesen. Die hat mich wieder aufgeregt, so. Die hat dich halt mal so ein bisschen aufgeregt. Ein bisschen. Jetzt wissen wir aber, was für T-Shirts er hat. Ja. Wir wissen auch, was für andere T-Shirts er hat. Wir wissen auch, dass ihm 95% davon nicht mehr passen. Ja, die haben ihn 2013 haben die noch gepasst. 2014 wurde schon eng. Und ab dann ging es immer bergab. Das hat man auf seinem Mantel gesehen, wo er dann irgendwann mal mit der Bastelschere die Ärmel abgeschnitten hat. Junge, da sagst du was. Und er gesagt, das hat eine Kutte draus gemacht. Das hat mit einer Kutte überhaupt nichts zu tun. Das hat ihm einfach nicht mehr gepasst. Einen komischen Arbeitsmantel da. Und er hat damals, das Video im Wald kennen wir ja alle noch, ne? Wo er den Mantel anhatte mit dem Schwert und wo er dann versucht hat, wie er von der Kamera weggewongelt ist, ne? Ohne Spaß jetzt. Das sah aus wie so ein Zeichentrickball, der in seiner Hüftgegend war. Einfach nur ein großer Ball. Ne? Und wie er dann auf die Kamera gelaufen ist? Ist ja schon gewungelt. Eigentlich gelaufen, gewongelt. Junge, da hat ihm der Mantel noch halbwegs gepasst. Junge. T-Shirts sind schon so ein Ding, ja? War das nicht der Mantel, mit dem er auch aufs Breeze gegangen ist? In Anführungszeichen Mantelkutte schießt. Ja, er hat ja noch nicht aufs Breeze, hier auf dem Berg, Entschuldigung. Ja, genau. Er hat ja nur eins. Ja, das war der. Genau. Ja. Genau. Absolut richtig. Ja, Arnie, was haben wir denn noch? Wenn wir schon so weit sind, ja. Dass er ja, wo wir ja wissen, dass der Boss Boss trägt und so weiter. Der Boss trägt Boss. Und das Krokodil trägt natürlich Lacoste. Wie erklärt ihr euch, jetzt möchte ich von jedem von euch so ein kurzes Statement bitte. Wie erklärt ihr euch seinen ersten Auftritt vor Gericht? Uti, fang du mal an. Ja. Oder Troll, fang du an. Ist egal. Da war der Uti. Ja, dann fange ich an. Ich kann es sagen, respektlos. Ich hätte ihm ein Ordnungsgeld dafür verhängen lassen als Richter. Es war überraschend für alle. Ja, wir haben, glaube ich, mit allem gerechnet, aber nicht mit dem. Wobei, man muss auch sagen, wir haben ja auch in Vorbereitung zu, was war das? Das war ungefähr zu 15:10 ungefähr. Da haben wir auch mit Demon drüber geredet. Er hat ja auch den Plan gehabt, sich wirklich seine Haare blau zu färben wieder mal und dort vom Gericht aufzutauchen. Das hat er Gott sei Dank nicht durchgezogen. Ich fand es wahnsinnig respektlos. Ich fand es ekelhaft, das anzusehen. Vor Gericht. Es war generell ein komisches Gefühl, Rainer vor Gericht zu sehen. Also jetzt nicht live, aber so generell mal in Natura. Und ich hätte Rainer ein Ordnungsgeld als Richter da verhängt. Weil das ist, so tritt man nicht vor Gericht auf. Ja. Dem schließe ich mich an. Ich fand es, also da hat einfach so viel nicht gestimmt, ja. Fangen wir einfach mal an bei dem T-Shirt, was vorne auf dem Bauch ein riesengroßes Loch hatte. Also wirklich ein Riesenloch. Abartig. Turnschuhe, die er nicht reinkam oder die er nicht richtig anziehen konnte. Ich weiß es nicht, wo er hinten die Hacke einfach nur platt getreten hat.
Abgesehen wie utopisch er auch mit dieser schwarzen FFP2-Maske aussah, da siehst du erstmal, wie aufgeblasen und riesig und rund sein Mostkopf ist. Das sah einfach witzig aus, wie so ein kleiner Maulkorb irgendwie. Ja. Die FFP2-Maske sah aus wie ein Maulkorb, ey. Das sah wunderschön aus. Und gemäß Ordnungsgeld, ja, das ist das Mindeste. Ich hätte ihm einfach direkt mal pauschal ein halbes Jahr oben drauf gegeben. So. Wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, hier so vor Gericht aufzutauchen? Ohne Spaß. Das sah ja, also wirklich, also das würde ich ja nicht mal anziehen, um Müll runterzubringen, ne? Mit so einem Loch da drin? Ne. Also ich habe schon so eine Gammelklamotte, sag ich mal, wo da ist ja oben am Kragen, ist mal ein bisschen was eingerissen oder so. Das kann man auch durchgehen lassen. Für zu Hause, ne? Aber vor Gericht, no go. Also eine absolute Frechheit, wirklich. Es ist eine, ja, Missbilligung des Gerichts, eigentlich. Mhm. Missachtung. Missachtung, Entschuldigung. Ja. Annette? Möchtest du auch was zu sagen? Ja, was soll ich sagen? Also, schwierig. Sehr schön. Fuddel, du? Er hat es wenigstens angekündigt. Er hat gesagt, also, er hat einmal die Wahrheit gesagt. Er hat gesagt, er hat sich schon vorbereitet für den nächsten Tag. Dann hat er gesagt, für mich ist das nichts Besonderes. Ich gehe einfach so hin, wie ich bin, mit seinem Kettel da, mit diesen Fake-Freundschafts-Dings da von Amazon, den zwei Ringen da. Und dann hat er sich noch seinen Drachenlord-Ring hat er sich angezogen. Also er hat sich schon fein gemacht. Ich habe nur die kleinen Details etwas übersehen. Dann die Turnschuhe waren super Styler. Und ich habe eine WOT geschrieben. Ich habe sie dann nicht gebracht, aber ich habe sie geschrieben und das war 1:1, wie ich mir das vorgestellt habe, dass er auftritt. Weißt du warum? Nur gut, in meiner WOT habe ich auch erwähnt, dass er durch die Eingangshalle nicht durchkommt in den Raum rein, so leicht, sondern dass das ein bisschen länger dauert und 2 Stunden Verspätung hat. Aber ich habe mir das genauso vorgestellt mit den Turnschuhen. Ich habe mir vorgestellt, dass er mit seinem Spipnot-Shirt da kommt und dass er die Frisur richtig auf Style bringt und wunderschön. Ich habe es gut gefunden. Ich habe es wirklich lustig gefunden. Nicht so gut für alle Anwesenden wahrscheinlich, aber mir ist im Endeffekt ja egal. Das Gesamtbild hat gestimmt zu seinem Wahnsinn, den er halt an den Tag legt. Annette, komm, mach du nochmal weiter. Ja, ich wollte ja, Fuddel ist ja dann, aber ist in Ordnung. Soll keißen, ich soll. Ja, ich wollte nur einen Witz machen. Und hat er Fuddel durchgezogen. Afro. Ja, gehen wir gleich weiter zum nächsten Thema, würde ich sagen. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt endlich mal beenden. Dann, komm, lieber Annette, hau mal rein. Jetzt los, alles gesagt worden. Ja. Ich finde es halt schwierig, weil okay, die Schuhe, ich glaube, er hat es versucht mit den Schuhen. Hat sich halt nur rausgestellt, ne, ist halt, ich glaube auch tatsächlich, dass er nicht mehr in der Lage ist, sich halt eben Socken oder irgendwas anzuziehen, weil das Bücken halt nicht mehr drin ist, ne. Bin ich mir auch sehr oder deswegen halt auch die Zehennägel, genau, sicher, deswegen geht einfach nicht. Nägel, ne? Das heißt, auch wirklich sich runterzubeugen und da irgendwie halt mit dem Finger kurz in den Schuh rein, um da dann richtig reinzurutschen und hinten das hochzuziehen, ist halt auch nicht mehr. Deswegen hat einfach das runtergetreten. Ne? Ich war ein bisschen überrascht, dass jetzt beim letzten Prozess, dass er dann wirklich Schlappen anhatte und nicht mal mehr auf diese Sneaker umgestiegen ist. Es ist irgendwie ganz komisch. Bei den Schuhen hat er sich im Vergleich verschlechtert. Beim Oberteil hat er sich verbessert, könnte man sagen, im letzten. Ja, doch, auf jeden Fall. Ne? Gut, Jogginghose, was will er sonst anderes tragen? Ja, da passt nichts mehr rein. Ist ja. Er wird sich deswegen keine Jeans kaufen, Anzug, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Also, was soll großartig noch bei rumkommen? Und ich weiß nicht, ob er wirklich nicht vielleicht gedacht hat, hier, er tritt irgendwie als harte Metal-Drecksau oder sowas auf und das bringt ihm Glück und was weiß ich nicht. Oder ja, aber du weißt doch, dass nur weiße Teslas Glück bringen, oder nicht? Ja, aber nur, wenn du Auto fährst. Wenn du sagst, okay. Mehr spazieren geht aber, nicht, nur beim Autofahren. Ich glaube, er hat beim ersten Mal gar nicht so realisiert, was auf ihn wirklich zukommt. Und dass er dachte, er gibt es ja so, wie er ist und er muss ja nicht verstellen. Und beim zweiten Mal hat er dann gemerkt, hoppala, ich habe doch was zu verlieren. Er hat gar nicht... Und ja, genauso, dann hat er einfach nichts mehr gesagt. Genau. Keine Lügen mehr verbreitet, sondern einfach so wenig wie möglich gesagt. Insgesamt. Als dieses Urteil fiel, 2 Jahre ohne Bewährung, ich glaube, da ist für Rainer wirklich eine Welt zusammengebrochen. Und da hat er gemerkt, ey, kacke, hätte ich das mal anders gemacht. Und deswegen ist er natürlich auch beim nächsten Prozess... Es hat nicht lange gehalten, am nächsten Tag hat er schon wieder genauso weitergetan wie vorher.
Aber vielleicht klar, aber natürlich hat er sich dabei gerechtfertigt. Ne? Es war wieder ein Rechtfertigungsstream. Aber ich glaube, Rainer, wie du schon sagtest, Rainer wusste im ersten Prozess nicht, was auf ihn zukommt. Rainer hätte nicht gedacht, dass er da ohne Bewährung rausgeht. Ich glaube, da hätte Rainer im Leben nicht mit gerechnet. Ziemlich sicher. Aber zu der Anzugfrage muss ich sagen, Rainer Kallmund passt auch in den Anzug. Das stimmt. Rainer Kallmund kann sich aber auch einen Anzug leisten, der ihm geschneidert wurde. So. Ja, weil er verdient doch ja 8.000 im Monat. Ich glaube, der hat eine ganze Zeit lang sehr, sehr viel mehr verdient. Und heute auch noch. Hätte aber nicht für 40.000 Ranger gekauft, hätte er sich auch einen Anzug schneidern lassen können. Ja. Ja gut, aber Prioritäten. Ne? Ja. Fokuspunkte. Außerdem, wenn er sich den gleich beim Hausverkauf zugelegt hätte, dann wäre er wahrscheinlich schon wieder rausgewachsen. Das, denke ich, war auch Rainers Gedanke. Ja, ich werde ja jetzt bestimmt viel abnehmen, dann passt mir das nicht mehr. Ach so, in die Richtung wachsen, hast du gemeint. Nee, hat Rainer gedacht. Also wir wissen, dass es anders ist. Aber Rainer hat bestimmt gedacht, er nimmt jetzt ja viel ab, er ist jetzt ja viel unterwegs. Und ich glaube auch, beim Sponsorenvideo, wenn du das Sponsorenvideo nimmst und so die letzten Streams von dem Haus, meine ich zu erkennen, dass Rainers Gesicht ein wenig schmaler ist. Ich will das Sponsoren, wie du generell, ist eine Frechheit gewesen. Du musst dir vorstellen, das ist die ultimative Werbung von deinem Kanal gewesen. Das musst du repräsentativ sein, wie du nur gehst. Da verstehst du dich zum Feinsten, aber das, was er da abgeliefert hat, als Sponsor, will ich da erstmal generell als Sponsor bei Rainer einzusteigen, schon mal Selbstmord. Aber jetzt nur mal so rein vom Video würde ich mich nicht als Sponsor sagen, ja, da sehe ich mich drin. Nee, vor allen Dingen ist ja bei größeren YouTubern so, dass man meist selbst von Sponsoren angesprochen wird. Ne? Selbst ich hatte schon ein paar Anfragen von Sponsoren, Roxau auch, von hier Raid Shadow Legends und so weiter. Habe ich einfach nicht gemacht, obwohl ich Raid Shadow Legends spiele. So, her bitte Golden. Ich habe es auch trotzdem nicht gemacht, aber man sieht auch, dass selbst bei kleineren Leuten kommen Leute an, und die Sponsoren kommen auf dich zu, wenn sie auf dich aufmerksam werden. Und Rainer hat halt mit so einem Video sein Aushängeschild gemacht. Und das zweite Aushängeschild erzähle ich gleich. Ich lasse erstmal Annette, weil die gerade wollte. Ja, was ich sagen wollte ist, ich kann mir aber vorstellen, dass es eventuell trotzdem irgendeine Firma, irgendeinen Dude da draußen gibt, der sagt, allein wegen dem ganzen Hate jetzt erst recht. So ein Lobo-Typ halt. Ja, genau. Da hat er, glaube ich, drauf gehofft. Ich glaube, auf sowas hat er gehofft. Ich glaube, solche Leute gibt es trotzdem. Oder die halt wirklich nur das ist ein armes Mobbing-Opfer-Seite sehen. Schwierig. Also und sich schwierig. Da einfach nicht belehren lassen wollen. Man muss ja als Firmenbesitzer, muss man ja auch diese Sicht sehen, ich bin nicht nur für die Firma verantwortlich, ich habe auch eine Verantwortung für die Leute, die hier arbeiten. Ja, da hängen Schicksale hinter, Familien, und wenn ich jetzt nur sagen will, ich hau jetzt mal Kohlen in den Rainer, dass der Werbung für mich macht, für meine Firma macht, vielleicht gerate ich ja in aller Munde. Du weißt nicht, was passieren kann. Und wenn du halt 10, 15 Angestellte hast, dann achtest du da, glaube ich, ein bisschen mehr drauf, was du machst, was du nach außen trägst, wie du dich nach außen repräsentierst. Weil da nun mal halt die anderen Leute auch dranhängen, ne? Natürlich, aber das ist eine reine Kalkulation im Endeffekt. Ne? Wie viele Leute könnte ich potenziell dazu gewinnen, die sagen, oh, ich finde es klasse, dass du den Drachen unterstützt quasi, ne? Diese krassen Drachis im Endeffekt. Und wie viel verliere ich gegebenenfalls oder wie viel kommen halt dann nicht zu mir, weil die eigentlich sowieso keine Kunden waren, weil es Hater sind. So. Der einzige Konzern, der mir... Das ist eine reine Kalkulation. Der Bösewicht genug wäre, der mir da einfällt, wäre vielleicht Nestle. Neste macht die Drachenpops, bringt sie auf den Markt oder so. Weißt du, einfach die Drachenfrühstücksflocken. Genau, mit original afrikanischem Wasser und 2,5. Ja, genau. Nestle wäre so ein Verein. Also da muss er auch wieder nicht schneiden. Ja, das lässt er auch einfach drin. Ja, nö, jeder weiß ja, was Nestle macht. Also, ja. Ich glaube, das geht fit. Das ist ja absolute Tatsache. Okay. Ja, das ist gut. Aber Rainer hat ja auch schon Videos rausgemettelt, sag ich mal, in denen er sich ja präsentiert als Vertreter für eine Firma. Ja?
nehmen wir mal... Das Huawei-Video. Nehmen wir mal, genau, das ist natürlich das Paradebeispiel für das Huawei, das Auspack-Video. Wenn ich mal, ich meine, kennt ihr den Kanal Alexi Bexi? Mhm. Ja, er hat ein ganz tolles Video zum BB-Phone damals gemacht. Wenn der... Ich mag den überhaupt nicht. Ist ja auch Geschmackssache. Aber wenn der halt, du kannst gegen seine Auspackvideos, gegen seine Erklärvideos, kann man nicht sagen, man muss seinen Humor nicht mögen oder so. Aber das so sieht halt ein professionelles Video aus, ne? Ja, natürlich. Und wenn ich dann hier... Ich habe auch schon gedacht, wie denkt eigentlich Rainer, selbst die kleinen YouTuber, die zum Beispiel in Anführungszeichen nur von Raid Shadow Legends jetzt angeschrieben werden, ne? Mhm. Die schaffen es trotzdem, in ihrem Video mal so zwischendrin eine Pause zu machen, zu sagen, das Video wird gesponsert von, ne? Und dann gibt es eine Einblendung vom Spiel, vom Gameplay, von irgendwas, ne? Wir wissen alle, wozu Rainer fähig ist. Oder beziehungsweise wie unfähig er ist. Und vor allen Dingen, du musst ja wahrscheinlich auch, wie gesagt, ich bin ja nie auf diese Angebote eingegangen. Du musst ja dann auch regelmäßig musst du bringen. Du musst ja regelmäßig liefern dann wahrscheinlich. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, du musst auf jeden Fall so ein Skript einhalten und das passt halt nicht zu Rainer. Ja, ja, du musst ganz bestimmte Sachen erwähnen und es muss auch eine bestimmte Länge haben quasi. Stell mir vor, Rainer erzählt jetzt was über Richard Edge. Ja, da ist hier der Ding, ne? Der macht jetzt also nur, hier, Leute, nur mal kurz nebenbei, nur weil wir jetzt 2 Minuten oder 3 Minuten oder 5 Minuten über Richard Edge reden, keine Kohlen, ja? Wir sind nicht gesponsert von Richard Edge, aber es ist ein gutes Beispiel, weil jeder kennt Richard Edge, weil jeder die Werbung kennt. Jetzt stell mir vor, da gibt es jetzt irgendwie so einen neuen Helden oder so einen Scheiß, dann gibt es hier, ja, das ist der hier, oh, das ist so eine hübsche, ey, da sehe ich mich drin. Da habe ich schon so Prügel in der Hose, sag ich, boah, alter Falter, ey. Und dann macht ich hier Ding, Alter, und die hat so eine Special Attacke, Alter, hast du gesehen, boah, alter, ey. Genauso würde das Ding von Rainer aussehen. Scheiße, da habe ich Vanillekipferl über den Schreibtisch gespuckt. Hast du dich jetzt hier belacht, beömmelt? Ja, ich habe ein wenig gespritzt, sozusagen. Oh, er spritzte. Er spritzte. Er lächelte. Sie lächelte, er spritzte. Ja, und dann musst du dir vorstellen, Rainer muss ja vielleicht Gameplay-Videos zeigen, Rainer muss das Spiel erwähnen, du musst auch wahrscheinlich wird es nicht von dir verlangt, dass du einen gewissen Knowledge von dem Spiel hast, du wirst ein Skript ablesen müssen oder so, aber das ist auch schon wieder ein Hater, ne? Überleg mal, Rainer soll so 10 Sätze Skript einlesen. Ja, aber stell dir mal vor, du kennst ja Rainer Schach-Video, gell? Und stell dir mal sein Knowledge von Schach einfach mal auf Raid Shadow Legends so umgemünzt vor. Spiel ich da jetzt hier gerade in einem Computer? Oh ne, warte. Ey, jetzt locke ich ihn in die Falle. Ah, jetzt bin ich gestorben. Okay. Top. Ich hätte ihn schon gerne als Arena-Gegner, muss ich sagen. Ja. 10 von 10. Ja. 10 von 10 Ofenkäse. Ja, also Rainers Huawei-Video kennen wir ja alle. Es ist nur lächerlich. Ja, das ist ja auch gelogen. Der hat den wurde Start nie gesponsert. Unfair zu sein. Diesen Raufen. Scheiße. Aber selbst unfair wenn es... Unfair zu sein, es war eines der wenigen Videos, wo wir tatsächlich mal gesehen haben, von was er spricht und nicht nur sein Gesicht. Stimmt. Also es war kein Kochvideo. Das ist korrekt. Es war kein Kochvideo. Ich meine, es sagt viel über ihn aus. Also es sagt sehr, sehr viel über ihn aus, dass man ihm das an dem Video positiv bemerken kann. Ja? Man hat das Produkt gesehen, über das er redet. Sehr positiv. 1. Nice. 10 von 10. Ja, das ist wie, sie sind vor Gericht erschienen. Ja, haben sie gut gemacht. Ja. Er war stets bemüht. Richtig. Nee, nicht mal das. Letztens haben wir noch wieder Rainers. Was fandet ihr, war Rainers utopischste Geschichte? Fangen wir an mit Troll mal wieder. Boah, da außer utopischste Geschichte. Seine utopischste Lüge, oder? Wenn du nicht magst, wir können auch mit Uti anfangen. Dann will ich anfangen. Dann fangen wir mit Fuddel an. Ich habe Angst, ich möchte nicht anfangen. Nein, ich will anfangen. Ja, Fuddel, hau raus. Ja, weil dann nehme ich jetzt dem Uti das weg. Bin mir sicher, dass das sein ist. Ich wüsste jetzt gar nicht, an was ich denken soll. Ich überlege gerade. Nee, ich auch. Okay, dann ist es bei mir. Sag ruhig. Jetzt gib dir. Ja, ich muss Fuddel später noch meinen Sohn anrufen. Oh, ja, das ist okay. Das war schon richtig. Richtig heavy. Mhm. Also wie spät ist denn? 2:30? Ja, das geht noch. Ja. Er hat überhaupt keine Ahnung von irgendwelchen Uhrzeiten oder von
Kindern generell oder so, er muss noch seinen Sohn anrufen. Das einfach mal droppen und dabei bleiben. Also nicht danach sagen, ach, ein Spaß, was die, sondern dabei bleiben und immer weiter reinlügen, bis er dann einfach genervt offline geht. Richtig. Fun Kann Fact, man mal machen. Meine Damen und Herren, der Sohn wurde bis heute nicht angerufen, gell? Ich wollte nur so kurz gesagt. Ja, der Sohn hat schon gemerkt, dass er nämlich alle Rente zahlen müssen. Ja. Mein Gott, ich weiß es gar nicht. Es gibt so vieles, das ist ja das Schlimme dran. Du kannst doch gerne Top 3. Jetzt kommt der nächste mit dem Vorschlag und denke ich mir, ah, shit, ja genau. Genau ja, danach. Mach doch gerne Top 3. Also, ich denke gerade richtig scharf nach. Ich wüsste gar nicht, an was ich jetzt denke, was so richtig utopisch ist. Also für mich war es, wenn ich mich reindrängeln darf in die Reihenfolge, ich war ja letztens wieder kurz beim Excalibur im Stream, da habe ich mich einfach mal so reingemeddelt, so ins Discord, weil der sagte, oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt so durchziehe, ich da rein ins Discord, ich sage, hier, jetzt wird aber weitergemacht, ich bin dabei. Ani ist dabei, Alter. Und da hat er nämlich gerade das Video gemacht, von dem ich ja vorhin erzählt habe, glaube ich, unser schönster Duty Tuesday, mit dem zack, zack, zack rein in den Hebel. Ah, ich weiß schon was. Und da hat er die Geschichte erzählt, dass er erst ans Fließband musste, da war er zu unfähig, dann musste er an eine Bohrmaschine, dafür war er zu unfähig. Und dann haben sie ihn aufs Lager gestellt, wo er dann Kartons aufschneiden sollte. Und da haben sie ihn dann nach ein paar Tagen zum Chef der Nachtschicht ernannt. Du bist so zweimal strafversetzt als Leiharbeiter. Yeah. Und wirst dann als Leiharbeiter zum Chef auf einmal. Das hat also überhaupt keinen Sinn ergeben, die Story. Das war so. Die war echt herrlich. Ich habe jetzt mal ganz scharf nachgedacht, gell, und eigentlich liegt es auch super auf der Hand. Okay. Rainer hat ja über eine lange Zeit hinweg steif und fest behauptet, es kommen regelmäßig zwei Freundinnen zu ihm, die sich dann an so einem eleganten Wochenende bei ihm regelmäßig mehrmals zum Höhepunkt bringen lassen. Ach, ja, die zwei Mullenzeit, ja, stimmt. Die zwei Mullenzeit. Und das Schöne ist ja, wir kennen Rainers pH-Scheiße, gell? Wir wissen ganz genau, wie das aussieht. Das ist halt so Endlevel-Shit, so, weißt du, wenn dir schon eine Freundin, eine ausgedachte Freundin nicht reicht und du noch eine zweite ausdenken musst und du das sogar noch von Kevin Wolter erzählen musst, ja, ich habe jetzt meine zwei so, dann ist schon, da muss ich sagen, Bruder, ich glaube, da ist irgendwas ist da falsch gelaufen. Naja, aber schlimmer war dran einfach, dass der Wolter nicht aufgesprungen ist und gesagt hat, das ist diese Scheiße. Ja, ich wollte gerade sagen, auch so ein Cringe-Moment wäre auch Wolter, aber den können wir gleich nochmal ein bisschen quatschen. Ja, Wolter wusste zu diesem Zeitpunkt ja nicht, auf was für eine Decke er ist. Ja, angeblich. Naja, bitte. Aber lass uns aber gleich überlegen. Ist in das Haus reingegangen. Was war deine utopischste Geschichte, Annette? Kann mich nicht entscheiden. Zwei Sachen sind relativ prägnant. Nimm zwei. Nachgummis. Ja. Erstmal jetzt so das, was relativ recent ist. Gut, dankeschön. Toll. Und du? Ist ja gut. Was relativ jetzt kürzlich war, ne? Er hat Einjähriges mit Mona. Mhm. So. Allein das finde ich schon mal scheiß utopisch. Und was ich halt immer noch, ich finde die Story einfach, weißt du, da rollen sich mir die Fußnägel. Weißt du, wenn er über seine ausgedachten Weiber erzählt, alles schick so, ne? Frauen. Aber als ich letztes Jahr diesen, ja, Entschuldigung, Mullen, ne? Ja. Als ich letztes Jahr diesen Demon League gehört habe, wo er über diesen Rollstuhlfahrer gesprochen hat. Junge, das war die Reaction, die ich abgebrochen habe, ne? Genau. Oh, die war auch, boah, du hast recht. Das war so utopisch. Mm. Junge, nee. Du hast recht. Ja, das stimmt. Magst du so nochmal ein bisschen beleuchten, die Geschichte, oder? Ohne jetzt eigentlich zu hart zu. Okay, also dann, ich versuch's, also ich versuch's mal grob zu umschreiben. Hochgerollt, ne? Rainer hatte ja schon Geschlechtsverkehr mit so gut wie allem, jeden. Und egal, wenn du jetzt Rainer sagst, es soll ja auch nette Aliens geben, ja, die schon mal zwei. Ja, wir hatten Dreier. Ist ja auch alles dokumentiert bei der Antwort auf die Träume. Wäre bei Rainer halt so ein Ding. Und in diesem Leak, in diesem Discord-Leak hat Rainer erzählt, er hat einen Kumpel, der saß natürlich im Rollstuhl. Der ist mit zwei Armen auf der Küche rumgeklettert und hat trotzdem noch mit einem Arm die Schranktüren aufgemacht. Da hast du schon gemerkt, dass die Story völlig hinüber ist, ne? Das,
Und dann am Ende haben sie sich irgendwie einen Lattenfilm angeguckt. Und dann Lattenfilm fing, ist auch schön. Ja, und dann fing er auf einmal an, so Rainer guckte zu ihm hin. Auf einmal war der Typ nackt so. Weißt du, ganz plötzlich hat sich der Rollstuhlfahrer... Der hat schnell Finger gehabt. Ja, er hat den He-Man gemacht. Mit einem Zauberspruch hat auf einmal kein rosa Strumpfbuchs mehr an. Weißt du, He-Man zieht sein Schwert, er zieht den Rollstuhl aus. er hat das andere Schwert gezogen dann. Und dann hat er so an sich rumgespielt und dann habe ich mal ein bisschen an ihm rumgespielt. Und ja, aber es ging gegenseitig. Genau. Wie Rainers Storys halt sind. Ne? Und das war halt dann, weil einer irgendwas über Rollstuhlfahrer gesagt hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Aber Rainer hat dann natürlich schon Sex mit Rollstuhlfahrern gehabt. Eine ganz klare Sache. Also Rainer kennt alle Leute, ja. Du sagst jetzt, du immer, ich habe einen Bekannten, der keine Beine mehr. Sagt Rainer, ja, habe ich drei Bekannte von drei, habe ich alle drei gebomst. Noch eins. Wobei ich glaube, dass er einfach das einfach als Kind geglaubt hat und ist als Erwachsener nicht hinterfragt hat, ne? Der Kumpel, dessen Mutter einen Löwen im Garten hatte. Oh Mann. Ja, das war auch so ein schönes Ding. Ach du Scheiße. Wobei, das ist einfach lustig, weißt du? Oh, nee. Die Rollstuhl-Story ist schlimm, aber das mit dem Löwen ist einfach lustig. Ich kann da so einen Schwank von mir erzählen, ne? Wo du das gerade sagst, Leute, die als Kind was glauben und das als Erwachsene nicht hinterfragen. Und wie hart dumm es sein kann. Meine Freundin, der ist als Kind im Auto immer schlecht geworden. Und es hängt ja immer dieser, ist es für, glaube ich, hier diese, wie heißt diese elektrische, wenn du mal ein Gewicht kriegst an der Türklinke und so. Junge, meinst du, ich komme jetzt auf den Namen? Genau, auf die Startschladung. Da gibt es ja öfter so kleine Bänder, die so am Auto runterhängen. So ein Gummiband mit so einem Draht drin. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Was? Nee, habt ihr das noch nie gesehen? Welche Autos habt ihr denn? Okay, also gibt es an super vielen Autos. Ist aber egal. Okay. Dann hat zumindest meine Freundin ihren Vater irgendwann mal gefragt, hier, wofür ist denn das? Und dann sagte er, das habe ich jetzt extra einbauen lassen, damit ihr im Auto nicht mehr schlecht wird. Ja? Und sie hat das wirklich bis letztes Jahr geglaubt, als ich ihr gesagt habe, man muss dazu erwähnen, meine Freundin ist 45, meine Freundin ist 45 und hat Medizin studiert. Ja, das sollte man dazu sagen. Ja, und nur hat in das Spanien. Ja, eben. Oh. Das ist ja nichts. Oh. Wie fand die Spanikeule aus? Sie hat wirklich Medizin studiert und hat das trotzdem nicht hinterfragt. Also, das sind so Sachen, wo ich dann sage, schwierig. Aber Löwen. Ganz ehrlich, wenn es geholfen hat, ne? Das ist. Nee, es hat nicht geholfen. Sie hat als Kind immer gedacht, das ist kaputt. Das wäre kaputt einfach. Stell dir vor, so. Ich weiß nicht, ich will auch gar nicht wissen, wir wollen das jetzt gar nicht thematisieren. Sag mal einfach, sie hat Medizin studiert, sie ist so ein Allgemeinmedizinerin und irgendeiner kommt zu ihr und sagt so, ey, Frau Arnold Ecker, mir wird richtig schlecht im Auto. Haben Sie ein Bändchen unten beim Auto? Das halt musst du dir mal vorstellen. Wollen Sie ein Bändchen haben? Ich hab mich tagelang in jedem zweiten Satz halt über lustig gemacht. Da bist du immer ein richtig Spur. Ja, ihr kennt mich ja, ne? Ich hab ein großes Maul da. Ja, ne? Ja, wir kennen dich leider. Und was meinst du, was da Turn-Up war irgendwann? Ich mach's heute noch gerne. Wenn ich so irgendwie vom Flughafen abhole, sage ich immer, keine Angst, das Bändchen liegt auf dem Boden. Wir könnten, ne? Jetzt weißt du auch, warum du in Deutschland bist und sie in Spanien. Ist echt, das ist ein schönes Ding. Ja, aber das mit den Löwen, ja, das war auch super utopisch. Die hatten einfach einen Löwen im Garten am ASB, weißt du? Klassiker. Ja, absoluter Klassiker. Das ist ein Löwe. Ja. Der fucking Löwen, Alter. Troll, was ist bei dir? Ich weiß es nicht, der hat einfach zu viel Zeug abgelassen. Nimm gerne deine Top 3. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja, keine Ahnung, ich überlege auch die ganze Zeit, der hat irgendwann mal erzählt, dass es gibt irgendein ultra hartes Spiel, ich komme nicht auf den Titel, wo er gesagt hat, ja, das rockt der wie eine 1 und so. Ich komme noch nicht mehr auf den Titel. Da habe ich auch gedacht, so, nee, ist irgend so ein... Kaizo Mario? Ja, danke, genau so heißt es. Ach, Kaizo Mario, ja klar. Da hat Sven sich doch drüber lustig gemacht. Ja, aber auch so, da habe ich gesagt, ey, Digga, hör mal, ich kenne deine Let's Plays, ey, du verkackst ja bei Tetris gefühlt. Ja, und...
Aber auch hier, dieses, was Fuddel schon gesagt hat, so muss seinen Sohn noch anrufen. Ne? Ich hab gedacht, aber ey, also. Das ist dumm zu dir, ne? War super dumm. Ja, aber so dieses, glaubst du echt, da sitzt doch nur einer draußen, der dir das jetzt abkauft? So, weißt du? Warum macht man? Ich verstehe es nicht. Aber der hat einfach zu viel utopischen Scheiß geredet. Ich weiß es nicht. Warte mal, Leute, ihr müsst mal kurz die Aufnahme pausieren. Ich muss mal kurz meine Tochter anrufen. Kleinen Moment. Okay. Ja, genau. Okay. Oh, wir sind wieder da. Zu spät. Wir sind wieder da. Ich bin mir auch sicher, nachher fällt mir was richtig Utopisches ein und dann ärgere ich mich. Aber momentan, ich weiß nicht, fällt mir gerade nichts ein. Dann schreist du es einfach raus, wenn Annette was sagt. Dann passt das schon. Ich schreife dazwischen, sobald mir was einfällt. Ja, genau. Perfekt. Aber auch diese Dinger immer wirklich, wenn er einfach so irgendwie in den Raum schaut, was du ja vorhin schon gesagt hast, und so kurz wieder, hä, was? Und dann so die Hand aufs Mikro legt, so weißt du? Dann, ja, dann hört es ja keiner mehr, so weißt du? Du hörst draußen die Hater rufen. Ja. Und er hält dann die Hand auch teilweise auf die Kamera rauf, so als wenn das... Ja! Das war super dumm. Die Hand auf die Kamera, das war so gut. Nee, ich mir ist noch was eingefallen. Hier, seine ganze selbstständige Schichtarbeiter-Story. Ja, natürlich. Die war auch super dämlich. Ja. Ja, ja. Mal verdiene ich 10, mal verdiene ich 50 Euro die Stunde. Ja. Und für mich kann immer Weihnachten sein, ne? Das ist ja... Ja. Ah, das ist so gut, das mitten im Leben. Mitten im Leben, ja. Leute, wenn ihr das noch nicht kennt, falls jetzt noch irgendjemand wach ist, mitten im Leben von Drachenlord, ey, schaut euch das an, das ist wundervoll. Dieser Kalender, die Kriselkrätze, ja, dann ja, Urlaub natürlich. Und so weiter, dann nichts zu tun, dann Büro. Dann immer zu Hause. Kriselkrätze, Sabaton-Konzert, weil da macht die Kriselkrätze Pause. Genau, da macht die kurz Pause. Zwei Tage in der Woche macht er Bürokram, also Buchhaltung. Bisschen wie Bonnetcat. Zehnmal die Buchhaltung, die bei ihm ausschaut. Ja, ein bisschen wie CBC, die halt ständig die Steuererklärung macht, so zwei, dreimal die Woche als Hartz-IV-Empfängerin. Ja. Finde ich auch sehr schön. Ah, ist das herrlich. Ich würde noch meine Steuer machen. Wir wissen, dass du die magst. Ja. Ganz viel Liebe geht raus. Ja, aber dieses so in den Raum quatschen, dann die Hand aufs Mikrofon halten. Und im Hintergrund hörst du halt die Hater wirklich auf der Straße irgendwie, Rainer, komm raus! So, aber die Freunde, die zwei Meter neben dem Mikro steht, die hörst du einfach nicht, weißt du? Ja, ich habe jetzt extra die Hand draufgehalten. Und dann sagt er, nein, hier ist keiner. dieses Lachen dann so. Nein, hier ist doch gar keiner. Und dann dieser ganze verdulite Chat, dann gerade auf YouNow, weißt du, noch diese Zeit. Also, doch, Rainer, da ist doch einer. Das könnte halt original irgendwie niemand in der Gummizelle sein. Da ist keiner. So, weißt du, genau so ein Ding. Und wie dieses gefakte Grinsen dabei. Nein, da ist doch gar keiner. Und dann wieder, wenn er das sagt, nein, da ist doch gar keiner. Was? Schatz, ich komme gleich. Ja, ich komme gleich. Ich komme gleich. Ja. Ja, ich komme gleich. Haben wir noch Melonen? ist noch Wurst im Kühlschrank. Also, ey, kannst du dir nicht ausdenken, was da manchmal an Dingern rüberkam. Also, Leute, die ja? Der da hat Hagebuttner drauf reagiert. Dieses eine Discord-Gespräch, wo auch diese eine Mulle drin saß, die ihm quasi vorher immer so richtig in den Arsch gekrochen ist. Und dann er da hier rum hat von wegen, ah ja, es ist meine Freundin gerade hier und jetzt läuft die gerade nackt durchs Zimmer und so, ne? Die Elfe, ja, ja. Genau, und ne, wo die Mulle dann so richtig, boah, bist du ekelhaft und so weiter. Da war er auch. Im ersten Moment wusste er nicht, was er sagen soll. Ne? Der war ein schöner Moment. Ja, 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 jetzt weiß ich wieder, was du meinst. Na, natürlich, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, da saß er in seinem Greenscreen-Raum drin. Ja, hat er sich da nicht die Mozzarellas mit reingeschoben? Das war doch zu der Zeit, oder nicht? Ja, das muss zu der Zeit ungefähr gewesen sein, aber das hat er nicht im Discord nicht gemacht. Nee. Also er hat doch auch so einen gemacht, Er hat sich überraschend lang angehört. Das war es, was mir nur in Erinnerung ist. Ja. Genau. Ja. In utopische Aussagen. Wo er doch meinte, oh, du hältst dich für einen richtig krassen Krieger. Und er meinte, ja, richtig. Aber richtig, hat er sich nicht selber sogar dabei gefilmt? War er nicht live im Discord? Ja. Ja, ja, doch, dann weiß ich, welches Video das ist, klar. Das ist das Kissen with 2.0. Ja. Ja. Troll hatte gerade noch was. Nee, also es gibt einfach so viel, aber mir fällt gerade eine hat einem Besucher gesagt, Zitate, du wirst nie über einen Menschen gewinnen, dessen Kraft so übermächtig ist, dass selbst Gott kniet. Es ist, Alter, es ist halt so, der cringet sich bei mir alles zusammen. Ne? Wahnsinn, wirklich. Ist wirklich sehr schön, ja.
Kannst du überall also ansetzen bei dem. Da kommt ja nur Cringe raus aus dem Kerl. Ja, aber das ist das, was wir lieben, oder nicht? Was wir lieben, ja, und Voldemort. Und Voldemort, stimmt, genau. Wir sagen dieses Wort nicht mehr. Stimmt, ja. Ja. Was war denn, was war denn euer liebstes Bärchen? Das Klobärchen? Naja, das, was ich nicht sagen darf. Ach so, okay. Nein, eigentlich ach so, nicht. Das, eigentlich nicht. Okay, nee, lieber nicht. Das war nur ein Scherzchen. Liebstes im Sinne von, weil das, weil da echt utopische Sachen passiert sind, oder das Liebste von, weil sie unsympathisch ist, oder? Nö, weil da echt utopische Sachen passiert sind. Okay. Tja. In Sachen Erniedrigung siehe Cola-Bärchen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Cola-Bärchen ist auch ganz vorne dabei. Also die Panierung ist einfach göttlich. Ich finde es einfach witzig. Sorry. Ja. Wie er sich auch vorher rasiert hat und alles, ne, und fertig gemacht hat und da gestanden hat. Und ich fand eine der schönsten Sachen, wie er auf die Panierung nachher reagiert hat. Wo er sich das Video von Herrn Newstime angeschaut hat. Habt ihr das gesehen? Ja. Jetzt werde ich ihn richtig fertig machen in Herrn Newstime. Gar nichts wieder mehr reißen auf YouTube. Jetzt hat er richtig Scheiße am Arsch. Da hat er sogar ein Bild gekriegt dafür. Da hat ihm jemand ein Bild, so ein Drache, ein Bild zeichnet, wo er dem Herrn Newstime eine reinzimmert. Ja, stimmt. Und wie toll er sich gefühlt hat, dass er das abgekommen hat. Hey, guck mal hier, ich renne nicht weg. Ich bleib da stehen. Voll badass. Ja. Ja, als wenn er eine andere Wahl gehabt hätte. Da kommen zwei Jungs an, die, sagen wir, mehr oder weniger sportlich sind. Hä? Und was hat er denn für eine Wahl gehabt? Sollte er jetzt die Treppen raufrennen? Er hat ja keine Wahl gehabt, außer stehen bleiben. Ja. Da sehe ich ihn. Ja, total. Er hat ja einfach keine Wahl gehabt, er musste ja stehen bleiben. Was auch schön war, wo er Mana getankt hat, bevor er den Schlag angetäuscht hat. Auch sehr schön. Aus irgendeinem Anime von ihm. Sein Mana-Tanken ist sowieso immer sehr schön, finde ich. Mana-Tanken hat immer irgendwas. Gerade wenn irgendwas passiert ist. Und dann ist ja immer Enigma. Ne? In Enigma, The Return of Anything, kommt dann immer. Oh, ja. Junges. Ideale Musik. Und dann Musik zum 30. Geburtstag, den er alleine verbracht hat. Und dann fließen immer ein bisschen die kleinen Krokodilstränchen. Cool hat immer über das kleine Drachengesicht. Aber nicht über den Mund, weil der ist zu klein. Es ist schon über 2 Jahre her, dass ich Alkohol getrunken habe. Hast du mir nicht gesagt, du hast gestern Alkohol getrunken? Ja! Gestern! Aber davor! Aber denkt dann, dass Indianer eigentlich auch sowas wie Elfen sind? Ja, wenn man sie nicht gestört hätte, klar. Ich finde es auch immer. Was ist denn überhaupt das letzte Thema auf diesem Podcast, auf dieser Podcast-Liste? Das letzte sind wir noch nicht. Wir nehmen jetzt noch eins und danach gehen wir mal zum Ende über, würde ich sagen. Ich merke, du musst ja auch in die Haie. Albinos brauchen ihren Schlaf, habe ich gelesen. Ich gebe es zu, also ihr habt es jetzt zwar nicht gesehen und auch nicht gehört, weil ich die Hand über das Mikrofon gehalten habe. Meine Mama kam gerade rein und hat gesagt, hier jetzt mach nicht mehr so lange mit deinen Freunden, gell? Okay. Ja. Sag mal, kannst du am Schluss mitspielen hier? Aber können wir den Unti ersetzen? Was ist? Wir können den Unti einfach ersetzen, genau wie der aus Friesen, Alter. Achso, bin ich so einfach ersetzbar? Ja. Ja. Wie schön, dass jetzt aber irgendwie trocken wurde. Ja. Ja. Okay, werde ich mir merken fürs nächste Mal. Okay. Jeder ist ersetzbar. Tschüss. Richtig. Ja, denk mal, wo du hier bist. Wir sind alles fiese Mopper. Alles fiese Mopper. Mama, so, jetzt bin ich auch raus irgendwie. Haben wir noch Melone im Kühlschrank? Also wo ist im Kühlschrank? Mama, haben wir noch Melone im Kühlschrank? Genau, auf was ich noch hinaus wollte. Jetzt in meine Rauchen. Jetzt trinke ich das gute Schwarze. Es ist ein bisschen merkwürdig, wenn du so über deine Mama redest, aber okay. Weißt du, ich schaue die ganze Zeit auf dieses Schwarz-Weiß-Bild von Annette. Was? Wieso? Was? Guck nicht auf mein Bild. Der Mutti sagt, ich mein Bild schwarz. Weil ich meine Mama schwarze Anzug. Ich schaue dieses Schwarz-Weiß-Bild. Mama, ich komm gleich. Was ich bei Rainer sehr, genug, sehr, sehr. Es ist keiner im Raum. Es ist keiner im Raum, wirklich nicht. Und damit würde ich sagen, beenden wir das Ding auch gleich. Wir sind jetzt wirklich schon weit über 200 Stunden. Es war wirklich schön mit euch, Leute. Macht gut.
Jetzt klappe zu. Jetzt darfst du deinen Satz fertig sagen. Reiners Lieblingslüge, in der er im gleichen Satz überführt wurde. Dass er 6 Jahre Kampfsport macht? Ja, sehr gut. Also, in der er sich selber. Englisch gut kann. Dass er Englisch in der er sich selber widerspricht. Ja, ja, Englisch. Englisch Lord. Englisch Lord wär ein sehr schönes Ding. Englisch Lord wäre eigentlich auch noch ein Thema, über das man reden könnte. Bone Clinks wäre noch ein Thema. Ich hätte noch gerne gefragt, wer in der Staffel euer Lieblingshater war. In welcher Staffel? Also, in welcher Staffel denn? Nenn mir doch mal die Staffeln. Ist egal, such dir irgendeiner aus. Wer war dein Lieblingshater im ganzen Drachengame? Also bei mir würde ich schon sagen, ich glaube, es war RBS. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, es war RBS. Ich habe Dr. Oll sehr gefeiert. Dr. Oll habe ich auch wirklich gern gefeiert, ja. Ich höre nur meine eigene Musik. Also, das war rein, die Antwort ist ziemlich leicht. Ich habe aber auch Rockstar sehr gefeiert. Ja, natürlich. Ja, das ist halt, RBS ist halt so... Ich würde auch Rockstar sagen. Aber RBS ist der Erzfeind. RBS ist jetzt nicht den ich so sagen würde, da schaue ich mir jetzt an, wenn ich Kopf ausschalten will, dann möchte ich jetzt genießen, so. Weißt du, dann würde ich mir Reactions anschauen. Also wenn du diese alten, es gibt ja diese alten Reactions von RBS, wo er Rainer halt live gerestreamt hat auf YouNow, wo er dann irgendwie nebenbei Minesweeper gespielt hat oder Minecraft oder so, wo es halt wirklich so diese 6-Stunden-Streams gab, wo RBS dann auch einfach 6 Stunden lang reacted hat auf diese Livestreams und Rainer dann zu RBS in den Stream gegangen ist und hat ihm da Ansagen gemacht und so weiter. Da gab es schon göttliche Sachen. Aber was wär's denn bei euch? Ja. Toll. Wie gesagt, die Antwort ist ziemlich einfach. Ich sagte ja, also ich habe Dr. Oll sehr gefeiert, ich habe Roxo sehr gefeiert. Ich habe auch, bevor ich mit dem mehr zu tun hatte, den schwarzen Adler sehr gefeiert. Mein Bruder, ich richte ihn gerne aus. Ich muss mich auch total anschließen bei dir, bei Dr. Oll. Ich liebe halt die Lesungen. Ja, ich finde es gut. Dr. Oll hat auch irgendwie so die klassische Michael-Stimme definiert gehabt. Das ist halt auch durch Dr. Oll irgendwie bekannt geworden. Ja. RBS ist halt ein Klassiker. Trotzdem, Lieblingsreactor war halt immer noch Roxo, weil mit Roxo bin ich in die Reactor-Szene irgendwie reingekommen. Ja, ich bin mit Roxo auch nochmal. Also Roxo hat mich wieder reingebracht. Roxo. Ich war so ein bisschen raus so ein paar Wochen und irgendwann habe ich ein Video von Roxo gehört. Das hat mich auch wieder voll reingebracht irgendwie. Ja, ich glaub, das waren so die 7 Todsünden oder so. Hat Dr. Oll auch sehr, sehr viele Begriffe im Game etabliert. Ja. Dumme. Ja. Hageldom, Barne, Bumsti. Ja. Annette, entschuldige, jetzt haben wir dich dreimal unterbrochen. Gut, reicht doch jetzt schon wieder, gell? Also ich würde sagen, wir machen jetzt einfach zu. Annette, okay. Sprich zu uns. Als du merkst, wie sie zögert, gell? Du merkst, wie sie zögert. Das hast du ja gesagt. Ich hab schon Angst. Ich schäme mich für andere. Ja. Als bekennende Uti von Stillreich Superfan Nummer 1 ist die Antwort sehr einfach. Troll Lindemann. Nee, ich bin tatsächlich Hagebuttene, weil ich durch ihn ins Game eingestiegen bin. Oh ja, Hagebuttene ist auch mein absoluten Lieblings. Ich mag seine Art, seine Stimme, ich mag alles. Ich finde das großartig. Das waren die ersten Reactions, die ich überhaupt im Game gesehen habe, weil, wie gesagt, ich halt trotzdem relativ spät eigentlich eingestiegen bin dafür. Und deswegen wird es immer so einen besonderen Platz haben. Das ist bei mir vielleicht mit RBS auch so. Ich bin damals auch mit RBS auf den Rainer Teamspeak und so gegangen. Und deswegen, viele haben sie ja mit offenen Armen empfangen, hier Abby und so. Leute, das war damals Rainers schärfster Hund, ne? Die hat uns damals gejagt, du. Boah. Ich werde diese Frau niemals mögen können. Sagen sie alle, ja, Abby ist so ein toller Mensch, so ein lieber Mensch und die ist eigentlich eine ganz nette. Ja, ich werde die niemals leiden können. Niemals. Ich mag aber nochmal lobend den Ostfriesen-Hater erwähnen. Der hat mir auch immer sehr die Stunden verkürzt. Ja. Ey, der Ausflug, der, bei dem habe ich schon Tränen gelacht halt, ne? Ja. Je länger ich überlege, desto mehr wird es trotzdem Emma. Emma auch. Nein, ja, doch, Emma. Liebe, nein, Emma. Liebe. Emma auf jeden Fall Liebe. Ganz große Liebe von meiner Seite aus. Ja. Ja. Also es gibt wenig schlechte Reaktor. Roxa war immer super. Ich meine, diese Samstag-Show, das kann man mögen oder nicht. Du meinst aber den Abklatsch von Tuesday. Darum wollte ich es nicht so genau sagen. Ich kann es nicht mehr ganz rezitieren, war ja nicht so groß. Und das mag man oder nicht, der Roxa war super toll.
Aber Emma, diese Scheiß-Drauf-Mentalität ist einfach richtig nice gewesen. Gebe ich dir das vor. Bis er aufgehört hat jetzt gerade vor kurzem, aber wirklich geil. Vielleicht kommt er aber zurück, wenn er einen Cashflow braucht oder so. Ja, Emma ist halt auch so ein Typ, mit dem würde ich gerne im Pub sitzen, einfach so. Ja. Ja. Da ist so Hank für mich so ein Typ. Mit Hank würde ich gerne einfach ein Bier trinken gehen, Mann. Mag ich auch, sehe jetzt aber jetzt nicht so als mein... Also ich mag ihn persönlich, sehe ihn jetzt aber im Game jetzt nicht so überragend. Emma hat ein Video, das letzte Video, das hat er für mich gemacht. Weil ich gesagt habe, er kann nicht so einfach jetzt rausgehen und nichts mehr tun. Er hat ein Video gemacht und hat sich während er das Video gemacht hat, hat er sich nochmal tätowiert. Habt ihr das gesehen? Ja, ja. Das hast du uns in Tschüss erzählt. Was war das denn für eine Lache? Bruder. Entschuldigung. Bruder. Das ja, Leute. Ist eine ehrliche Lache. Schön war es mit euch mal wieder zu diesem wunderbaren Podcast. Ja, wir werden jetzt Uti ersetzen. Es hat mich sehr gefreut, dass ich hier dabei sein durfte. Ja, ich mach die erste Verabschiedung. Ja, meine Damen und Herren, bleibt gesund, bleibt am Leben. Ja, Medlov, Uti. So, Leute, sorry, wir haben nochmal Agurze Pause gemacht. Der Uti hat sich verabschiedet. Und jetzt verabschiedet sich noch eine der schönsten Stimmen im Game. Oh. Möchtest du bitte? Oh, schon wieder gestöhnt. Das wollte ist doch gar nicht gehen. Du weißt doch genau, was passiert. Das ist kein Stöhnen, das ist ein Oh. Du weißt doch, was passiert. Ein knuffiges Oh. Du weißt doch, ja, was passiert. Wenn wir beide knuffen, wieder, weißt du doch, was passiert. Ja, ich habe schon letztens wieder eine Audiodatei von Furchtje geschickt bekommen. Ich weiß ganz genau, was passiert. Ja, ich möchte mich auch verabschieden. Vielen Dank trotzdem für die Einladung, auch wenn ich nur kurz dabei war. Danke, dass du da warst. Hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Sollte mal in Teil 3 kommen, ne, lade ich mich jetzt schon mal direkt selbst mit ein. Das war nett von dir. Ja, ich weiß, der zuvorkommt. Ansonsten, bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer schnallt euch immer schön an. Und von meiner Seite aus, Medlov. Medlov, Annette. Medlov, hi. Was ist jetzt passiert? Annette hat sich ja von einer wunderschönen Frau in einen wunderschönen Kunstliebhaber verwandelt. Ha! Sie heißt jetzt Emma. So schnell kann's gehen. Emma, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, so sehr unverhofft. Aber nicht unverhofft. Ungern, sagen wir mal so. Das freut mich. Das kommt oft, genau. Emma, wir haben schon zwei Stunden 45 haben wir schon auf dem Buckel. Fuck. Ja, genau. Oh, das darf ich nicht sagen. Oder? Doch, das darfst du sagen. Okay. Wir haben schon eine Menge Themen durchgearbeitet. Vielleicht ziehen wir Emma einfach noch ein bisschen nach. Dass Emma einfach so ein bisschen so seine cringigsten Momente, seine Lieblingsmärchen, seine Lieblingsmullen, seine Lieblingsbärchen alles mal so ein bisschen nachholt. Mhm. Emma, wir haben vorhin zum Beispiel gesagt, was war der größte Fremdschäm-Moment für dich im Game, was Rainer so gebracht hat? Fremdschäm und Wut zugleich fällt mir ein, dass bei mir mit großem Abstand dieses Video, was ich mal kommentiert habe, aber auch viele andere, ich habe das genannt Aufstand der Mods. Ihr wisst wahrscheinlich, wovon ich rede, wo diese verzweifelten Mods, die für ihn alle Arbeit verrichtet haben, versucht haben, ihm irgendeine Entschuldigung aus der Nase zu ziehen und das bis zum Schluss nicht funktioniert hat und sich dann einer nach dem anderen verabschiedet hat und der Rainer dann schließlich heulend den Discord beendet hat. Das war für mich sowohl Fremdschämen als auch Wutmoment Nummer 1. Ja, vor allen Dingen Wutmoment. Ne? Also wenn man sowas sieht, Leute, die ganze Zeit für einen die Arbeit machen. Sag mal, da hab ich ja auch eine Menge Leute von. Ne? Nehmen wir den Rocksau, nehmen wir den Troll, nehmen wir den Fuddel, ist egal wer, ja. Nehmen wir den Zach, nehmen wir Lamedel, nehmen wir Uti, jeder, ne? Wirklich jeder hilft hier dem anderen. Und wenn man da mal irgendwie ein Arsch ist, da kann man auch ruhig sagen, kann jeder mal ruhig sagen, ey, tut mir leid oder so. Weißt du, aber bei Rainer,
da kommt das einfach nicht über die Lippen. Ne? Das ist ja. Ja, ich bin emotional so tot. Ne? Ich würde mich ja entschuldigen, aber weil ich ja emotional so tot bin und trotzdem zwei Freundinnen habe, kann ich mich einfach nicht ehrlichen Herzens entschuldigen. Das war wirklich, ja, es war wirklich hart, ehrlich. Also wenn er sagt, gerade schon dieses, ich bin emotional tot und fängt dann, als sie gehen, tut er so, als wenn er heulen würde. Weißt du, das ist so, beißt sich ja weg. Ja, und anstatt sich einfach für sein Scheißverhalten zu entschuldigen, das wären zwei Sätze gewesen. Ja. Da hätte er sich keinen Zacken aus der Krone gebrochen, aber es kriegt er nicht geschissen. Ja, genau das ist es, Troll. Er hätte sich einen Zacken aus der Krone, also er hätte sich einen Zacken aus der Krone, und darum kann er das nicht. Aber keiner von uns hätte sich einen Zacken aus der Krone gebrochen. Und selbst, er hätte es ja nur heucheln müssen. Selbst das wäre ja okay gewesen. Selbst das kriegt er nicht hin. Dieser, ich darf es nicht sagen, ich sag Narzisst. Okay? Ja, aber wo wir gerade bei Krone sind, wie du heute schon so schön sagtest, der König spielt sich nicht selber. Ja. Und da hat man das ganz klassisch gesehen. Mhm. Er hält sich für den König, aber... Ja, er wurde nicht gespielt als König. Er wurde nicht gespielt, genau. Ja. Das war wirklich, ich glaube, Rainer wurde das in diesem Gespräch... Der Einzige hat das, glaube ich, auch mal sich vorgenommen. Ich meine, es war der Einzige. Sehr, sehr guter Drachen-Gameplayer. Man hat diesen einen Moment, als der Erste sagte, selbst wenn er es jetzt sagen würde, wäre es nicht mehr ernst. Da war eigentlich, da ist dieser, ja, da ist alles abgebogen in eine Richtung, die Rainer nicht mehr kontrollieren konnte. Und da hat man gemerkt, wie Rainer auf einmal versucht hat, ein bisschen zurückzurudern, aber auch nicht, sich aber auch keine Blöße geben wollte, ne? Mhm. Also man hat schon gemerkt, und dann hat man irgendwo das brechende Herz irgendwann gehört. Ja, aber es ist auch keine Blöße zu sagen. Er hätte einfach nur sagen müssen, Jungs und Mädels, sorry, ihr habt recht, habe ich falsch reagiert, es tut mir leid, schau mal, wie wir das wieder hinkriegen. Punkt. Ja. So, ganz einfach. Das war zu viel. Einfach. Ganz einfach. Na klar. Ja, weil der Kerl nie sozialisiert wurde. Der hat nie gelernt, sich zu entschuldigen. Der musste sich von noch nie jemandem entschuldigen. Und er hält sich ja selbst für das Alpha und das Omega. Ja, und so jemand entschuldigt sich natürlich auch nicht. Ne? Genau. Rainer mit Alpha und Jota, ganz wichtig. Ja. Wenn, dann haben sich natürlich die anderen zu entschuldigen, weil der Rainer hat sich natürlich nichts zu Schulden kommen lassen. So nämlich. Er hat ja immer so einen Grill angeboten als Ausgleich, ja, den er nicht brauchen konnte. Also er hat schon sehr viele solche Sachen gerissen, auch mit Leuten, die ihm ja wohlgesonnen waren. Ne? Nehmen wir Abby. Diese. Ja. Boah, nee, ich will's nicht sagen. Ich darf's auch nicht. Ich darf's nicht, ja. Nehmen wir Abby. Nimm jeden Mod. Nimm Leute, die ihm 500 Euro gespendet haben und dann schreiben, ey, cooler Winkel, als er einen neuen Kamerawinkel zeigt. Nehmen wir, es war jetzt letztens wieder, ich zitiere wieder, der Einzige, wo jemand geschrieben hat, du siehst bedrückt aus. Und da hat Rainer gelesen, warum betrunken, oder was hat er dann, glaube ich, gelesen, ne? Bin überhaupt nicht betrunken, was soll denn das? Und dann hat er dann gebannt und haben alle gesagt, Rainer, da stand nicht betrunken, da stand bedrückt. Nee, da stand betrunken, ich kann ja wohl noch lesen. Und 50 Leute sagen ihm, Rainer, das ist falsch, was du da gerade machst. Nee, ganz sicher nicht. Ich bin hier der große YouTuber, ich weiß, was ich tue. So, dann denkst du dir auch, Bruder, man kann dir einfach nicht helfen. Es geht einfach nicht. Es ist ja Hopfen und Malz verloren. Jeder, der jetzt immer noch glaubt, er könnte ihm helfen, der hat einfach nichts, der läuft einfach am Leben vorbei. Da ist einfach nichts mehr zu holen. Ja. Darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja, bitte gerne. Bedingt. Warum liegt ihr hier meine Ex-Freundin auf Discord? Achso. Das ist nur zu meinem persönlichen Spaß. Achso. Ja. Okay. Während wir gerade hier ernsthaften Podcast aufnehmen, guckt Troll auf irgendwelchen Seiten rum und postet hier Frauen im Discord. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Ich weiß auch nicht, warum er das tut, aber er tut. Ich stehe auf Rothaarige. Muss ich ja, ich auch. Deswegen habe ich das hereingeworfen. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr nachher darauf eingehen möchtet. Ich hätte jetzt gerade ein bisschen in meiner Bibliothek gewühlt. Nee, wobei ich sehe gerade, das würde absolut, absolut den Rahmen sprengen. Ich hätte hier die narzisstische Persönlichkeit-Checkliste. Aber ich sehe gerade, die umfasst tatsächlich von Seite 55 bis Seite 63. Groß oder klein geschrieben? Naja, es ist relativ, ja, so mittlere. Naja, das sind so, schon einige. Wir können ja die ersten zwei Seiten mal abhaken, wenn du magst. Naja, gut, es geht natürlich hinterher um die Auswertung. 15 bis 25, 26 bis 65 oder 66 und mehr Kreuzchen. Aber lass uns doch mal, können wir das uns gerne nachher kurz nochmal ansprechen. Lass uns doch mal die erste Seite durchgehen, einfach nur so aus Spaß. Jetzt oder später? Ja, jetzt. Okay, Punkt 1. Demonstriert ein Selbstwertgefühl, das sich mit seiner Position, seiner Erfahrung oder seinen Verdiensten nicht rechtfertigen lässt. Ganz klares Ja, oder? Check. Denke schon. Check. Hegt großartige, Vorstellungen davon, wer er ist und was er erreichen kann. Ja. Ganz großes Check. Redet oft über sein Bedürfnis zu führen, die Leitung zu übernehmen, Macht auszuüben oder seinen Wunsch nach schnellem Erfolg. Check. Ja. Glaubt, dass er sich nur mit anderen, in Anführungszeichen besonderen, erfolgreichen oder hochrangigen Menschen umgeben sollte. Natürlich. Check. Check. Und die Gronkh, ne? Benötigt übertriebene Bewunderung durch andere. Check. Hat das Gefühl, vieles steht ihm einfach zu, erwartet ständige Vorzugsbehandlung. Natürlich. Check. Beutet Menschen aus, beziehungsweise übervorteilt sie. Ach, selbst, ja, klar. Hat ja, Emma sagt auch check, aber Emma, muss mal schnell raus. Ich bin gleich wieder da. Ja? Ja, alles gut, alles gut. Da können wir ja gerade auf die Liste fortführen. So ein bisschen leiser redest, wir sind ziemlich am Ende schon. Entschuldigung. Nee, ich werde das Mikro ein bisschen weiter weg. Als kleine Anregung. Dankeschön. Hat kein Einfühlungsvermögen und absolut ist unfähig, nicht. Bedürfnisse und Leid anderer Menschen wahrzunehmen. Ist so, ganz check. Sicher. Ist oft neidisch auf andere oder glaubt, dass andere ihn beneiden. Onky Gronkh. Check. Ja. Ist arrogant und behandelt Leute von bitte. Oben herab. Check. Empfindet seine Probleme als einzigartig oder wichtiger als diejenigen anderer Leute. Das check. Hat er schon mehrmals genau so gesagt. Hat eine übertriebene Vorstellung davon, was ihm zusteht und rechtfertigt damit die Beugung von Regeln und die Übertretung von Gesetzen. Check. Absolut. Das ist der Wahnsinn. Das ist dieser Mensch, es steht hier beschrieben in dieser Checkliste. Ich wollte gerade sagen, bist du sicher, dass du da einen richtigen Narzissten-Check hast? Ja. Oder ist das einfach ein Drachenlord-Rätsel? Nein, das ist ein Sachbuch aus meiner Bibliothek. Ist überaus ich-orientiert und verprellt andere, weil es ihm immer nur um ihn selbst geht. Ja, Mann. Wir sollten hier vielleicht kurz erwähnen, dass Troll in einem medizinischen Beruf tätig ist. Und er deswegen solche Fachbücher Etzeler tatsächlich sogar zu Hause hat. Ist es so, was tatsächlich mit meinem Beruf nichts zu tun? Es ist tatsächlich mein persönliches Interesse an menschlichen Abgründen. Und dieses Buch trägt den Titel Die Psychopathen unter uns. Okay. Ich dachte, es wäre, weil du ja medizinisch bereit tätig bist, dachte ich, wäre vielleicht irgendwie so ein Lehrbuch. Ist korrekt. Na, aber es ist korrekt, aber es ist dennoch ein Sachbuch. Fahren wir fort. Ist extrem empfindsam dafür, wie er von anderen wahrgenommen wird. Nee. Eigentlich nicht, ne? Nee. Aber das macht nichts. Also wenn ein Punkt mal raus. Ja, obwohl, doch, klar. Eigentlich schon, oder? Eigentlich schon. Obwohl, ja, wir haben ja gesehen, wenn er im Juno-Song nicht erwähnt wurde oder nicht dabei sein durfte. Genau. Ja, doch. Ja, natürlich. Jetzt kommt ein Punkt, den finde ich sehr, sehr witzig. Irritiert oder erbost sie und andere Menschen regelmäßig. Nein, das können wir nicht machen. Alles klar. Es ist ihm, okay, ich glaube, das können wir wegstreichen. Es ist ihm wichtig, gut auszusehen und verhätschelt zu werden, verbringt regelmäßig außergewöhnlich viel Zeit mit Körperpflege. Man muss aber sagen, er hält sich für gut aussehen. Ne? Das sollte man ungepflegt. Ja. Er hat ja schon ein paar Mal gesagt, dass er sich selbst für sehr gut aussehend hält. Und das haben ihm auch schon mehrere Mullen bestätigt.
Das ist korrekt, aber er verbringt nicht viel Zeit mit Körperpflege. Halten wir das fest. Ja, das ist ja, weil es nicht nötig hat. Ne? Braucht es gar nicht. Ja, genau. Ihr stoppt mich einfach. Tendiert dazu, sich und seine Fähigkeiten in fast allen Bereichen zu überschätzen. Natürlich. Oh, kann man sagen, ja. Hat andere als minderwertig, unfähig oder unwürdig beschimpft. Check. Jeden Tag. Also täglich, ja. Ja. Hat wenig Verständnis oder Einfühlungsvermögen für andere gezeigt, erwartet aber selbst Mitgefühl von allen. Check. Hat wiederholt die Bedürfnisse anderer ignoriert. Körperliche, Nahrungsschutz, Kleidung, emotionale Liebe, Berührung, Umarmung und finanzielle. Ja, oh, absolut. Toll, ich würde sagen, hier machen wir kurz einen Break. Wir machen einen Break, alles okay. Wir merken schon, wo es tendiert. Du lässt dir bitte diese Seite im Buch, da machst du mal ein Lesezeichen rein. Mhm. Und wir beide werden uns mal vielleicht morgen, übermorgen oder so. Ein kleines Video vornehmen. Ich glaube, wir werden das mal zusammen durchnehmen. Sehr schön, sehr schön. Ja, doch. Aber wir merken schon, wohin die Tendenz ausschlägt. Ja. Echt? Ja. Also ich zumindest merke es, ja. Man sollte nicht verurteilen, nicht aber es vielleicht. Es ist noch ambivalent. Es ist sehr offen. Es ist noch offen, ja. Ja, ist noch offen. Ja. Der Ausgang ist offen. Wir werden danach die Punkte zusammenzählen und wir sind gespannt auf das Ergebnis. Okay, ich hole mir kurz Vanillekipferl. Ich möchte jetzt aber Emma das Wort überlassen. Und zwar mit der Frage, Emma, was war dein Lieblingsbärchen im Game und warum? Ja, auch da fällt mir sofort die Antwort ein. Es war das Cola-Bärchen, weil sie ihm einen HIV-Test aus den Rippen geleiert hat. Das ist nice, ja. Großartig gemacht. Wunderbar, ich glaube, Hepatitis war auch noch dabei und noch irgendwie so Zeugs. Aber da hat sie wirklich extreme Anstrengungen unternommen, um ihn dazu zu bewegen, zum Arzt zu meddeln, sogar noch Geld dafür zu bezahlen und diesen Scheißtest zu machen. Du hast ja absolut recht, da sind wir gar nicht drauf. Das ist uns vorhin gar nicht eingefallen, ne? Du hast ja absolut recht. Das ist uns vorhin gar nicht eingefallen. Okay. Dass sie ihm auch einen HIV-Test rausgemeldet hat und so weiter. Stimmt, das stimmt. Ja. Oh ja, ey, das waren einfach so gute Sachen. Ich höre mir wirklich einmal im Jahr, oder wenigstens einmal im Jahr, manchmal wirklich alle 6 Monate, die Cola-Bärchen-Leaks von Roxo an. Ja, die sind geil. Fast 6 Stunden, glaube ich, ne? Einfach herrlich. Einfach herrlich. Kann man sich immer mal wieder geben. Wunderbar einfach. Großartiges Material. Ja. Die Dame hatte eine Engelsgeduld, aber sie hat genau gewusst, wann sie ihn provozieren muss und wann sie wieder so einen kleinen Gang zurückschalten muss. Mhm. Und das hat sie wirklich großartig gemacht. Sie hat ihn echt gelesen fast schon, ne? Mhm. Sie hat ihn wirklich gelesen. Ich fand auch sehr schön, wo er den Marienkäfer fotografiert hat. Wisst ihr das noch? Ja, na klar. Wo er sagt, ja, das ist aber schon eigentlich, also ich finde, das ist eine ganz gute Schärfe, das ist eine ganz gute Qualität. Und ich fand diesen Satz so toll. Schärfe ist nun mal irgendwie, was ist das? Schärfe ist keine Emotion, also Schärfe ist kein Gefühl. Schärfe ist ein Fakt irgendwie, das ist ja, und ja, das ist nun mal nicht scharf. Ja, genau. Junge, habe ich mich flach gelegt, ey. Das war einfach. Da waren manchmal so gute Sachen bei drin, ne? Man kann ja gar nicht alles so einfach aufzählen, weil das halt wirklich 6 Stunden pures Gold sind. Das war ja auch so ein Punkt, ne? Also sie hat ja gesagt, sie ist Fotografin, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob's stimmt, aber ist ja egal, ob's stimmt, ne? Und Rainer flext da mit einem Marienkäferchenbild und glaubt, das sei das Wunderwerk, das demnächst in allen Galerien dieser Welt zu sehen sein muss, ne? Dann nehmen sie die Mona Lisa und den Mundi für Abdu und hängen dafür das reine Marienkäfer, welchen hängen sie dann an der Wand? Na klar. Na klar. Direkt daneben hängt das, wo er an diesem Holunderstrauch riecht. Ey. Ja. Boah, das war so gut. Das war richtig schön, ey. Oh, herrlich. Unser Naturliebhaber, ja? Absolut herrlich, ey. Das war richtig. Das hat es mir richtig abgeholt. Ey. Absolutes Traumbild. Ey. Absolutes Traumbild. Hat sich immer nicht erinnert. Ich weiß, was mein Gott sei. Das ist so schön.
Aber Emma, was wir jeden gefragt haben und was du uns natürlich auch noch kurz beantworten musst, wie bist du ins Game gekommen, also als erstes, wie bist du auf das Game aufmerksam geworden und was hat dich dann dazu bewegt, selber im Game aktiv zu werden? Ah, ich bin ja spät eingestiegen, ich bin ja ein wirklicher Späteinsteiger. Ich war bei der BLM-Staffel, da bin ich dann auf ihn aufmerksam geworden. Und da habe ich zuerst gedacht, er trollt mich und das kann eigentlich nicht sein. Und dann fing er ja an zu weinen da in diesem denkwürdigen Video. Da habe ich gedacht, nee, der trollt mich nicht. Der meint ja tatsächlich ernst, was er da sagt. Ich bin nicht der Drachenlord, ne? Ich bin immer der Drache offiziell und so. Und da habe ich gedacht, ja, und seitdem kam ich dann nicht mehr von dem los. Ja, und dann kam Corona und Langeweile und da habe ich gedacht, jo, könntest dann vielleicht auch mal. Corona und Langeweile haben wir heute tatsächlich Erzähler schon mal gehört. Corona und Langeweile hat wirklich Leute dazu bewegt, selbst aktiv ins Game einzusteigen. Ja. Ich hatte vorher eigentlich ein Leben, ne? Aber gut. Ja, das ist danach vorbei, ne? Wenn man im Drachengame ist, dann ist das Leben durch. Das ist Leben vorbei. Genau. Ja. Ist so, aber. Muss man halt alles für die Karriere opfern. Ne? Ja. Muss die Ace korrigieren. Das heißt, was hat dich dazu bewogen? Aber das macht nichts. Oh. Der Werte Herr Lindemann ist jetzt Deutschlehrer. Hallo? Ja, es ist aber so. Es ist tatsächlich so. Was ist denn ein Bonbon? Ein Bonbon? Ein Bonbon ist eine ich hab toll gefragt. Kluge, halb amüsante Aussage. Ich habe keine Ahnung, was ein Bonbon ist, aber es klingt für mich auch nicht sehr deutsch. Es ist natürlich eine Süßigkeit. Nein, das ist eher ein Bonbon, oder? Ein Bonbon ist eine kluge, halb amüsante Aussage. Okay. Siehst du? Wieder was Neues. Ich werde Rücksprache mit Franz Bauer halten. Liebe geht raus an Franz Bauer und Hicks und Quaffi und Süßmulle und so weiter. Ein Bonbon. N-M-O-N-T. So, B-O-N-M-O-N-T. Ein geistreiches Wort, eine treffende Bemerkung oder situationsbezogener, gelungener Ausspruch. So. Eben, sowas wie jetzt recht geben. Metal, Leute. Habe ich wieder was gelernt. Ja. Wir haben vorhin auch noch gefragt, Emma, was war denn für dich Rainers Lieblingsauto? Ist es der Ranger, der jetzt gerade in Geschwindigkeit alles überflügelt, irgendwie vom ersten Kratzer bis zum heutigen Medal of, oder? Ich glaube, es war der A6, weil der A4. Der Ranger, der A4, ja, richtig, der hat einen V6, ne, so rum war. Genau. Weil an dem Ranger hat er, glaube ich, ziemlich schnell seinen Spaß verloren. Also die Euphorie dauerte nicht so lange. Dann hat man ihn ja gesehen, da auf der Autobahn, da hat er schon Macken gehabt, ne? Also da lief er nicht so richtig. Naja, er hat aber auch gesagt, das Auto braucht der Kratzer, das gehört so, das muss so sein. Die hat er jetzt auf jeden Fall. Nee, er hat gesagt, er muss dreckig sein. Und auch Kratzer. Das sowieso, aber nee, der lief ja auch nicht so rund auf der Autobahn. Da gab es ja irgend so einen Stream, wo er sagte, oh, da sind irgendwelche Geräusche und so. Oder die Motorlampe ging an. Warum auch immer. Das ist meist kein gutes Zeichen. Das Görsker-Auto, glaube ich, war sein liebstes. Da haben wir, glaube ich, alle gehabt jetzt bis jetzt, ne? Das Görsker-Auto. Wir haben alle den Rudi A4 genommen. Den rasenden Rudi. Ich habe den Ranger genommen. Ja, du hast den Ranger genommen. Ich habe aber noch als Erwähnung noch den Ding gebracht, den Unfall, der dokumentiert wurde. Der war bei dem Montana. Aber natürlich, der A4 war gut, ja. Bei denen ist er auch immer so schön behindert gefahren. Das finde ich echt toll. Geh nochmal schnell raus, die Emma reinholen und dann bin ich wieder da. Geht raus, die Emma reinholen. So sieht's aus. Jo. Welche Sponsoren könntet ihr euch denn für Rainer vorstellen? Ich habe ja vorhin schon Nestle genannt. Gibt es noch Sponsoren für Rainer? Gibt es noch irgendeinen Sponsor, der euch einfallen würde, wo ihr sagen würdet, das könnte Etzala passen? McDonald's. Junge. Überleg mal, du gehst an McDonald's und denkst an Rainer, gehe ich sofort wieder raus. Fuddel? Du musst mir doch mal die Frage stellen, so, ich hab gerade was zu trinken geholt. An Rainer Sponsoren-Video. Was glaubst du,
Na, was denkst du, wäre der richtige Sponsor für Rainer? Jetzt, ich finde diese Nestle-Idee von dir mega gut. Das ist richtig cool. Irgendwas Schlimmes, so keine Ahnung, ist diese genmanipulierte Dings, das, was Bayer kauft hat. Irgendein Fitnessstudio wäre auch ganz nice. Ein Fitnessstudio wäre auch super. Stimmt, ein Fitnessstudio wäre wirklich was. Wollen Sie so aussehen? Bewerben Sie sich jetzt nur 20 Euro den ersten Monat oder so. Einfach, ich hätte gesagt, Idee. So Monsanto, kaum Nebenwirkungen. Nicht sowas. Auch nicht schlecht, auch nicht. Ja. Also mir gefällt diese Fitnessstudio-Idee, gefällt mir Tschernobyl-Tours. Bruder. Ja, weil Monsanto, auch schön hier, kaum Nebenwirkungen, höchstens das da. Das könnte Ihnen aus dem Hintern wachsen. Aber auch das Fitnessstudio finde ich schon fast realistisch. Ich hätte gesagt, und dann Nestle, die Drachenflops oder die Drachenflakes, nur echt mit echten Cashewkernen oder so, aber mit echten Kindertränen oder so. Ja. Ja, und dann sagt ihre Hose auch Jogging, aber ihr Arsch McDonald's. Bewerben Sie sich jetzt. McDonald's. Schönes Ding. Emma, was mit dir? Was meinst du, wäre der beste Sponsor für Rainer? Wir hatten gerade, ich hatte Nestle gesagt, weil es halt wirklich ein böser Konzern ist. Troll hat gesagt, ein Fitnessstudio. Fuddel hat gesagt, was hast du gesagt? Monsanto. Monsanto? Kaum Nebenwirkungen? Ja, jetzt diese genmanipulierte Saat. Und was würdest du sagen? Was wäre der beste Sponsor für Rainer? Beate Hose vielleicht? Vielleicht wäre es auch. Junge, da vergeht einem doch alles, wenn man. Vielleicht wäre es BMW. Also, das ist so ein Bild vom Ranger und dann so nicht mit uns. Bei uns passt er nicht rein oder so. Garantiert Rainer frei. Oder einfach so für Ortschaften, weißt du? Hier darf der nicht rein. Das ist direkt so vorne, da ist das Ortseingangsschild hier. Ich buchse Hude und darunter, der darf hier nicht rein. Wohnen Sie doch bei uns. Hier ist Frieden. Anstatt Ortschaft wäre das eine super Hotelwerbung einfach. Nicht bei uns. Super, ja, genau. Ja. Das wäre eigentlich auch eine coole Sache. Nicht mit uns, nicht mit uns, ja. Fischchen. Emma, was sagst du denn zu seinem Behaupten, das hatten wir gerade eben schon, oder was wäre für dich die größte Lüge, die utopischste Geschichte, die Rainer bis jetzt gebracht hat? Die utopischste, ja, das ist schwierig, aber ich würde so spontan sagen, was Regenbogenschaft damals so nett umschrieben hat mit hast du auch golden geleuchtet? Ach, der Roundhouse. Auch schön, ja. Ja, das war auch eine tolle Geschichte. Das war auch so eine epische Geschichte, hat er ja eine halbe Stunde lang erzählt, bis er da am Ende war und sie alle drei erschlagen auf der Straße lagen und sich nachher noch bei ihm entschuldigt haben und haben gesagt, war gut so, dass du uns zusammengeschlagen hast, weil wir waren ja sehr böse, ne, zu dir. Mich wundert, dass sie nicht noch auf ein Bier eingeladen haben danach. Also warten wir ab, wenn er die Geschichte nochmal erzählt, vielleicht kommt es ja noch. Das machen nur echte Mettler und das waren keine Mettler. Ja, stimmt. Das waren, glaube ich, Hip-Hop-Kascher. Ja. Ne? Ja. Da fand ich aber wirklich, dieses Bärendian-Interview war gar nicht schlecht. Also mit Regenbogenschärf dann dabei. War schon toll. Ja, das war auch geil. Das war auch geil. Ja, richtig, richtig geil. Jetzt war's dran. Was hatten wir noch? Rainers Lüge über seine Mullen hatten wir schon. Rainers Hygiene. Was fällt dir bei Rainers Hygiene am ehesten auf, Emma? Das Erste, das hast du ja auch schon oft thematisiert. Und ich glaube, in deinem vorletzten Video, weiß ich gar nicht mehr genau, wo du auf die Zähne hingewiesen hast. Die Bugs Bunny-Stuff. Das ist das Schlimmste für mich. Also, diese zwei Zähne da links, übel, ganz übel. Und wie es sonst aussieht, will ich gar nicht wissen. Nee, ehrlich, überleg mal, du bist Zahnarzt und musst da reingucken. Dann bist du einfach unterbezahlt.
Ich glaube, Zahnärzte haben schon schlimme Sachen gesehen. Also. Ja, aber wenn du dann auch noch diesen Körper... Du musst dir ja vorstellen, es muss ja auch so ein Zoo-Zahnarzt sein. Er muss in einen Elefantenstuhl rein. Ja, meinst du... geh mal zum Zahnarzt. Meinst du, der passt da in den Stuhl? Auf keinen Fall. Nee. Das stimmt, ja. Der kommt ja gar nicht in diesen Stuhl da rein. Keinen Fall. Wie soll das gehen? Das geht ja gar nicht. Auf gar keinen Fall. Tja. Ich meine, ja, was und den Zahn, also gesetzt den Fall, diese Geschichte ist kein Lü-Lü-Lü, aber ich konnte es mir sogar vorstellen, wo er erzählt hat, dass er sich in Hamburg da so einen Backenzahn gezogen hat, weil er schon weggefault war. Ja, wie mag das aussehen da im Mundraum? Also da hat die Mona, selbst wenn sie ihn abgezogen hat, ihr Geld hart verdient. Überleg mal, ihr müsst ihn mit Zunge küssen. Ja. Und wir haben ja schon gesehen, wie Rainer Kussversuche startet. Und jetzt stell dir mal vor, Rainer, der nicht küssen kann. Zum Küssen gehört ja auch ein gewisser Skill. Wenn auch nicht viel, aber ein gewisser Skill gehört ja dazu. Und jetzt überlegt mal, der leckt euch da durchs Gesicht oder so. Junge! Es gibt ja manchmal beobachte ich das. Warum habe ich das gesagt? Ich hoffe, alle schlafen schon. Das ist jetzt schlimm. Ihr kennt das sicher auch, so diese typischen Nerds, ne, die dann irgendwie so eine Mulle an Land gezogen haben und dann küssen sie sich und das sieht ja all... ne, dann versuchen sie da so einen Zungenkuss, aber das sieht ja aus, als wollten sie die Zunge der anderen irgendwie rausreißen. Also das sieht ja ganz übel aus. Und da gab es doch so einen, wie hieß der nochmal bei Bauer? Nee, Schwiegertochter gesucht war das, glaube ich, ne? Ja, Marco, ja, genau. So. Ja, meinst du den mit dem Fokuhila? Der. Und dieser Engeltyp war auch krass. Oh, jo. Der Engeltyp war krass und der mit der Fokuhila, das war doch der immer sagt, ja, so halb und halb oder so. Da ja, gab's ey, ihm. Boah, ist der krass. Jo. Ja, ja, solche Typen, ne? Und so einer ist ja Rainer auch. Hauptsache mal die Zunge irgendwie in den Mund stecken und keine Ahnung, was ich dann damit machen soll. Einfach mal wild rumrühren. Ja, nett. Bah. Ich hoffe, bis hier hört schon keiner mehr. Ja, ich habe gerade schon Weizen getrunken, dann habe ich jetzt gerade wieder im Mund. Es ist wieder hochgekommen. Ist so. Ist aber wirklich hart. Es ist wirklich hart. Darf ich gerade mal kurz was off-topic erzählen, einfach weil ich so begeistert bin? Bitte gern. Ich saß jetzt hier, mir ist gerade auch so ein bisschen, sind mir die Vanillekipferl ausgegangen. Und ich wollte auch den, wie haben wir es genannt, Honigtee, nicht unbedingt jetzt weiter übermäßig schröpfen als notwendig. Also der Whisky ist jetzt Honigtee. Genau. Und da meine bessere Hälfte ja im Pub war, bis soeben, und ich hier geschrieben habe, er mag es mir nicht ein, zwei Bier to go mitnehmen. Also ja, klar, kann ich machen. Das ist normalerweise ein Kellerbier in der Flasche. Da sie aber, beziehungsweise auch mein Local Bartender, den ich sehr, sehr schätze, er sei hier erwähnt, Brandon, dankeschön. You are the best fucking bartender between Oregon, Maine and, habe ich vergessen. Und er weiß, dass ich sehr gerne Weißbier trinke. Dann hat er tatsächlich zwei Weißbiere gezapft, die meine bessere Hälfte jetzt gerade im Glas nach Hause getragen hat. Wow. Und die stehen jetzt neben mir auf dem Tisch. Ich muss ja morgen die Gläser zurückbringen, aber ich wollte das einfach mal erwähnen, weil ich finde das großartig. Das ist sehr ehrenhaft, auf jeden Fall. Das ist sehr ehrenhaft. Ich finde das sehr, sehr ehrenhaft. Brandon, you are Ehrenmann. So. Sehr geil. Back sehr to topic. Muss ich bei mir auch mal einführen. So ich muss sagen, ich bin überwältigt gerade, einfach so ein bisschen. Ja. Klasse, finde ich sehr gut. Toll. Grüße an den Bartender. Auf jeden Fall. Ich glaube, aber wir haben jetzt auch alle Themen mehr oder weniger durch. Wir sind jetzt bei über 3,25 Stunden. Ja, das ist super. Oh, fuck. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. War sehr cool. Ich hoffe, den Leuten hat es auch Spaß gemacht. Was ich jetzt noch gerade eben gehört habe, ist... wusste ich ja vorher natürlich noch gar nicht. Zwinker, zwinker. Es gibt ja einen neuen Kanal am YouTube-Himmel.
der behandelt viel Kunst. Das sind so zwei Dullis. Und für den wollte ja noch so ein, zwei Minuten Werbung gemacht werden. Hey, zwei Minuten braucht man gar nicht, Freunde. Der Emma und ich, wir haben ein schönes Projekt. Es dreht sich tatsächlich um Kunst. Gemalte Kunst im Allgemeinen. Aber wahrscheinlich, ich denke mal, wir sind ja in der Entwicklung. Ich weiß nicht, was wir alles noch abdecken werden. Momentan dreht sich sehr viel um gemalte Kunst. Ich stelle sehr viele Fragen, weil gemalte Kunst sich mir ein bisschen verschließt. Und der Emma da sehr, sehr offen und auch gebildet drin ist. Und ich überrasche ihn einfach hin und wieder, occasionally, mit Fragen, die ich habe. Oder Themen aus dem Bereich gemalter Kunst. Und wir versuchen die dann quasi aus dem Stegreif zu bereden, zu klären, zu was auch immer. Genau, Emma. Ja, genau. Das ist ein wunderschönes kleines Projekt, das hoffentlich ein bisschen größer werden wird. Unser erstes Video behandelte die mittelalterliche Buchmalerei. Und Buchmalerei. Mhm. Und das zweite drehte sich um Krankheit in der Kunst, sowohl was kranke Künstler als auch die Darstellung von Krankheit in der Kunst anging. Es war ein unglaublich spannendes Gespräch, was wir heute hatten. Sehr inspirierend und ich finde es halt immer schön vom Troll, nicht getrollt, aber überrascht zu werden. Ich hatte eine wunderbare Auswahl heute getroffen, übrigens nochmal Props dafür. Wunderbar. Schön. Ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Der Kanal der beiden ist natürlich in der Videobeschreibung. Kunst mit Troll und Emma. Schmeiß da mal ein Abo raus, schmeiß da mal Liebe raus. Ja. Und ihr dürft natürlich, ja, vielen Dank, Arni. Ihr dürft natürlich auch mitmachen. Schreibt einfach in die Kommentare, wenn euch irgendwas stört, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ich nehme das immer mit rein in die nächste Folge, wenn was Interessantes dabei ist. Und löcher dann den Emma mit euren Fragen. Ja, prima. Genau. Dann haben wir hier natürlich, den dürfen wir nicht vergessen, dann haben wir den Fuddel ja auch hier. Den, einen, genau den, da, ja, den einen von zwei Österreichern, den es auf diesem Planeten gibt. Der macht ganz tolle Musik. Zwei der schönsten Songs im Game sind auf Fuddels Kanal. Der letzte und vorletzte, glaube ich. Ne? Zwei, echt? Ja, also dein Ain't Nice Guy, oder wie heißt es nochmal? No Nice Guy After All. No Nice Guy After All, ja, genau. Und das ist natürlich das 10.000 Abo-Special von meinem kleinen Bruder, das du da gemacht hast. Ja, wenn du auch 10.000 zusammenbringst, kriegst du auch mein Special. Stimmt, ja, da war ich auch dabei. Ich bin die Wanderpiep hier halt und ich bin überall dabei. Ich bin überall dabei. Ich bin beim Emma drin, ich bin beim Fuddel drin, ich bin beim Arnie drin, ich bin überall. Er ist überall drin. Ja, ja. Ja, muss so. Alles ja, klar, ist Leute. So. Dann würde ich sagen, sind wir für heute durch? Der Cashflow muss ja laufen. Der Cashflow. Er Cashflow gesagt, Emma, Prost. Ja, ich habe das Glas schon an den Lippen, mein lieber aller Echte. Ja, Prost. Prost. Außer ein kleiner Insider, aber den leben wir hier mal aus. Gut, wer möchte denn mit der Verabschiedung anfangen? Troll hat das Wort. Ich tschüss. Ah, nee, Fuddel hatte das Wort. Troll hat das Wort jetzt. Ja, wunderschön, dass wir uns alle hier zusammengefunden haben mit dem Ostfriesen-Hater, dass der Emma noch da reingeslidet ist. Dass Annette noch dabei war. Es war sehr, sehr schön. Ich möchte eigentlich gar nicht aufhören, so schön es ist. Aber alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und deswegen sage ich jetzt auch vielen Dank für die Einladung. Und es hat mich sehr gefreut. Und ich würde mich auch ein weiteres Mal freuen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet schlafen oder seid immer noch gebannt dabei. Haut in die Kommentare, schmeißt ganz viel Liebe raus. Medlov. Anna, magst du was sagen? Anni, lieben Dank, dass du mich aus einem Gespräch mit einer wunderbaren Frau herausgerissen hast. Ich war Liebe und Ehre geht raus an diese Frau. Ich war sehr gerne hier. Bleibt uns allen gewogen und bleibt am Leben, meine Lieben. Ja. Fuddel, möchtest du noch was anderes sagen als tschüss? Ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ja. Auf Wiederschauen. Wiederschauen. Und hab mich wirklich gefreut, dass ich da dabei sein durfte wieder. Ja, also erstmal vielen lieben Dank an Emma, an Fuddel, an Troll, an Utti, an Annette, an den Ostfriesen-Hater.
War toll, dass ihr alle dabei wart. Vielen, vielen lieben Dank. Hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank an euch, dass ihr unserem Gequatsche zugehört habt. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ganz, ganz, ganz viel Liebe an euch. Und, Ding. Medal of.